ein langes Elderwesen. Herzlich willkommen zum fünften Urheberrechtsdialog zwischen der Piratenpartei und verschiedenen Mitgliedern der verschiedenen Verwertungsketten. Wir werden heute mit den Filmschaffenden reden. Ich freue mich sehr, dass sie so zahlreich erschienen sind. Wir sind mittlerweile auf Tische hatten, die nicht ganz so üppig besetzt waren. Von daher lässt das darauf hoffen, dass es eine interessante Gesprächsrunde wird. Zum Prozedere ist Folgendes zu sagen. Wir werden uns kurz vorstellen. Mein Name ist Flo Glockisch. Ich bin oder führe im Moment Assistenztätigkeiten für den Bruno Kramhaus. Habe sonst sehr viel mit Musik und dem Urheberrecht und im Hinblick auf GEMA zu tun. Und genauso wäre es schön, wenn Sie in zwei Sätzen sagen könnten, womit Sie zu tun haben und wie Sie heißen. Ich habe angefangen von der links von mir. Alles klar. Ich bin der Manuel Siebenmann, ich bin Regisseur und Autor, bin unter anderem Vorstand des DVRs, das ist der Deutsche Regieverband, und hauptsächlich Filme fürs Fernsehen, damit ich mein Hauptgeld verdient, aber arbeite auch bei Kinderprojekten. Ich heiße Jörg Christen und bin vom Haus aus Filmwissenschaftler, war lange Geschäftsführer des Drehbuchautorenverbandes, jetzt Geschäftsführer des Bundesverbands für Film- und Fernsehregisseure. Und unter anderem auch in der Vorgebildkunst tätig. Ich bin Alice Agnes-Kirchner, bin Autorin und Regisseurin für alle dokumentarischen Filme und Formate. Mir ist wichtig, dass wir auch als stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm und wir vertreten als Berufsverband alle dokumentarischen Formate, also zwischen 10 Minuten bis 2 Stunden und arbeite als Autorin und Regisseurin. Mein Name ist Simon Verhoeven, ich bin Regisseur und Drehbuchautor und habe bisher mehr im Kinobereich zu tun gehabt und habe damit auch dann direkt eben mit solchen Fragen wie Kino-TO und solchen Themen wie Kino-TO zu tun gehabt, mit recht negativen Erfahrungen natürlich. Ich produziere auch Musik, also die Soundtracks zu meinen Filmen habe ich auch selbst produziert. Insofern habe ich auch da ein bisschen was dazu beizutragen. Und ich bin heute auch hier nicht nur als Regisseur, sondern auch als Repräsentant von der Deutschen Filmakademie. Ja, mein Name ist Simon Lange. Ich bin Cineast und arbeite aber auch in der Öffentlichkeitsarbeit der Bundespartei, der Piratenpartei Deutschland. Und bin halt sehr aktiv im Filmgeschäft mal gewesen, in Hamburg halt seinerzeit, in den 90ern, und kenne auch so recht viele Aspekte von der Produktion bis hin auch zum Konsumieren. Ich heiße Christian Hufgart, komme aus Hessen, bin Vorsitzender eines Vereins, der Förderung der freien Kultur, insbesondere Musik, als Ziel hat. Und hatte in Offenbach den Antrag zum Urheberrechtsprogramm eingereicht, der dann auch mit großer Mehrheit angenommen worden ist. Ich beschäftige mich halt eben seit einigen Jahren mit dem Thema frei verfügbare Inhalte. Mein Name ist Björn Jensen. Ich bin Medienberater für Filmproduktionen, hauptsächlich im internationalen Bereich, und Produzent von Dokumentarfilmen. Bin im Vorstand der AG DOC und freue mich auf das Gespräch. Ja, ich bin Peter Henning, Autor, Regisseur, Professor für Filmschreiben an der VfF in Babelsberg und hier für den VDD als Vorstandsmitglied Verband der Deutschen Drehbuchautoren. Ich bin Anna Helm, also nicht Anna Held, wie hier steht, sondern Anna Helm. Ja, Kulpa. Kein Problem. Und arbeite hauptberuflich als Synchronsprecherin, kenne von daher die Diskussion vor allem innerhalb der GVL und die rechte Probleme aus der Perspektive und bin außerdem in der Piratenpartei, auch in der Fraktion in Neukölln, in der Bezirksversammlung. Ich bin André Lindebaum, bin für keinen Verband hier, sondern in der Gemengelage juristischer wie auch privater Tätigkeiten für sehr kleine Unternehmungen in Brandenburg, also in Berlin, und insofern zum Teil für Nutzer, die mit der entsprechenden Hafenanmelde zu tun haben, zum Teil auch tätig für die kleinen Unternehmer, die natürlich suchen, dass sie am Markt eine entsprechende Chance bekommen. Insofern bin ich recht breit aufgestellt, kein Verband, keiner entsprechenden Zielgruppe. Mein Name ist Oliver Kassendijk, für die Allianz Deutscher Produzenten Film und Fernsehen
hier bin. Und das ist der große Verband, der sowohl Kino- als auch Fernsehproduzenten bei sich beheimatet und auch in allen Bereichen, ob das in Fiction ist oder Non-Fiction, dokumentarische oder Light-Entertainment-Bereiche, den gesamten Produktionsbereich in Deutschland versucht zu vertreten. Und daneben bin ich Anwalt und Partner der Rechtsanwaltskanzlei. Dann nochmal herzlich willkommen, vielen Dank. Zu der Gesprächskultur noch zwei Sätze vorweg. Ich würde darum bitten, wenn jemand was zu sagen hat, kurz sein Schild hochzumerken. Wenn es hinkriegt, dass es steht, muss es nicht halten. Wenn es eine kurze Handbewegung versucht, das dann der Reihe nach abzuarbeiten. Und bevor wir Fragen haben, die sozusagen, an denen man sich orientieren kann, wäre die allgemeine Frage in der Runde, ob es ein Thema gibt, was einen von Ihnen ganz doll auf der Zunge brennt, womit er am liebsten anfangen möchte, um das Gespräch einzuleiten. Naja, also es gibt da einige Themen, glaube ich, für uns alle. Ich habe mir jetzt mal durchgelesen, ich habe von Bruno Kramm zugeschickt bekommen, so diesen Katalog von euren Ideen zur Urheberrechtsreform. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch wirklich sozusagen das offizielle Papier war. Er hat mir das heute früh gemailt. Da sind ja wahnsinnig viele Punkte angesprochen. Also ich wäre natürlich glücklich, wenn wir heute wirklich ein bisschen auch auf die speziellen Filmprobleme eingehen würden, weil das können wir ja gar nicht abarbeiten. Ich habe ganz grundsätzlich eine Anmerkung, was so eine, glaube ich, so ein grundsätzliches Verständnis ist von dem, was ich glaube zu machen oder was Filmschaffende in meinen Augen machen. Der Herr Hufmann, der Christian hat vorhin, Entschuldigung, wenn ich dich anspreche, du bist gerade nicht am Tisch, aber du hast so diesen Stichpunkt gegeben, frei verfügbare Kultur. Oder ich glaube, das war so ungefähr genau. Und das ist, hängt auch zusammen mit dem Recht auf Informationsfreiheit, all diesen Rechten, die wir sicherlich auch anerkennen als Filmemacher in einer freien Gesellschaft. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ich, also die Sachen, die ich herstelle, es sind keine frei verfügbaren Sachen, sondern es sind ganz spezielle Unterhaltungsprodukte. Das ist, was Film ist. Es sind keine Bildungsinformationen, es ist nicht irgendwie etwas, wo die Allgemeinheit, die muss das wissen, wie ob in meinem Film am Schluss der Mann die Frau kriegt oder die Frau den Mann, sondern es sind sehr spezielle Unterhaltungsprodukte. Das heißt, es gibt überhaupt kein allgemeines Recht darauf, die frei verfügbar zu haben. Wer sie anschauen möchte, wer sie nutzen möchte, muss dafür bezahlen. Das ist meine Grundsatzhaltung. Also die ist natürlich jetzt dann in der konkreten Ausführung, wie man mit diesen beiden Interessen oder Fakten umgehen kann, das wird sicherlich sehr komplex. Aber ich meine, als grundsätzliche Haltung sollten wir, weil Kunst ja auch immer als etwas gesehen wird, ach, das macht man so aus Liebhaberei oder das ist so etwas, was in den Bildungsunterricht gehört oder Museen sollen frei zugänglich sein. Ich glaube, dagegen hat keiner von uns irgendetwas zu sagen, dass es hier ein breites Recht der Bevölkerung gibt, Zugang zu Kunst zu halten. Nur ein Film, also insbesondere ein kommerziell verwertbarer Film oder auswertbarer Film, ist eben kein Bildungsgut oder sonst was, ist einfach ein Unterhaltungsprodukt. Das wollte ich nochmal sagen. Also da würde ich vielleicht die Position der Dokumentarfilme etwas im Prinzip ja, aber hinzufügen. Klar, es gibt immer ein Aber. Wir sehen das sicherlich so, dass wir in unseren Filmen unterschiedlichen Content haben. Also es würde sowohl die reine Unterhaltung geben, aber auch natürlich die Information. Käme jetzt auch darauf an, ob es ein 10-Minuten-Magazinbeitrag zu einer politischen oder gesellschaftspolitischen Situation gibt oder ob es einen Film über das Leben der Pinguine auf der ganzen Welt gibt. Auch da könnte man sagen, ist sehr unterhaltsam, könnte aber auch sehr informativ sein. Absolut. Also insofern Unterhaltung ist auch kein negativer. Nein, ich sehe es auch überhaupt nicht negativ. Wir vertreten auch den Punkt, dass das bezahlt werden muss. In der Herstellung als auch in der Betrachtung. Wir differenzieren sicherlich ein bisschen, indem wir sagen, dass wir die Tatsache, dass das jetzt alles frei verfügbar ist, in Großteilen ja auch, zumindest beim Spielfilm ist es nicht immer ganz so, aber unsere Sachen stehen alle 7 Tage bei den Öffentlich-Rechtlichen in der Mediathek und jeder kann es angucken bzw. auch downloaden, wenn er weiß, wie er das machen kann. Insofern wissen wir, dass wir das nicht zurückdrehen können. Also wir gehen davon aus, dass das ein Status quo ist, der nicht mehr zu verlassen gehen wird. Und wir wollen es ja eigentlich auch nicht. Ich nutze das ja irgendwo auch und informiere mich auf die Art und Weise. Die Mediathek. Ja.
Und insofern würden wir sagen, wir müssten mal drüber diskutieren, wie es da mit der rechtlichen Situation ist, wie es mit dem Urheberrecht ist, ob ich das jetzt selber entscheide, was damit passiert und welche anderen Formen es gibt und wie es vergütet wird, wenn es dort benutzt wird. Also da gibt es ja auch verschiedene Modelle, ob es eine Pauschalvergütung ist, ob es eine Abgabe von irgendwoher ist oder ob es die Möglichkeit gibt, diese Klicks irgendwie zu finden. Also das wären so diese zwei Sachen. Das eine ist das Urheberrecht, das andere ist die Vergütung, wenn jemand das Werk in irgendeiner Form ansieht, also nutzt. Ja. Ich glaube doch. Gibt es einen direkten... Ich hätte jetzt noch eine Frage an die Piraten. Dann machen wir das gleich. Kurz hier hinstellen. Also nur einfach, weil ich glaube, dass ihr ja auch mittlerweile eine Position gefunden habt oder euch geeinigt habt auf eine Position gegen kommerzielle Anbieter wie Kino.to, also oder geldverwertende, sagen wir so, geldgenerierende Anbieter von Content wie Kino.to. Ich glaube jedenfalls, dass ich das in der Diskussion beim letzten Mal, wo ich teilgenommen habe, so rausgehört habe, dass das jetzt nicht etwas ist oder Mega-Upload, was ihr geil findet, wenn also irgendwelche Leute mit Content, mit dem sie nichts zu tun haben, sich dann Villen in Neuseeland finanzieren. Ist ja ein bisschen bizarr. Lautet die Frage? Und die Frage ist, ob ihr dagegen seid, also gegen kommerzielle, wie soll man das nennen, Streaming-Sites oder was auch immer, und andersrum, ob ihr eben sozusagen diese Unterscheidung nicht kommerziell, also dann Tauschbörsen nehme ich dann an, wird das in der Definition genannt werden, ob ihr die aber dann also komplett okay findet, also das sozusagen dann da unterscheidet, ob der ja einen Unterschied macht. Also es sind ganz klar unterschiedliche Aspekte, allein schon weil Mega Upload selber einfach nur ein Anbieter ist, bei dem Menschen Dateien hochladen können. Ob das jetzt Medieninhalte sind, die danach von der ganzen Welt angeboten werden, das ist für Mega Upload erstmal vollkommen egal. Kino.to dagegen war schon wieder eine etwas andere Geschichte, weil da auch bewusst Inhalte gestreamt worden sind. Aber was wir halt eben sagen ist, sobald mit Inhalten anderer zielgerichtet Geld verdient wird, sollen diejenigen auch natürlich dafür entsprechend vergütet werden. Da wäre halt theoretisch auch so ein Modell denkbar, wie jetzt halt ein Kontrahierungszwang. Das heißt, Inhalte müssen zu gewissen Konditionen dann angeboten werden, aber da haben wir jetzt noch keine endgültige Position dazu verabschiedet. Okay. Also aber auch die, also auch Tauschbörsen, ich kenne mich wirklich nicht so aus, deswegen frage ich nach, einfach Tauschbörsen, so die Peer-to-Peer-Geschichten, das alles, würdet ihr dann auch in einer gewissen Weise in so einem System mit erfassen wollen, dass die Leute, deren Werke dort getauscht werden, vergütet werden, in irgendeiner Form oder nicht? Also so File-Sharing-Netzwerke sind eigentlich eine ganz andere Geschichte, weil da keinerlei kommerzielle Interessen dahinter sind. Das heißt, das wird ja irgendjemand... Ja, außer unseren halt. Die werden nämlich dann vernachlässigt. Also da geht es ja um so nicht gewerbliche Kopien. Da haben wir halt ganz klar gesagt, die müssen erlaubt werden. Wie, ob es dazu dann noch eine zusätzliche Vergütung geben wird, wie jetzt zum Beispiel Pauschalabgaben auf Internetzugänge, wäre möglich. Aber es gibt zurzeit schon so viele Pauschalabgaben auf alles, von der CD bis hin zum Smartphone, dass da halt mal sehr kritisch geguckt werden muss, ob die aktuelle Höhe überhaupt noch angemessen ist und auch, wie die Gelder dann halt verteilt werden. Bei den Urhebern kommt davon nämlich wenig an. Aber das ist darüber reden wir später. Ja, das war gerade Frage-Antwort. Ich wollte nochmal erläuternd zu dem Eingangsstatement von Simon Verhoeven deutlich machen. Wenn wir von Film reden, dann sprechen wir in den Verbänden, die professionell tätige Filmschaffende vertreten, von Filmen, die einen größeren Investitionszusammenhang hinter sich haben. Und dass da einfach der Anspruch dann, den Simon eingangs betont hat, steht, ich muss diese Investition refinanzieren können. Und wenn ich in einem sehr flächendeckenden Raum File-Sharing oder andere kostenlose Herunterladmöglichkeiten anbiete, ist dieser Zusammenhang der Refinanzierungsmöglichkeit empfindlich gestört. Und das ist das Problem in der Filmbranche, warum wir mit dem grundsätzlichen File-Sharing einfach Probleme haben. Es trocknet letztendlich den Zusammenhang von Investition, Beschäftigung und Herstellung eines Kulturwirtschaftsgutes aus und wird dazu führen oder könnte dazu führen, dass Filme, die halt einen entsprechenden Investitionsvolumen brauchen, und wir sprechen da in der Regel von siebenstelligen Zahlen und mehr, einfach nicht mehr entstehen können, weil die Refinanzierungssituation nicht mehr da ist. Und das
Ich weiß nicht, ob das bei euch, dieser grundsätzliche Produktionszusammenhang, wirklich klar ist. Also wir sprechen von einer Branche, die macht 3 Milliarden im Jahr in Deutschland, Film und Fernsehen, etwa einen Umsatz. Das sind 300.000, 400.000 Arbeitsplätze, die letztendlich daran hängen. Und diese 3 Milliarden müssen im Prinzip auch refinanzierbar sein. Vielleicht nicht in einem Jahr, aber auch nicht gleich in einem Monat, aber sie müssen on the long run für denjenigen, der diese Investition tätigt, das ist in der Regel der Rechteinhaber, in der Regel der Produzent und Filmhersteller, das muss möglich sein. Und wenn das grundsätzlich aufgrund einer bestimmten Rechtssystematik, die ihr eventuell euch wünscht, nicht mehr möglich ist, dann wird es Filmproduktion so nicht mehr weitergeben. Darüber hinaus, um das noch abzuskalieren und auch zu Frau Agnes Kirchner, gibt es natürlich eine ganze Reihe von anderen Formen auch der Filmherstellung, die erheblich weniger. Es gibt 99-Euro-Filme, da gilt das natürlich nicht so. Aber ich wollte nur definitorisch klar machen, dass wenn wir von Film- und Fernsehwerken sprechen, wir diese professionell hergestellten Werke in einem bestimmten Investitionszusammenhang haben. Jetzt kannst du im Nachhinein noch mal einen Satz dazu sagen. Ansonsten, Nick, wird erst kurz noch die anderen Stellen machen. Ja, ich würde es gerne ein bisschen auch erweitern, ergänzen. Also man muss schon von der Autorenseite her, ist es natürlich auf der einen Seite, ist Film definitiv schlichtweg ein Wirtschaftsgut, was ja auch die Kollegen schon dann deutlich nochmal bemerkt haben. Aber es ist auch Teil einer individuell persönlichen Aussage. Also das hat was mit freier Meinungsäußerung auch zu tun. Ich finde schon, dass Film natürlich in der Regel auch Kulturgut ist, dass man das nicht unterscheiden kann. Ja, beides, wir sagen mal Kulturwirtschaftsgut. Ja. Ich bin nur nicht, dass das heißt, dass es sozusagen umschwirrt. Nee, heißt es natürlich auch definitiv nicht, weil wir wissen alle, dass Museen sind frei zugänglich, aber es kostet Eintritt. Also es ist, oder irgendjemand bezahlt die frei zugängliche Kunst. Wir wissen alle, es ist Millionen kostet ein Picasso mit Versicherung, Transport teilweise, für 4 Wochen auszuleihen oder so, ne? Dass da enorme Kosten an vielen Dingen dranhängen. Und das verblüffende Ergebnis ist natürlich in dem, wo man das nicht macht. Also jeder Verwerter oder jeder, der Geld verdienen will, generieren will und muss, sucht sich immer Wege, wie er das machen kann. Wir können das in der Musikindustrie ja schon beobachten. Ich glaube, Madonna-Karten kosten mittlerweile 250 Euro oder so. Also man findet andere Wege. Das heißt, es gibt auch ein umgekehrtes Problem, dass unter Umständen eine bestimmte Art von Kultur nicht mehr stattfinden wird im Internet. Also das ist, würde das ergänzen, was der Kollege Kasten gesagt hat. Natürlich, also ich speziell arbeite zum Beispiel an einem 180-Grad-Kino-Projekt. Das ist einfach nicht internettauglich, ist auch uninteressant. Das heißt, die Branche arbeitet sehr stark natürlich an Verwertungsformen und Möglichkeiten oder ist auch relativ findig, neue Wege zu finden, die genau leider das Gegenteil von dem, was wir im Prinzip alle am Internet schätzen, nämlich diesen freien Zugriff, im Prinzip dann erst recht nicht mehr möglich macht. Also exklusiv die Hype-Leitprodukte, das, was wir eben auch überwiegend herstellen, die Dinge, die sehr viel Geld kosten, die man nicht machen kann, wenn da nicht ein bestimmter kommerzieller Faktor dahinter steckt, die werden in der Form nicht mehr stattfinden. Das dazu ergänzen natürlich, haben wir jetzt ja speziell in Deutschland diese Situation mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich möchte da ein Missverständnis mal ausräumen. Das Fernsehen kauft von den Kreativen, also hier vor allen Dingen von den Regisseuren, Autoren in der Regel nicht die Filme und dann gehören die dem Fernsehen und verdammt nochmal stellt die rein, sondern das Fernsehen kauft Sendelizenzen. Die bezahlen zwar die Produktion und es gibt sozusagen bestimmte Hardware-Besitzzustände, aber damit sie es überhaupt finanzieren können in der Erstfinanzierung, machen sie mit uns Lizenzverträge, die sehr lange laufen. Das heißt, wir kriegen eben irgendwann später mal Geld, wenn ein Film dann wiederholt wird, neu ausgestrahlt wird. Deswegen gilt bei uns immer der Grundsatz, jede Ausstrahlung, jede Verwertung muss in irgendeiner Form vergütet werden. Das heißt natürlich nicht zwangsläufig, dass da jedes Mal immense Summen aufgerufen werden müssen, sondern was wir natürlich brauchen, sind, wenn es dann im Internet ist, und da hat sich massiv was verändert, früher wurde eine Ausstrahlung gemacht, die konnte teilweise nur begrenzt regional gesehen werden, der Film war dann weg. Mittlerweile ist er natürlich, deswegen sind unsere ganzen Wiederholungshonorarverträge ausgehebelt. Der Film ist nicht mehr weg, sondern der ist plötzlich irgendwo da. Also ich habe 2 Sachen, die sind auf YouTube, 90-Minuten-Filme, illegal. Dem WDR ist das zum Beispiel scheißegal, weil für den ist es ja nicht schlimm, wenn ich kein Geld mehr kriege. Für ihn ist es fast günstiger, weil sein Kulturgut, was sein Namen, was ja auch ein virtueller Wert sozusagen ist, der wird damit permanent gefördert. Wir stellen gerade fest, dass die Sender gar nichts so wirklich dagegen haben, dass sie nur ein bisschen ärgerlich sind, dass sie da nicht mitspielen können.
Heißt aber jetzt, wenn man es mal ganz privat runterbricht, also ich als Mensch entscheide mich ja für einen Beruf und habe, sage ich mal, Kinder, ich möchte irgendwie langfristig für meine Familie eine Finanzierung erreichen und da sind in meiner Vorgeneration zum Beispiel, die haben sich alle verlassen und ihre ganze Rente sozusagen aufgebaut auf das Wiederholungshonorarmodell. Das heißt, was wir natürlich tun, wenn wir das nicht mehr machen, dann verhindern wir, dass die damit ein ökonomisches, kommerzielles Leben aufbauen können. Ich glaube, das muss man sich einfach im Hintergrund immer mal wieder klar machen, bevor man so sagt, freie Verfügbarkeit. Und als letzter Satz, nicht gewerbliche Nutzung, gerade bei den sogenannten harmlosen Einzelprivat-Usern, gibt es natürlich nicht, weil die Musikindustrie-Umsätze werden natürlich gerade mit diesen Kunden gemacht. Das heißt, jedes Mal, wo irgendwas weitergegeben wird, das muss man sich auch mal klar machen, wo das kopiert wird, ist natürlich eine potenzielle Nutzung weg. Das heißt, das einmal wird da Geld einfach nicht ausgegeben. Das ist auch, was Simon Verhoeven ja gesagt hat. Es wird immer so getan, als wenn da eben keine Menschen mit solchen ökonomischen Interessen dabei sind. Wir sind aber ganz, wie die Musikindustrie ja auch, sind natürlich ganz massiv betroffen von solchen Dingen. Und der Unterschied heute ist eben der, ich habe das ja auch gemacht, wir haben ja natürlich noch vom Radio aufgenommen, ein Mikrofon auf Tonband und das war dann so scheiße, dass man sich doch die LP gekauft hat. Und dann hat man es an drei Leute vielleicht weitergegeben, genau. Und nicht an 60.000. Und heute ist das Ding weg. Wenn mein Film auf YouTube raubkopiert da ist, dann wird das Fernsehen ihn nie mehr wiederholen. Das heißt, mein ganzes Geld, wo ich den Deal drauf aufgebaut habe, weil ich relativ wenig für diese erste Fassung gekriegt habe, ist weg. Das heißt, ich muss in Zukunft einfach sagen, ich brauche viel mehr Geld, weil ich muss das ja, das ganze Geld, was das Ding jemals einspielen könnte, muss ich irgendwie wieder haben. Und wir dürfen nicht vergessen, alle generieren Geld damit. Also Geld ist Mehrwert damit. Mehrwert ist ja nicht nur Geld, sondern es ist ja auch eine Wertigkeit von einem Label ARD zum Beispiel, was sie dann wiederum nutzen, um dann Fußballrechte zu kaufen. Sie können, weil wir sozusagen ausgetrickst werden, geben sie für uns nichts mehr aus, bezahlen das Geld aber dann einfach da, wo sie die Massen locken und wo eine Exklusivität vorhanden ist. Ne? Wo sich durch den Live-Faktor keiner drum drücken kann, Lizenzen zu bezahlen. Punkt. Entschuldigung, ein bisschen lang. Ich wollte eine Sache noch unterstreichen, die Jürgen Kasten gesagt hat. Besonderheit der Filmindustrie, Filmwirtschaft, und zwar fängt das an schon bei kleineren Dokumentarfilmen, geht aber weiter zu großen Kinofilmen bis hin zu großen, ganz großen Blockbusterfilmen, die über 100 Millionen Euro kosten, ist eine Wirtschaft, die auf diese Refinanzierung noch mehr angewiesen ist als jetzt meinetwegen die Poesie oder vielleicht auch sogar Musik. Musik würde es auch geben, wenn komplett alles, jegliches File-Sharing erlaubt würde und es sozusagen keine finanzielle Basis mehr gäbe, um irgendetwas zu verkaufen. Wenn alles komplett frei zugänglich wäre, würde es immer noch Leute geben, die Musik machen und wahrscheinlich sogar auch ein paar, die es relativ gut. Ein paar gute vielleicht auch. Aber es wäre vielleicht nicht mehr ganz technisch so aufwendig produziert, aber es wäre sicherlich noch möglich. Ja, der Live-Charakter, den gibt es, ne, damit man würde immer noch Live-Musik hören können und so weiter. Und dasselbe gilt für Gedichte und dasselbe gilt vielleicht auch in gewissem Rahmen für Kurzgeschichten und ähnliches. Das würde immer noch existieren. Aber bei Film kann man wirklich sagen, Film würde nicht mehr in dieser Form nicht mehr möglich sein. Wenn man es nicht mehr refinanziert, wenn man einen Film, der 10 Millionen Euro gekostet hat oder 50 oder 100 Millionen Euro, der würde in einer Welt, in der man diese Form von reinem File-Sharing, letztlich dann, wenn man es wirklich erlauben würde und flächendeckend erlauben würde, das schon noch dazu führen, noch weit mehr als jetzt, dass die Leute sich wenig bis gar keine DVDs mehr kaufen würden. Das würde die Refinanzierungsbasis erheblich einschränken und würde dazu führen, dass man in dieser Form Filme nicht mehr würde machen können. Das muss man sich klar machen, dass Film insoweit, wir reden ja über Unterschiede auch zwischen einzelnen Mediengattungen und man kann einfach sagen, dass die Produktion eines Filmwerks ist nun mal das teuerste, was man an Medienproduktion haben kann. So ist. Und die Charts, und das sind ja auch die Sachen, die am meisten runtergeladen werden, sind, und das ist ja auch ein interessanter Aspekt, sind auch die teuersten Sachen. Also es ist nicht so, dass es dann im Internet sich so eine Kultur nur bildet, wo dann nur so Nischenfilme oder die ganz interessanten Filme plötzlich in den Charts stehen. Die Charts spiegeln sich in den illegalen Charts sozusagen. Also
das ist, sind auch diese Produktionen sind dann eben das, was die Leute anschauen wollen und nur eben nicht dafür zahlen müssen. Oder ich verstehe ja, dass man in dieser Generation, wenn man so aufgewachsen ist, ich sehe das auch um mich herum mit meinen Kumpels, dass das eine Kultur ist oder eine Angewohnheit, die sich eingebürgert hat und die natürlich, und ich glaube, das müssen wir uns schon realistisch bewusst machen, die schwierig sein wird, zurückzudrehen. Und es wird auch schwierig sein, sozusagen die Bevölkerung, der Bevölkerung etwas anzuerziehen, was natürlich auch ein Begriff ist, den man gar nicht benutzen will. Aber die Wertschätzung unserer Arbeit ist, glaube ich, schon, und auch das Bewusstsein für das, was wir machen, ja, das ist ja auch, dass es einfach ist, wohinter Biografien stehen, Ausbildungen, Arbeitsplätze, jahrelange Kämpfe, um überhaupt einen Film zu machen. Ja, jahrelange Kämpfe. Und wenn man dann sieht, am ersten Wochenende sieht man, das Ding ist irgendwie auf einem Portal drauf, die sich mit Pornowerbung finanzieren, wo irgendwelche obskuren Leute dahinter sind und es wird 80.000 Mal angeschaut. Und dann höre ich, das sind ja alles keine potenziellen Nutzer. Das finde ich einen ganz interessanten, völlig bizarre Definition, weil es sind Nutzer. Sie nutzen es. Sie schauen es an. Es sind nicht nur potenzielle Nutzer, es sind Nutzer. Es sind einfach nur illegale Nutzer. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, sagen wir so, den Leuten, die davon leben, die dafür kämpfen, die auch eben nicht am Pool liegen, wie ja oft die Filmindustrie gesehen wird. Das ist, glaube ich, schon wichtig, dass diese Wertschätzung für die Arbeit wieder auch bewusster wird den Menschen, die in dem Land leben. Das ist ja jetzt schon mehrfach gesagt worden, dass jeder Download quasi ein entgangener Kauf wäre. Und das ist ja ganz eindeutig nicht der Fall. Also es gibt auch eine Studie, ich glaube, sie war von der GfK, die ist nicht veröffentlicht worden, sondern geleakt worden, die also ganz klar gezeigt hat, dass diejenigen, die am meisten runterladen, auch die sind, die am meisten ins Kino gehen, weil das einfach die Fans sind. Die gucken sich einen Film vielleicht erst online an und sagen dann, Mensch, der ist toll, jetzt gehe ich ins Kino. Die warten händeringend darauf, dass ihre Lieblingsserie endlich aus den USA nach Deutschland kommt, damit sie legal konsumieren dürfen und müssen dann ein halbes Jahr oder ein Jahr warten, bis sie miserabel synchronisiert auf den Markt kommt. Das heißt, das sind einfach auch Fälle, wo die Anbieterseite einfach die Bedürfnisse der Konsumenten nicht deckt. Filme, die erst in den USA veröffentlicht werden und dann 3-4 Wochen brauchen, bis sie synchronisiert in Deutschland auf den Markt kommen. Das sind einfach Punkte, wo auch Marktmöglichkeiten einfach vergeben werden. Und die grundlegende Behauptung, dass Downloads entgangene Käufe sind, stimmt nicht. Allein schon deshalb, weil auch hinter jedem Download wieder eine Pauschalabgabe steckt, die halt auch wieder ausgeschüttet wird. Aber das ist nur noch viel, viel geringere Summen. Also man kann das doch jetzt nicht quasi in einen, einen 1-zu-1-Topf da stecken. Sind auch viel mehr Leute. Meiner Ansicht nach sind das ist jeden dritten Download sein. Sind drei, wie soll ich sagen, entweder blauäugige oder sogar richtig falsche Aussagen. Die erste Aussage aber, das muss man dann wiederum sagen, ist gut, wenn man sich da so in dieser Offenheit drüber auseinandersetzt, ist, ja, es ist richtig, nicht jeder, der etwas downloadet, hätte stattdessen die DVD gekauft oder sich eine, oder das sich über iTunes legal runterladen. Das stimmt. Aber nein, nicht jeder, also man kann umgekehrt aber auch nicht sagen, keines der Nutzer hätte sozusagen sich gar nichts mehr runtergeladen, sondern es ist ein Prozentsatz davon. Da, ich habe diverse Studien dazu gelesen, im Übrigen auch die GfK-Studie ist übrigens auch inzwischen öffentlich, die ist nicht mehr, meines Wissens ist die veröffentlicht worden. Auch legal von der GfK selbst, von deren Auftraggebern? Die GfK war Auftragnehmer, ja. Also die waren durchführend. Die haben im Prinzip so eine Art neues Panel-System dabei gleichzeitig ausprobiert. Die hatten also deswegen auch Interesse daran, das mal zu sehen, wie sowas funktioniert, weil sie praktisch ähnlich wie bei der Fernsehnutzung jetzt an einem Panel von, ich glaube, 5000 Haushalten typisch und hochrechenbar Internetnutzung und Ähnliches gemessen haben. Aber das ist also kein Geheimnis oder so. Ich kenne die Studie auch und ich kenne diverse andere Studien. Alle gehen davon aus, auch diese Studie, dass es einen bestimmten Prozentsatz gibt. Man streitet sich darüber, ob der bei 10%, bei 15% oder 20% oder 25% liegt. Selbst wenn er bei 10% läge, sind die Zahlen immer noch so hoch. Also 10% der Downloads, 10% der illegalen Downloads sind entgangene legale Downloads. Nehmen wir mal an, das wäre der geringste Wert, ne, der also, wo man sagen kann, geringer ist es nach
den bisherigen Studien, die es dazu gibt, sicherlich nicht. Vielleicht höher. Oder ich würde sogar sagen, wahrscheinlich höher. Aber selbst wenn es so wäre, muss man klar sagen, 10% dieser Masse von illegalen Downloads ist eine Menge. Und ist also von daher schon ein klarer entgangener Gewinn. Da muss man sich, also kid yourself not. Also da lügt man sich in die Tasche, wenn man denkt, das hat überhaupt keine ökonomische Auswirkung. Es hat eine ökonomische Auswirkung. Das ist so. Das Zweite ist, die kommerzielle, die nicht kommerzielle, das ist völlig klar. Ich würde gerne für einhaken, vielleicht hier, wenn man muss, klar mal HBO zum Beispiel, wie machen die das? Die machen eine Serie, die wird den Abonnenten exklusiv einmal gegeben. Erst dann kann man sie unter Umständen illegal kopieren. Das heißt, die Gewinne oder die Produktionskosten sind eingefahren mit der Erstausstrahlung, weil sie ein exklusives, geschlossenes Netz haben. Und dann können sie sich natürlich leisten, damit rauszuhauen und dann kommen sie in den nächsten. Das ist Marktverknappung an der Stelle, wenn die Leute sehen wollen. Man muss sich doch mal aus der anderen Perspektive des Nutzers überlegen, was bin ich bereit zu bezahlen für diesen Film? Und wenn ich mir den im Netz angucke, als komischen pixeligen Stream, der dauernd hackt und sonst was, dann bin ich bereit dafür, 8 Cent zu bezahlen als Nutzer. Es ist doch einfach so, ich zahle meine Abgaben auf die Festplatte, ich zahle mit meiner Aufmerksamkeit irgendwo das, was das liegt. Moment, darf ich? Ich zahle mit meiner Aufmerksamkeit, die Werbeeinblendung ist genau dasselbe wie im Fernsehen. Und wenn irgendwelche Sachen bei YouTube stehen, dann ist der Nutzer bereit dafür 8 Cent zu zahlen und eben nicht mehr. Und dann versucht man, gerade von Ihrer Seite, den Markt zu verknappen, damit die Leute die 16,99 für die DVD ausgeben. Logisch. Ja, die sind sie aber einfach an der Stelle nicht bereit zu bezahlen, wenn es ein Angebot gäbe. Ja, aber wenn die Serie bei 10 Millionen Dollar gekostet hat, dann reicht das nicht aus, diese 8 Cent, um das zu refinanzieren. Und vor allem, wir verdienen aber wenn es daran, 100.000 Leute angucken, mal 8 Cent, dann ist das ein Markt, mit dem man Geld verdienen kann. Es gibt Leute, die leben von ihren YouTube-Videos. 100.000 mal 8 Cent sind 800.000. Ja, das sind irgendwie Hobbymusiker von ihren YouTube-Videos. Das ist ein Kasten in der Kalkulation, das ist auch Geld. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, es gibt Filme, die man mit einer einfachen Videokamera mit seinen Freunden dreht, wo man sich refinanzieren kann. Das ist keine Frage. Ja. Ne? Aber wir haben eben einfach auf der anderen Seite gesagt, und das muss man sich einfach klar machen. Ich meine, es ist ja auch nichts Negatives, dass eine Branche unterschiedliche Facetten hat. Aber es gibt nun mal Filme, die hier in Deutschland, die kosten 25, 30 Millionen, und es gibt Filme, die in den USA finanziert werden, die über 100 Millionen kosten. Die kann man mit solchen Modellen definitiv nicht refinanzieren. No way. Also vielleicht, man darf aber auch eins nicht vergessen, in allen anderen Kunstformen gibt es vielleicht noch andere Finanzierungsmöglichkeiten. Ja. Bild kann ich verkaufen, Foto kann ich verkaufen, Musik kann ich unterschiedlich haben, Film kann nur irgendwo geguckt werden, also entweder im Fernsehen, im Internet oder im Kino. Ja, Bücher, gucken wir mal, bei Büchern ist es doch genauso, die Leute lesen ja nicht weniger, weil es Hörbücher gibt. Das ist ja ein völlig anderer Markt, das kann man überhaupt nicht, also das Hörbuch muss ja auch wieder neu hergestellt werden. Also das hat ja damit Leute dafür vergütet. Ich meine, natürlich ja, na klar, und wenn Sie jetzt sagen, wir haben das Angebot in Film im Kino, auf DVD. Aber nicht jeder Film ist auch auf allen Bereichen, ja, das muss man auch nochmal sehen. Irgendwo, weiß ich nicht, festgelegt, sonst was, dann ist das Internet einfach ein weiterer Markt und Sie gehen hin und sagen, diesen Markt wollen wir explizit nicht bedienen, damit wir auch unseren Kunden wir wollen ihn bedienen, wir wollen dafür bezahlt werden. Wir würden nur gerne auch, wir wollen ihn bedienen, aber es ist ja kein, wir machen ja nicht irgendwie eine Charity-Veranstaltung. Wenn ich einen Film im Kino habe, dann gibt es jemand, der Eintritt bezahlt und dann gibt es eine Ausschüttung, wie auch immer die dann zwischen Produzent und Verleih geregelt ist. Wenn ich fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen arbeite, was ja für Dokumentarfilme die Regel ist, ohne öffentlich-rechtliches Fernsehen so gut wie kein dokumentarischer Film, dann habe ich die Situation, dass der Großteil eigentlich vom Fernsehen bezahlt sein müsste, was mittlerweile fast nicht mehr stattfindet, sodass auch der Dokumentarfilmproduzent darauf angewiesen ist, entweder über internationale Koproduktion oder über sonstige Refinanzierungsmöglichkeiten überhaupt jetzt mal dafür zu sorgen, dass es hergestellt wird. Ja. Es ist also jetzt nicht so, dass wenn ich eine Serie, ich weiß nicht, Expedition der Welt auf Arte, wenn die mit einem Budget versorgt ist, dass dieser Film dann auch schon komplett finanziert ist. Es ist nicht so. Das muss weiter noch refinanziert werden. Wenn es, also da stimme ich mit Herrn Kastenberg überein, wenn es sozusagen diese Möglichkeit für die Produzenten nicht mehr gibt, das zu refinanzieren, wo das Internet ja eine Möglichkeit wäre, wir schließen das ja überhaupt nicht aus, wir würden nur gerne eine Möglichkeit finden an dieser Nutzung, die jetzt immer irgendwie kostenfrei für den Nutzer stattfindet, dass die nicht mehr kostenfrei ist, sondern dass davon auch wieder eine Refinanzierung dieses Produkts stattfindet. Weil wenn es nicht refinanziert wird, wird es diese Produkte bald nicht mehr geben. Er hat doch gerade gesagt, man kann es auch über Netz und so weiter nicht finanzieren.
Dementsprechend, man könnte, wenn die Leute bereit wären, Geld zu bezahlen. Jetzt gehe ich hin und sage, ich möchte Game of Thrones gucken. Das ist gerade irgendwo in den Staaten rausgekommen. Dann gehe ich zu HBO auf die Seite und da muss für 16,99 ein Abo abschließen für irgendwie 5 Sender bei denen und 100.000 Sachen. Genau. Dann gehe ich zu iTunes, da ist es noch nicht drauf, dann gehe ich irgendwo zu, was weiß ich, es gibt ja 100.000 Bezahlangebote, aber tatsächlich wird dieser Markt momentan einfach von der Industrie so, wir müssen da leider mit das da auch draufpacken, weil die Leute danach suchten, weil sie sagen, gibt es uns, sie wollen es sehen. Das ist ein emotionales Argument, aber das, was ich gesagt habe, es gefällt uns als Künstler ja auch nicht, dass unsere Filme nicht mehr vorkommen, dass sie sozusagen verknappt werden, aber das ist die logische Konsequenz, weil der Internetmarkt nicht verlässlich ist für jeden, der sich auf dem Niveau bewegt. Also das suche ich mir doch aus. Ich will meinen Film refinanzieren, nicht das durch Exklusivität tue. Das ist ein ökonomisches Gesetz, dann mache ich es eben. Aber es ist doch eine Idee, das könntest du vielleicht machen. Ich glaube, das wäre zuträglich, weil es ist jetzt ein bisschen irritierend, dass ein paar sich melden und ein paar... Ich möchte nur eine Frage an dich stellen, bitte. Weil du sagst, und das verstehe ich ja auch, ich ärgere mich auch, wenn ich manche Filme zum Beispiel, die ich gerne anschauen würde, noch nicht finden kann, noch nicht kaufen kann oder alte Filme nicht finde oder Serien, die noch nicht rausgekommen sind, aber das ist natürlich schon auch vom User ein Anspruch, den er zum Beispiel anderen Industrien gegenüber überhaupt nicht hat. Das ist, wenn du jetzt sagst, oh, ich hätte jetzt wahnsinnig gern dieses neue T-Shirt, da ist noch nicht draußen, dann wirst du nicht einbrechen in der Lagerhalle von einem Klamottenhersteller und es dir einfach nehmen, weil du wirklich willst es haben oder ein Auto oder sonst was. Die Fristen, die wir haben, wenn wir sagen, diese Serie und so ist erst ab dem so und so vielten erhältlich, hat damit zu tun, dass es gewisse Zeitfenster gibt, in denen die eben zum Beispiel im Pay-TV ausgewertet werden, wodurch diese Industrie überhaupt sich refinanziert. Das heißt, wenn der User bloß, also als Argument, bloß weil der User sagt, ja Moment, ich will es aber jetzt sehen, heißt es noch lange nicht, dass er es auch sehen kann. Das ist, also was ist denn das für ein Anspruch Industrien gegenüber? Aber wir sind doch nicht dafür da, dass du, wann immer du willst, alles sehen kannst. Ihr seid aber dafür da, Filme zu produzieren, die gesehen werden. Das heißt, aber zu dem Zeitpunkt legen wir fest, wann sie gesehen werden. Das ist halt eigentlich die Sache, die wir uns auch verhalten sehen. Würdest du bitten, also ich finde es sehr gut, Frage-Antwort finde ich immer sehr gut, weil in Bezug darauf einzugehen, ist total interessant. Und wenn es irgendwas gibt, was auf der Zunge brennt, dann sofort raus damit. Andernfalls würde ich Sie bitten, ein kurzes Schlagwort aufzuschreiben und dann nach dem Wort Handmeldung einfach dann da nochmal drauf einzugehen. Das hat nämlich zur Folge, dass wir zuerst Christian hören, dann hier vorne und dann die 6, 4 und 11. Ich habe mir mein eigenes System nicht gezeigt. 6, 4 und 11. 6, 4 und 11. Die 11 mit Thunfisch. Mal abgesehen von Dokumentarfilmen, die ja meistens über das Öffentlich-Rechtliche finanziert werden. Nicht finanziert, sie sind nicht komplett finanziert. Man muss das beauftragt, sagen wir beauftragt. Und nur in Teil finanziert. Gut, das ist ja dann eine Vertragssache zwischen dem Dokumentarfilm und dem Öffentlich-Rechtlichen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das muss man wirklich mal auch sagen. Wenn wir eine Vollfinanzierung, ist fast nicht mehr möglich. Ja. Gut, aber ich meine... Es ist eine Fristvogel- oder Störpolitik. Wir haben im Prinzip beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein Quasi-Monopol, ja, der und die Verträge sehen tatsächlich so aus, dass dem Produzenten mehr oder minder gesagt wird, egal was dein Projekt wirklich kostet, wir haben nur Summe X zur Verfügung und den Restbetrag musst du halt schauen, wo du den herbringst. Aber ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Eine ganz provokante Antwort darauf wäre halt eben, wenn sich ein Geschäftsmodell nicht mehr trägt, dann muss man vielleicht sich ein neues suchen. Gerade bei Kino, bei Filmen, die fürs Kino produziert werden, ist es ja so, dass die Kinobesucher also auf einem wahnsinnig hohen Stand sind. Und was den deutschen Film angeht, ist der zu sehr, sehr hohen Teilen auch noch staatlich gefördert. Das heißt, da irgendwie zu erklären, wir sind in einem heftigen Wettbewerb und müssen um jeden Cent ringen, ist ja dadurch, dass die Filme vom Staat teilweise finanziert werden, ja auch nicht so wahnsinnig ehrlich. Und ich finde es halt eben sehr schwierig zu sagen, ja, das Internet ist schuld und ich muss da böser Kunde. Tut mir leid, ich muss da unterbrechen, weil es ist immer derselbe Fakt, weil das ist ein Fakt, der nicht stimmt. Die Filme sind für die Kreativen nicht bezahlt dadurch. Das ist ein grundsätzliches Missverständnis, auf das ihr immer wieder zurückkommt. Das ist einfach nicht wahr. Das ist nicht komplett finanziert, dieses Produkt. Das wird über langfristige Lizenzen verdient man das Geld und nicht über ein einmal, wir machen das. Also auch ein geförderter Film ist nicht finanziert.
Das ist halt eine Förderung finanziert keinen Film, sondern der muss Förderung hinterher rückzahlbar. Also ist ein Darlehen, ein sogenanntes bedingt rückzahlbares Darlehen, das zurückzuzahlen ist, wenn der Erlöse für den Film reinkommt. Klar, ja, bewusst werden. Aber im Endeffekt ist es auch so, wir haben ja jetzt den Teil mit der Kunst verlassen und reden jetzt nur noch über Cash. Mhm. Und wir haben auf der einen Seite Leute, die ein Produkt haben, und wir haben Leute, die ein Produkt haben wollen. Und wenn jetzt die das Produkt haben wollen, keine legale Möglichkeit haben, es zu erwerben, suchen sie sich irgendeinen anderen Weg. Zu diesem Zeitpunkt. Wenn sie können 3 Monate warten, dann können sie es. Aber wozu 3 Monate auf irgendwas warten, was ich sofort haben kann? Du musst doch auf jedes andere Produkt warten. Du musst auch warten, bis jemand ein Autor ein Buch geschrieben hat, dann warte ich, bis er das Buch rausbringt. Ich gehe doch nicht zu dem nach Hause und durchstöber seinen Computer. Ja, wir reden doch jetzt gerade von einem Film, der fertig produziert worden ist. Der veröffentlicht ist. Ich würde ihn ja nicht kaufen, wenn ich nicht weiß, ich kann jetzt auch nicht Prometheus runterladen, weil er einfach noch nicht fertig ist. Vielleicht könnte jemand mal das Geschäftsmodell erklären, weil hier gibt es eine Unkenntnis, wie überhaupt ein Film, ihr müsst ja einfach mal wahrnehmen, wie ein Film gemacht wird. Diese langfristige Vermarktungsstrategie ist Teil einer Refinanzierungsmöglichkeit. Ich muss mir genau aussuchen, wann, an welchem Wochenende ich in welchen Slot, in welchem Land reinpasse, weil Filme untergehen, wenn die zum Beispiel gegen eine zu starke Konkurrenz laufen. Ja. Das heißt, diese Verwertung hinzukriegen für einen Film ist wahnsinnig komplex. Und das ist ihm zu komplex, das Internet mit einzuplanen. Als nein, das Internet das gibt kein doch. Geld. Das gibt sozusagen wir haben noch, das Problem ist, das Internet wird schon mit eingeplant. Das Internet ist ja, das ist ja das, was du sagst. Du möchtest ja, also du willst jetzt etwas sehen, was gerade in den USA rausgekommen ist. Möchte ja? 70 und Euro was, bezahlen, ja, vielleicht 4. Ja, nee, aber was der Peter Henning meint, ist halt gerade, es gibt unterschiedliche Zyklen, wenn wir mal beim Kinomarkt bleiben. Gab es. Gibt es immer noch. Jedes Land hat seine eigenen... Nicht mehr. Nee, aber jedes Land hat seine eigenen Zyklen, wann die sozusagen, wenn du ein Verleiher bist und du hast ein ganz bestimmtes Produkt und dann schaust du dir an, wenn du sagst, ich möchte das zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt herausbringen, dann guckst du, was macht meine Konkurrenz genau zu dem Zeitpunkt, wenn ich meinen Film rausbringe, habe ich damit eine Chance oder verschiebe ich das lieber in etwas nach vorne oder nach hinten? Und das kann in jedem Land anders aussehen. Ja. Und die und um diese hohen Kosten eines Films zu finanzieren, muss ich Verträge schon sehr lange im Vorfeld machen und diese internationalen Verträge, das sind alles Partner, die praktisch zur Finanzierung des Filmes ganz am Anfang schon beitragen. Ja, aber gerade dieses klassische, ich verknappe meine Ware, funktioniert einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr hingehen und sagen, lieber Kunde, ich weiß, du möchtest mein Produkt haben, aber du kriegst es nicht, edgy-badgy, warte mal 3 Monate. Ja, der Kunde wartet aber nicht mehr. Aber ist das der Kunde sagt, ja, dann esst euer Scheiß doch rein, ich möchte mir nett. Aber das Problem ist, wenn ihr es nicht verkaufen wollt, bei King of Thrones. Ja, das ist doch bei jedem anderen Kunden. Es ist schön, wenn wir einzeln nacheinander. Okay, gerade weil du vorher das Beispiel von King of Thrones gebracht hast. Es gibt jetzt eine Möglichkeit, es illegal anzugucken. So. Ja. Wenn es jetzt diese illegale Möglichkeit gibt oder wenn es auch meinetwegen die 8-Cent-Möglichkeit, die dann legal wäre oder auch eine 4-Dollar-Möglichkeit wäre, mit diesem Geld würde King of Thrones nicht herzustellen sein. Wissen Sie, wie viele Millionen Leute auf diesem Planeten sich dieses Zeug angucken? Wie wahnsinnig viele Leute sich das angucken? Und wenn die alle ihre 4 Dollar zahlen, dann haben sie aber einen ganzen Haufen Geld aber zusammen. Aber bist du dafür? Das wäre nicht egal. Und von denen kauft weiß ich nicht. Bist du dafür? Ja, na klar. Das Problem ist doch nicht, und deswegen reden wir jetzt ein bisschen aneinander vorbei. Das Angebot gibt es halt nicht an der Stelle. Genau, also wir reden über zwei Aspekte oder zwei Varianten. Die eine ist komplette Gratiskultur durch Legalisierung des sogenannten nicht kommerziellen File-Sharings. Das würde bedeuten, man kriegt gar nichts für Games of Thrones, vielleicht eben 8 Cent. Das stimmt einfach nicht. Und darüber sollten wir uns dann mal unterhalten. Und die zweite Variante ist, wie kriegt man es hin, dass man ein reguläres Angebot, zum Beispiel 4 Euro oder 2 Euro oder 1,99 Euro oder 99 Cent pro Folge, zeitgleich praktisch zum Filmstart im Internet ermöglicht. Das eine ist eine Frage über, da reden wir über das, was eben in der Filmindustrie anders ist als in anderen Industrien, nämlich dass es sozusagen eine Art von Veröffentlichungskaskade gibt, wo es erst im Kino ausgewertet wird, dann mehr in anderen Bereichen und so weiter und so weiter. Und die Frage, ob das noch zeitgemäß ist, das muss man eben, Entschuldigung, mein Fehler. Und man kann sich da tatsächlich darüber streiten, ob das zeitgemäß ist. Und es gibt auch innerhalb der Filmindustrie Vertreter der einen oder der anderen Meinung. Die einen, die sagen, man sollte Filme parallel in allen Medien gleichzeitig rausbringen, sollte auf die Auswertungskaskade verzichten. Andere sagen, das haben wir ausprobiert und man verliert damit Geld und es ist nicht so gut. Das wird sicherlich
eine Debatte sein, die man, die sich auch in Richtung, sagen wir mal, zumindest der Verkürzung dieser Auswertungsfenster entwickeln wird. Das ist, glaube ich, relativ klar. Das ist aber jetzt der entscheidende Punkt ist, worüber wir nicht geredet haben. Und das ist das Entscheidende ist, das wäre ja auch noch toll. Also wenn man am Ende über sehr verkürzte oder auch null verkürzte Auswertungsfenster reden würde, okay. Das würde aber immer noch bedeuten, dass man Geld bekommt. Die andere Frage, und darüber regt sich die Filmindustrie genauso wie die Musikindustrie eben auf und diejenigen, die darin arbeiten und davon leben müssen, dass man sagt, wir geben nicht kommerzielles File-Sharing frei und ziehen damit euch sozusagen komplett den Teppich unter den Füßen weg. Das ist das Problem. Darf ich kurz meine Anmerkung machen? Ich wollte es dir nicht abnehmen, also auch nicht als Zerrinerin-Liste, ich kriege bloß gerade das Feedback, dass Leute, die Diskussion verfolgen wollen, das nicht können, weil hier durcheinander geredet wurde. Genau. So okay. Laut, dass man es nicht mehr verfolgen kann, wollte ich noch kurz anmerken. Ja, okay. Tut mir leid, nämlich jetzt. Danke. Sehr gerne. Vielen Dank. War ich. Um die Reihe einzuhalten, Sie bitten, haben Sie noch? Ja, danke. Unbedingt, ja. Kann ich fassen. Ich bin eigentlich ein bisschen schockiert, auf welcher Ebene diese Diskussion jetzt stattfindet. Ich ging eigentlich davon aus, dass auch in den Reihen der Piraten inzwischen klar ist, dass die zum Beispiel Menschen, die Filme herstellen oder auch Musikindustrie gewissermaßen, etwas wird hergestellt und es hat einen gewissen Wert. Und ich hatte den Eindruck, dass die Piraten insgesamt inzwischen eine gewissermaßen Verlagerung des Problems in die Richtung hin sehen, dass sie sagen, das Problem liegt mehr daran, wie die Verwertungsketten organisiert sind. Und wir finden durchaus, dass die Urheber ein Recht darauf, auf der Art angemessene Vergütung haben für ihre Arbeit. Ich war jetzt schon ein bisschen verblüfft, mitunter von deinem Statement zu hören, sobald etwas hergestellt wird oder etwas hergestellt worden ist, hat die Gesellschaft, die im Internet aktiv ist, das Recht, dass das der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird. Und da, sie hat die Möglichkeit, da falle ich mit dem Moment mal, Schneider. Entschuldige bitte, ja, da falle ich erstmal unter den Tisch. Das ist eine so völlig absurde Vorstellung, wo ich echt nicht mehr mithalten kann. Wenn ich einen Plattenspieler herstelle, nur weil er jetzt in der Musik hat, dann willst du den haben, weil er so geil ist. Dann kannst du den kaufen. Wenn ich sage, ja, jetzt gibt es ihn noch nicht, es gibt ihn erst in 3 Monaten, kannst du ihn erst in 3 Monaten kaufen. Wenn ich einen Film herstelle und sage, ja, ich will nur, dass der jetzt so und erst dann im Netz zur Verfügung steht, dann ist das ja eigentlich das Recht jenes, der den Film herstellt, das festzulegen. Es gibt kein Recht auf, es ist etwas fertig und dann kann es im Internet zuvor. Wenn ich den Plattenspieler haben will und der steht da und da steht dran, den gibt es erst in 3 Monaten. Und daneben steht jemand und sagt, ich habe denselben Plattenspieler, bei mir kriegst du einen Filler. Und natürlich gehe ich da zum anderen und bezahle ihn bei Ihnen nicht. Aber wenn Sie sagen, okay, ich habe ihn hier, ich verkaufe ihn hier. Der andere bietet einen Geklauten an. Also er bietet einen Kopierten an. Ja, nee, er bietet zumindest nicht legal kopierten. Da sind wir natürlich, dann kommen wir in einen Bereich, wo es schwierig wird. Ich finde, wenn es in der Industrie solche Verwertungskaskaden gibt, dann ist das gewissermaßen die Entscheidung der Hersteller, dass sie das gerne so machen wollen. Und ihr sagt jetzt, das ist absurd, dagegen nicht von vorgehen. Und das finde ich in der Basisdiskussion, finde ich eigentlich ein bisschen erstaunt, weil ich denke, über Verwertungsketten nachzudenken, interessant und wichtig. Aber grundsätzlich anzuzweifeln, dass das, was wir herstellen, ein Kultur- und auch ein Wirtschaftsgut ist. Das zweifelt nicht an, um Gottes Willen. Das können wir hier nicht wirklich debattieren. Da würde es ja dann zuletzt, zu guter Letzt, das war eine Bemerkung von Herrn Hofgart, die mich dann noch erstaunt hat, auch, es war so im Hintergrund etwas. Nun, wir machen sowieso Sachen, die subventioniert oder schon bezahlt sind. Und wenn ihr grundsätzlich, ihr müsst auch in einer Art kommerziellen, großen Plattform bewähren und wenn es hier nicht läuft und das Produkt, was ihr macht, nicht interessant und nicht ausgewählt werden kann, dann hast du auch keine Berechtigung. Diese Haltung im Hintergrund hat natürlich zur Folge, dass wir insgesamt eine völlige Monopolisierung der Kulturwirtschaft und der Industrie auch haben werden und es wird faktisch zu einer abnehmenden Diversität der Inhalte und der Kulturlandschaft insgesamt führen. Und das kann ja auch nicht euer Interesse sein. Das ist ja gerade insbesondere in Europa etwas, was uns ganz besonders viel wert ist und auch auszeichnet. Wir wollen ja nicht die totale Normierung der Kultur. Und die Gefahr sehe ich natürlich auch,
wenn man den Argumenten folgt, die Sie auf den Tisch bringen. Die Gefahr gibt es auch, darüber wollen wir ausgiebig reden. Herr Lindebaum, Sie haben sich gemeldet. Als nächstes Anne und dann Simon, darfst du. Im Musikbereich würde ich hier zustimmen wollen. Ich bin erst über das Internet und insbesondere über das Einstellen auf YouTube auf diverse Bands gekommen, wo ich sage, mein Gott, noch die geniale Musik. Und habe dann anschließend, nachdem man sich die Sachen anschauen kann, dann auch wirklich geguckt, wo kann man Kontakt aufnehmen, findet man die Labels raus und dann schreibt ein Label aus Südamerika, cool, dass du uns gefunden hast. Dann sage ich, ja, ich gebe auch gerne mein Geld und schicke es nach Südamerika rüber. Da würde ich sagen, stimmt die These, vielleicht sind die Nutzer ja soweit und kaufen dann. Da würde ich sagen, ja, ich bin ein aufgeklärter Nutzer, ich kaufe. Die These, wenn es dann untersetzt wird, mit, wenn es dann endlich rauskommt, dann würden die Leute kaufen wollen. Eine weitere Annahme, die kam, die Filmindustrie wird so teilweise finanziert. Da stelle ich Annahmen fest, die ich für die Filmindustrie in diesem Maße nicht teilen würde, für die Musikindustrie vielleicht eher, für die Filmindustrie würde ich das ausschließen wollen. Also dieses vielleicht, und endlich ist es da und vielleicht kaufen wir dann auch nochmal, gerade selber hast du gesagt, würde der Plattenspieler 3 Monate früher bei dir sein, würdest du nehmen. Nein, ich würde dem Verkäufer sagen, ist dein Plattenspieler alleine, wenn du ihn hast und ihn nicht verkaufen willst. Das Problem ist, dass du dein Argument dann selber streichst, indem du sagst oder indem ihr sagt, ich würde dann 3 Monate später schon noch mal zum Original greifen wollen. Also du würdest dann ich will nicht die 3 Monate warten, das ist das Ding. Okay. Du erklärst praktisch, dass der Nutzer entscheidet. So. Den Marktwert legt der Nutzer fest und nicht der Verkäufer. Das sind erstmal Annahmen, genauso wie die Annahme der anderen Seite gefolgt ist, dass jeder Download dann ein Gang Gewinn sein. Ich würde beides erstmal wegstreichen wollen und würde erstmal schauen, kriegen wir Einigkeit über einen Punkt hin, der da sagt, dass in der Filmindustrie wesentlich höhere Budgets notwendig sind, um eine Produktion fertigzustellen. Ja. Wesentlich höhere Budgets notwendig sind, dass wesentlich mehr Beschäftigte davon abhängig sind. Wenn wir darüber Einigkeit haben, und das auch wirklich der Fall ist, dann würde ich meinen, kriegen wir Einigkeit darüber hin, dass es nicht kostenfrei sein darf. Ja. Und wenn wir diese Einigkeit haben, dann würde ich sagen, dann lasst uns über Verwertungsindustrie sprechen, also über tatsächliche Optionen, das zu machen und weg von dem total gratis und weg auch von der anderen Annahme, die ich dann höre, jedes Mal Fremdgehen im Internet sei praktisch eine gewerbliche Nutzung. Also wenn man diese Extremposition, einfach mal rausnimmt, dass man sagt, wir haben Einigkeit darüber, es ist ungemein teuer, solche Filme zu produzieren. Ich habe selber mit einem Unternehmen zusammengearbeitet, mehrere Jahre. Die haben überall geknackst und geguckt, dass sie das irgendwie hinkriegen und dann war es fertig und da blieb eigentlich nichts im Topf übrig. Die mussten sich tatsächlich über die Jahre hinweg wieder weiterfinanzieren. Und es ist schade, dass diese Unternehmung eingestampft ist mit über 200 Dokumentarfilmen. Das ist echt schade. Wenn wir darüber Einigkeit haben, dann würde ich sagen, lass uns darüber reden, wie es bezahlt wird. Praktisch. Ja, praktisch bezahlt wird. Gut. Anne, willst du vielleicht noch was? Ja, also erstmal danke, finde ich schön, weil wir eigentlich, glaube ich, jetzt gerade so ein bisschen Wut rausgelassen haben oder so Extrempositionen, wo ich denke, dass wir hier am Tisch eigentlich alle Leute sind, die sich über diese Konflikte schon Gedanken gemacht haben und wissen, worin die grundsätzlichen Konflikte bestehen. Also ich finde auch, Schmidti, was du gesagt hast, dass man, wir wissen also, man spekuliert mit Zeiträumen, so wie man es in anderen Industrien auch tut, so wie ich ein Buch möglichst im Weihnachtsgeschäft rausbringe und so weiter und so fort. Und das ist auch total legitim. Ich finde, eine künstliche Verknappung, das kann man bei Medikamenten und Nahrungsmitteln als falsch ansehen. Das ist einfach in der Filmindustrie nur ein Spekulationsinstrument. Wenn das nicht funktioniert, weil der Markt kurzlebiger wird, weil man weiß, dass es die Angebote geben wird, man kann nun mal nicht mehr nur Datenträger verkaufen. Wenn ich einen Datenträger auf den Markt werfe, dann ist der in Umlauf. Und damit muss man in seine Spekulation, denke ich, mit einbeziehen. Wenn das zur Folge hat, dass der Markt kurzlebiger wird oder dass man die Sendetermine oder Ausstrahlungstermine, wie auch immer, international anpassen muss,
dann ist das vielleicht die Konsequenz. Also ich denke, es ist weder falsch, so eine Anspruchshaltung als Konsument zu haben, dass du ein Recht darauf hast, wenn es fertig ist, das auch nutzen zu können. Kaufen zu können. Den Anspruch finde ich falsch. Ich finde nicht, dass du den hast. Andersrum finde ich aber es umgekehrt genauso falsch zu sagen, sowieso ich muss doch aber das Recht haben, diese Zeitspanne möglichst lang zu halten, wie ich damit Geld verdienen kann oder so, weil daran gibt es meiner Meinung nach genauso wenig einen Anspruch. Es ist nur ein Spekulationsvolumen, würde ich sagen. Wenn ich halt mit einem teuren Film inzwischen nur in einer kürzeren Zeitspanne Geld verdienen kann, dann ist das so. Das werden wir nicht mehr ändern können. Deswegen wäre ich dankbar, wenn wir über die Verwertungskonzepte reden könnten, weil das wird man nicht mehr zurücknehmen können. Wenn Informationen im Umlauf sind, dann ist es einfach schwierig, Datenträger dann noch verkaufen zu wollen und in Stückzahlen. Oder die Leute geben, die Filme laufen kürzer im Kino heute, größtenteils. Vielen Dank, Simon. Ja, danke erstmal, dass ich jetzt noch zu Wort komme. Ja, es wurde ja schon einiges gesagt zu den Verwertungsmodellen, wie wir eigentlich auch sprechen wollen. Und auch das ist auch sehr, sehr nötig, weil man ja auch sieht, dass der heutige Ist-Zustand einfach die alten Verwertungsmodelle immer mehr in die Absurdität führt, weil es kann ja nicht sein, weil der Filmschaffende möchte ja eigentlich sein Werk veräußern, möchte davon auch leben, möchte auch, dass alle Beteiligten daran davon leben können. Gleichzeitig soll aber auch der Verbraucher natürlich auch eine Möglichkeit haben zu partizipieren, zu wertschätzen, zu wertschöpfen davon. Und deshalb sollte man vielleicht versuchen, auch diese Extrempositionen ein wenig zu verlassen und sich wieder ein bisschen aufeinander zuzubewegen. Ich denke, es ist zum Beispiel, Schmiede zum Beispiel hat ja gesagt, irgendwie ja alles, was, es muss alles irgendwie frei nutzbar sein und etc. Und 8 Cent, glaube ich, hast du gesagt, pro Nutzung. Pro YouTube-Video? Pro, ja, und den genau. Das Problem ist an der ganzen Geschichte, ich denke, das sind zwei Extrempositionen und jetzt müssen wir einfach mal gucken, was ist reell nutzbar und auch machbar für alle Beteiligten. Das ist das eine Ding. Das andere Ding ist die Verwertung halt. Bisher lief das ja meistens so, dass halt in einem klassischen Altmarkt, da hat man halt das Verleihgeschäft gehabt, man hat das Kinogeschäft gehabt, man hat versucht halt auf die Art irgendwie Einnahmen zu generieren und auch über Käufe natürlich später, über Träger, das waren früher mal Videokassetten, wurden immer DVDs und mit den DVDs übrigens fing auch meiner Meinung nach auch historisch die ersten Brüche zu den Verbrauchern an, indem man halt angefangen hat, sie in den ersten Beißreflex, als dann die ersten Kopien im Netz dann auch auftauchten, sie quasi zu bevormunden. Das ist nämlich eine Sache gewesen, die halt ein sehr böses Klima geschaffen hat. Also jeder kennt sich vielleicht noch aus den noch die Kampagnen, zum Beispiel der GVU und so weiter, wo halt sehr, muss man schon sagen, dramatische Konsequenzen für einfache Nutzer, sag ich mal, oder Konsumenten sogar angedroht wurden, die natürlich mit der Realität nichts zu tun hatten. Aber das hat einfach ein Klima geschaffen, wo halt Fronten verhärtet wurden und wo halt ein Graben geschaffen wurde. Heutzutage gibt es durch das Netz sehr, sehr viele Verwertungsmöglichkeiten. Eine zum Beispiel noch gar nicht genannt wurde, ist zum Beispiel das Crowdsourcing zum Beispiel. Es gibt Funding. Oder Funding, genau, gibt es ja, oder so, gibt da beides. Je nachdem. Das Ding ist halt, es gibt da auch schon durchaus Projekte, wo das auch gut funktioniert oder wo auch es zumindest einen großen Teil wahrgenommen hat. Und das bekannteste Beispiel, das auch jeder am Tisch hier kennt, war zum Beispiel Iron Sky. Ein Beispiel nur. Kein Crowdfunding-Film. Keiner. Nur, ich glaube, 700.000 von dem 4 Millionen Budget. Ja gut, ja, zum Teil, hatte ich ja schon gesagt. Nicht komplett, genau, aber zum Teil schon. Genau. Aber ein weiteres Problem ist auch, wir reden ja hier zum Großteil, denke ich, auch von ungefähr vielleicht 1% der wirklichen Produktion, die weltweit auch geschaffen werden. Weil man muss ja mal so sehen, ein Großteil der Produktionen, die gemacht werden, finden ja gar nicht den Zugang ins Kino oder die finden ja auch gar nicht den Zugang auf irgendein Festival. Also zum Beispiel Sundance gibt es dann irgendwie 5000 Einsendungen irgendwie, dann wird da entschieden, welche kommen jetzt reell ins Programm, welche werden gezeigt und dann werden vielleicht 50 genommen, das sind 1%, 99% werden einfach unsichtbar, das heißt, sie sieht gar keiner und die Filmschaffenden, die da quasi Filme schaffen, Werke schaffen und auch die natürlich publik machen wollen, kommen gar nicht in dieses alte Verwertungsmodell gar nicht erst vernünftig rein. Das heißt, sie selber brauchen zum Beispiel auch andere Verwertungsmöglichkeiten und nehmen zum Beispiel sehr bereitwillig natürlich solche Möglichkeiten
auf wie zum Beispiel das Internet. Das heißt, also sie gehen ganz bewusst zu Plattformen, zum Beispiel wie YouTube zum Beispiel, und versuchen so halt eine Fanbase aufzubauen, die halt sie weiterhin unterstützen wird, weil es gibt Wertschöpfung, nicht nur in der Musik, sondern die gibt es auch durchaus im Film. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Film ganz besonders wieder mal promoted wird. Das ist ja in der Regel der Fall. Also zum Beispiel der Prometheus wurde ja schon genannt, oder jetzt zum Beispiel der nächste Tarantino-Film. Die werden jetzt schon global beworben. Global werden auch schon Bedürfnisse quasi geweckt. Das heißt, die Leute wollen diesen Film irgendwann mal sehen. Und dann ist es das, genau der traumatische Punkt, wo es um die künstliche Verknappung geht. Die werden dann einfach künstlich verknappt. Das heißt, irgendwie man sagt, okay, da läuft jetzt im Dezember, in den USA läuft zum Beispiel der neue Tarantino-Film an, und in Deutschland kommt er dann halt erst generell erstmal 2 Monate später oder 3 Monate später. Das heißt, hier haben wir ein Fenster von 2-3 Monaten, wo wir einen riesen Bedarf quasi geweckt, kreiert, gebaut haben. Und die wollen ihn sehen, können ihn aber nicht sehen. Wer ist denn wir? Die Konsumenten. Nicht die Konsumenten, die man anspricht. Ich arbeiten muss. Das ist halt, ich kenne das inzwischen, und nur weil ich darauf direkt antworten möchte. In der Post-Production bin ich ja tätig, die dafür verantwortlich ist, warum man das in Deutschland auf dem Markt später hat. Oder du würdest es vielleicht unsynchronisiert auch angucken, das heißt so. Darum geht es mir, unter anderem. Aber es gibt ein paar Leute, die kennen nicht so gut Englisch. Es ist ja auch. Wir müssen dann sowieso auf die deutsche Version warten. Es ist ja auch jedem selbst überlassen. Bloß ich kenne die Situation, dass wir jetzt schon, das muss ich mal leider die andere Position, nur um es dir zu erklären, wir haben jetzt schon die Situation in den Synchronstudios, dass wir versuchen, parallel zu synchronisieren, weil natürlich man sich Geld geht flöten, wenn man 2 Monate wartet, weil das sowieso alles schon zu sehen ist. Ne? Das heißt, man versucht, diese Zeiträume möglichst kurz zu halten, eigentlich jetzt schon. Das führt aber dazu, dass ich teilweise meine Arbeit nicht vernünftig machen kann, weil ich Kopien kriege, die mit so viel Kopierschutz zugeballert sind, dass ich eigentlich gar kein vernünftiges Bild mehr habe, was ich bearbeiten kann. Und das ist dann irgendwie die Kehrseite der Medaille. Das ist die Post-Production, die du vielleicht nicht siehst. Doch, die soll dann parallel schon passieren zu den Dreharbeiten. Und es ist halt... Es ist irgendwie möglich, es leidet aber die Qualität darunter halt erheblich. Aber wir reden irgendwie über ein kleines Segment. Das ist jetzt aber eine Sache. Verstehen wir nicht den Anspruch, den der User haben soll. Er hat den Wunsch. Also ganz kurz, ich möchte darauf nochmal ganz kurz antworten. Weil das Ding ist halt, ich verstehe das auch sehr gut und auch die Problematik, aber das trifft da nicht ganz zu, weil in dem Fall die Verknappung, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, bleiben wir bei dem Beispiel, da kommt es im Dezember 2012, läuft er in den amerikanischen Kinos an. So, jetzt sagst du natürlich, völlig zu Recht, er muss ja erstmal synchronisiert werden und aus diesem Grund kann er natürlich da auch noch nicht hier starten. Sagst du, ist in Ordnung, nehme ich erstmal so hin. Der Punkt ist aber der, es gibt dann schon ein Angebot. Wir leben nun mal auch in einer globalen Welt. Das heißt, derjenige, der den unbedingt auf Deutsch gucken will, der hat auch gar nicht das alternative Angebot, den im Dezember schon zu sehen, weil da ist der noch gar nicht in der deutschen Sprache verfügbar. Aber die Leute, die ihn zum Beispiel original sehen wollen, das sind nicht gerade wenige, das sieht man wunderbar übrigens auch wieder bei Game of Thrones, eine der erfolgreichsten Serien, die gleichzeitig aber auch am meisten wirklich verteilt wird in allen Netzwerken, die es so gibt. Das heißt also, es ist durchaus keine Minderheit mehr, die Originalversion anschauen will. Das war vielleicht mal vor vielen, vielen Jahren so, aber mittlerweile ist das wirklich sind das sehr, sehr viele Menschen. Das heißt, wenn ich diese Verknappung habe, dann werde ich eine alternative Quelle mir suchen, wenn das Angebot nicht da ist. Ist ganz einfach, weil der Bedarf ist da. Trotzdem aber gehen Leute hin, so wie ich zum Beispiel, das gebe ich auch ganz offen zu, wenn ich dann meinen Bedarf erstmal quasi gestillt habe und ich sehe dann zum Beispiel, hey, es gibt ja eine wunderbare Collection-Box, wo ich halt das Teil in Blu-ray und super, alles super und habe noch einen Mehrwert drin, vielleicht noch irgendwie ein vernünftiges Book dabei und geschnittene Szenen, Director's Cut, was es gibt, dann kaufe ich das. Und dass es diese Menschen gibt, das ist einfach auch keine Ausnahme, das ist ebenfalls eine große Menge von Menschen, die das halt so machen. Es gibt auch Studien dazu, das ist ja nun, eine wurde ja schon hier für Deutschland genannt, es gibt solche Studien auch in England, es gibt sie in den USA, wo immer wieder nachgewiesen wurde, empirisch, dass Leute, die sehr viel File-Sharing betreiben, in der Regel auch deutlich mehr konsumieren, und zwar legal, kaufen und auch versuchen zum Beispiel auch ihre Künstler, ihre Wertschaffende, Wir reden jetzt, also Tarantino oder Game of Thrones. Das ist ein Beispiel. Das sind ja so die Dinge, die uns eigentlich hier, sagen wir mal, am Tisch alle nicht so betreffen. Du vielleicht, weil du da jetzt, nehme ich an, synchron machst, aber
in aller Regel stellen wir als Urheber Dinge her, die nicht quasi in diesen, nennen wir es Genuss oder in den Fluch, je nachdem kommen, dass da jetzt die ganze Welt drauf wartet und wie kann ich es jetzt nur illegal herbekommen? Wir, ich kann jetzt nochmal wieder für, sagen wir mal, Spielfilme, die jetzt nicht rein auf eine kommerzielle Situation ausgehen oder auch für alle Dokumentarfilme. In aller Regel steht dahinter ein politisches, ein kulturelles oder ein soziologisches Interesse. Und da ist es nicht so, dass also jetzt eine Netzgemeinde der Millionengröße wartet, damit es jetzt nun endlich kommt. Trotzdem ist es wichtig, dass es kommt. Und ich würde jetzt gerne bei Herrn Lindemann wieder einhaken. Ich wäre schon gerne dafür, nochmal drüber nachzudenken, wie das, was da steht im Netz, egal wie es da jetzt nochmal hinkommt, ist die erste Frage, aber dann, wie kann es vergütet werden? Also genau. Wie gibt es die Möglichkeit, einer Internetabgabe oder dass man sagt, bei dem Provider, bei dem man nun mal ist, gibt man 2 Euro mehr oder die 1 Euro von dem, was man da schon hat, würde man jetzt sozusagen dann an all diese Contents, die dann da entsteht, über die Verwertungsgesellschaften abgeben oder gibt es die Möglichkeit einer Haushaltsabgabe? Also ich würde gerne mal wieder in so eine Richtung diskutieren und nicht über Game of Thrones das, oder Tarantino, das betrifft uns nämlich kaum. Ja, okay, verstehe ich. Obwohl die Mechanismen natürlich ähnlich sind, natürlich vielleicht in einer Dimension, aber die Mechanismen sind da ähnlich. Aber wenn es um die jetzt Verwertung geht, zum Beispiel, wie kann man jetzt zum Beispiel Geld für diese Nutzung kriegen? Wir haben ja schon quasi zum Beispiel grundsätzliche Abgaben, zum Beispiel auf alle Art von Medienträgern. Die kommen nicht bei den Urhebern an. Das ist aber eine. Die kommen natürlich alle, aber nicht in einem Maße. Aber in geringem. Entschuldigung, das sage ich doch gerade. Das wollte ich gerade sagen. Aber natürlich nicht in einem Maße natürlich, wie sie ankommen sollten. Dann müssen wir uns vielleicht darüber unterhalten, wie man das vielleicht verändern kann, dass sie in einem Maße auch da sind. Die sind ja auch noch zu stellen. Gerne. Die Frage, die ich mich die ganze Zeit beschäftige, weil die Analyse ist ja, glaube ich, hier am Tisch mittlerweile relativ klar geworden. Es ist ein Spekulationsobjekt. Es gibt Menschen, die man einfach nicht dazu zwingen kann, die einfach ein Produkt herstellen und die in Terms of Trade einfach definieren, weil sie wissen, wie es geht. Also man kann sicher sein, wenn die gesamte Industrie der Meinung wäre, dass das Modell das Beste wäre, dass das über den Konsumenten das Geld zurückkommt, würden die das natürlich tun. Die sind ja nicht bescheuert. Natürlich gilt bei denen, der Kunde ist König, aber nur der entsprechend viel bezahlt für dieses Produkt. Bei der Musik also hat man zu Die Musikindustrie ist komplett eingebrochen. Das ist einfach nicht wahr. Die Musikindustrie hat natürlich wahnsinnig viel Verluste. Verkauft einfach über iTunes. Entschuldigung. Aber 10% von dem, sehr große Verluste gemacht. Ich finde trotzdem natürlich auf der anderen Seite, dass so ein Instrument wie iTunes super ist. Ich wäre auch froh, wenn Film, weil wir eben, wenn wir über kleinere Produkte reden, für die ist iTunes interessant, für diese großen Dinger natürlich nicht. Das heißt, wo wir relativ leicht noch was herstellen können, wäre vielleicht sogar im Dokumentarfilm, kleiner Server, überschaubares Geld, sind auch kleine Produktionssummen. Je weniger das Produktionsvolumen ist, desto einfacher ist es auch für den Produzenten zu sagen, ja, da über Interesse, Masse, klar 1,99 oder 99 Cent sitzen viel lockerer. Wenn es gäbe, würde das noch gehen. Bei einem 40-Millionen-Film ist es natürlich einfach ein anderer Mechanismus, der da greift. Ne? Gerade diese Produktionen, die jetzt da genannt sind. Und jetzt wäre die Frage, die ich einfach habe, ist, wie soll man denn in einer freien Welt jemanden dazu zwingen? Wenn der Meinung ist und das analysiert, nein, was dieser Anspruch des Kunden interessiert, mich nicht zu bedienen, weil meine Verknappung des Marktes funktioniert ja super. Das ist eben ein Spekulationsobjekt. Wie soll man denn um alles in der Welt irgendwie dazu zwingen, das zu ändern? Naja, also vielen Dank für diesen Beitrag. Als nächstes wäre Christian, weil vielleicht kannst du es gekonnt mit einflechten, ansonsten Simon. Ja, hast du recht. Ich wollte dass er weitermacht. Ja, die Frage ist jetzt schon wieder bei der Verknappung. Was ja, denke ich mal, also was hoffentlich ein unbestrittener Fakt ist, ist ja, dass File-Sharing-Netzwerke schlicht und ergreifend nicht unterbunden werden können. Es ist einfach nicht möglich, dafür zu sorgen, dass Inhalte zwischen Menschen getauscht werden. Und File-Sharing-Netzwerke sind ja auch nur ein kleiner Teil. Ich kann problemlos, wenn ich einen Film, den ich gekauft habe, mir runterkodieren und auf einen USB-Stick brennen und den hier am Tisch verteilen. Also das Tauschen oder das Teilen von Inhalten. 100.000 Leute. Das reicht ja, wenn ich es im kleinen Rahmen mache, es verbreitet sich ja. Genau. Das Problem ist einfach, es muss ein Mehrwert. Die Privatkopie ist eventuell ja sogar in beschränkten Rahmen machbar. Also wenn das analog der die gibt ja schon. Dann müsste man aber diesen Privatkopiebegriff ein bisschen enger definieren. Hier dieser Tisch wäre meiner Ansicht nach zu weitgehend als Privatkopie. Wir können alle zusammen einen Film gucken und das bezahlt trotzdem nur einer die DVD.
Ja, auf jeden Fall. Aber nicht 60.000 Leute. Ja, Leute, aber jetzt müssen wir mal zu Ende reden. Was man ein bisschen in die Reihenfolge ist, jetzt dran. Ja, aber gerade der Begriff der Privatkopie kommt halt aus einer Zeit, in der das Erstellen von Kopien wirklich schwierig war. Das heißt, es gab Institutionen, die dafür zuständig waren, Kopien anzufertigen und zu verbreiten. Und heutzutage hat einfach jeder eine Kopierstation und trägt sie mit sich rum. Das heißt, was jetzt wirklich die Kreativen machen müssen, ist, sie müssen das machen, was eigentlich schon immer ihr Problem war, nur jetzt ist es noch wesentlich stärker geworden. Sie müssen es schaffen, die Kunden davon zu überzeugen, dass ihr Produkt eine gewisse Wertigkeit hat. Und das absolut Wichtigste ist da, dass man halt eben zeigt, unser Produkt war teuer und lieber Kunde, gib uns Geld dafür. Das schaffen wir aber nicht, wie Simon das auch schon als Beispiel gebracht hat, indem man seinen Kunden beschimpft. Wenn ich mir jetzt eine DVD und eine Blu-ray kaufe und ich dann extra die Sprache auf Israelisch stellen muss, damit ich nicht erst 4 Raubkopierer-Spots sehen muss, 2 Werbetrailer, sondern einfach das Produkt sehe. Wenn ich mir den Film in einer Tauschbörse runterlade, in einem Fallschirmnetzwerk, bekomme ich den Film. Genau. Sonst nichts. Das heißt, ich muss da nicht vorspulen, rüberspringen. Ich bekomme genau das, was ich haben möchte. Was ich natürlich nicht bekomme in einem Fallschirmnetzwerk, ist das tolle Cover, ich habe kein Booklet mit da drin, ich habe vielleicht keinen Kinogutschein für den nächsten Film des Regisseurs mit drin. Und genau diese Mehrwerte sind das, was dafür sorgt, dass ein Konsument Geld ausgibt. Und genau da muss angesetzt werden, um nicht zu sagen, das Internet ist böse, wir wollen Tauschbörsen verbieten. Weil das ist technisch einfach nicht machbar. Dazu muss man auch ganz kurz sagen, Tauschbörsen sind per se nicht böse. Das ist erstmal nur ein Protokoll, ein Dienst im Netz. Es wurde von zum Beispiel von Simon heißt er. Simon. Ja, das weiß ich. Ich wollte, dass Simon ist, weiß ich, ja. Mega-Upload angesprochen. Mega-Upload, genau, mein Gott, ich kann mit dem Mega, das Mega hat mir gefehlt. Ja. Mega-Upload gesprochen. Auch Mega-Upload ist im Prinzip rein technisch gesehen nichts anderes als ein großer Webhoster. Ja? Der einzige Unterschied zwischen Mega-Upload und einem Webhoster wie Strato oder wie 1&1 oder denken Sie an irgendeinen anderen, den Sie kennen, ist einfach der, dass Webseiten nicht interpretiert werden, also nicht dargestellt werden, dass sie dann toll aussehen. Das heißt, da werden einfach nur die Files geliefert. Das ist alles. Das ist der einzige Unterschied. Und die ganzen Mechanismen dahinter, das heißt, wenn jetzt ein Urheber sagt, hey, da habe ich aber gesehen, da ist was von mir und das darf da nicht sein, weil das habe ich nicht erlaubt, sind exakt dieselben. Das heißt, man meldet sich dort bei dem Anbieter und sagt, da liegt etwas und nimm es weg. Und das passiert bei allen Hostern, die in der Regel auch in Neuseeland sind, die in Australien sind, die in Deutschland sind, Frankreich, irgendein Land der westlichen Welt, nehmen wir es jetzt einfach mal ganz schnell, da ist das der Fall. Und übrigens auch im Fall von Mega Upload ist das ebenfalls genauso gelaufen, nachweislich. Der Fall zerbröselt ja nicht ohne Grund gerade irgendwie den Leuten unter den Händen weg, weil quasi die vermeintlichen Beweise gar nicht existieren. Und über die Personen, wenn du ganz ehrlich bist, ich verstehe das. Das ist auch immer das Argument, dass sozusagen es ist ja bloß die Infrastruktur, die zur Verfügung gestellt wird. Aber sorry, es ist der Fall. Aber du weißt ja auch, was dort passiert. Ich meine, da können wir doch einfach mal, das ist doch wirklich Nebelkerzen. Okay. Du weißt doch, was dort faktisch passiert, welche Dinge dort 100.000-fach runtergeladen werden. Es sind nicht irgendwelche. Nicht nur, das werden auch Filme. Es wurden auch Filme runtergeladen, genau. Dem stimme ich völlig zu. Es wurden aber auch dort zum Beispiel sehr viele private Videos runtergeladen. Mit Sicherheit. Private Dokumente. Aber es geht doch darum, jetzt einen Mechanismus zu finden, wenn es solche Seiten weiterhin geben soll, in eurer Definition, die also sozusagen nur die Infrastruktur herstellen, die selber immer sagen, ich wasche meine Hand in Unschuld, wo man, wenn man ganz ehrlich ist, und ich glaube, das könnt ihr genauso sehen, wisst ihr auch, dass da nicht alle Hände so unschuldig sind und dass die alle das wissen gar nicht, was da passiert. Das kann es in einer Gesellschaft auch nicht geben. Also nein, aber vielleicht kann man Mechanismen jetzt konkret sprechen. Wenn du zum Beispiel, ich habe YouTube angesprochen, vom gutes Beispiel bei mir, bei mir gab es ein Lied, was ich, einen Soundtrack gemacht habe von Männerherzen, was dann eben bei YouTube, weiß nicht was, 2-3 Millionen Mal angeklickt worden ist. Und was auch schön war für mich natürlich irgendwie, war lustig das zu sehen und so weiter. Nur davor war immer eine Werbung geschaltet von dem Typen, der das halt hochgeladen hat bei YouTube. Und der halt Asche gemacht hat damit. Ja, kommerzielle Nutzung. Ich schwöre dir, ich bin einfach zu naiv. Ganz ehrlich, ich habe das versucht bei meinem zweiten. Versucht mit YouTube so einen Account aufzumachen. Die haben mir 10-mal eine Mail geschrieben zurück. Sind Sie wirklich der rechte Inhaber? Haben Sie wirklich... ich wusste einfach nicht mehr was. Es gibt keine Telefonnummer. Keine Ahnung, wie der Typ, der es davor angestellt hat, hat einfach Asche damit gemacht. Weil, ich weiß nicht wie viel, aber bestimmt ein paar 10.000. Davon habe ich nie was gesehen. Deswegen, ich verstehe einfach nicht, wie es ein System geben kann, wo zum Beispiel sowas wie YouTube existiert, die einfach Content zeigen und nicht automatisch die Leute, die Rechte eben an diesem Content haben,
in irgendeinem Maß beteiligt werden. Ich spreche nicht von Unsum, aber dass ein Song von mir 2-3 Millionen Mal angehört wird oder von mir aus auch gerippt wird dann dort, ja, und 0,0 Cent dabei rauskommt, ja, ist schon schwierig. Da kommt aber nicht 0,0 Cent bei mir. Nein, mir. Das ist der erste. Wenn die GEMA damit durchkommt, kommt vielleicht immer mal was damit ganz raus. Ganz kurz, das ist der Kapitalirrtum. Also jetzt kommst du mit Promotion. Ja, das verstehe ich. Komm, du weißt es selber. Vielen Dank für diesen Beitrag, weil da werden wir bestimmt noch die Chance haben, drauf eingehen. Du weißt das einfach. Yeah. Das ist ein kleines Argument von euch. Ich würde vorne gerne Herrn Siebermann Ihre Meinung dazu hören. Sie hatten sich vorhin es zeigen sich immer noch nach wie vor so zwei grundsätzliche Haltungen. Also mir stehen echt die Haltung da, wenn dieses künstliche Verknappung so ein Argument ist. Oder hier wieder kommt, wenn etwas fertig ist, dann muss es für alle zugänglich sein. Wenn wir mal von dem Punkt weggehen könnten und uns mal darüber unterhalten könnten, Werke im Internet verwerten könnten. Es taucht nämlich dann die andere Seite auf, wo du ja auch sagst, naja, wenn ich könnte, wäre ich ja durchaus bereit, 2 oder 3 oder 0 oder 2 oder 3 Euro zu zahlen. Also nochmal zurückzukommen vielleicht auf die Möglichkeiten der Verwertungsmuster, die wir vielleicht verändern könnten und was wir dafür Optionen haben, das fehlt mir so in der Diskussion ein bisschen. Ja, da will ich gleich anschließen wollen. Ich würde auch sagen, die Debatte darüber, was sind geeignete Ketten, Verwertungsketten, sind die zu lang, zu kurz, muss ein amerikanischer Film zumindest in der Originalsprache dann gleich schon weltweit ins Netz gestellt werden, über iTunes. Ich glaube, das ist für gewisse Leute sicherlich ein Problem. Ich würde mir auch wünschen, dass es mehr Möglichkeiten gibt, amerikanische Serien früher legal downzuloaden, als es jetzt ist. Aber ich glaube, das ist nicht das zentrale Problem. Das zentrale Problem, über das wir jetzt aber auch schon sehr oft gesprochen haben, ist die Frage, kann man File-Sharing legalisieren in irgendeiner Form? Oder muss man einfach sagen, File-Sharing ist so wie der Mond am Himmel und das Gras und es ist einfach da und man kann es nicht ändern und man muss es ertragen. Ne? Ich meine, die Frage ist, die jetzige Situation ist die. Die jetzige Situation ist, es gibt File-Sharing und die Leute werden flächendeckend in großen Mengen abgemahnt und müssen dann, wenn sie erwischt werden, richtig viel Geld bezahlen. Die Frage ist, ist das der richtige Weg oder sollte man eher versuchen, breit den Leuten zu sagen, versucht, wenn es denn möglich ist, manchmal ist es nicht möglich, aber wenn es möglich ist, einen Film im Kino zu sehen oder auf iTunes runterzuladen, dann tut doch bitte dieses und versucht es nicht umsonst zu machen über File-Sharing. Ja. Wenn das ein allgemeiner gesellschaftlicher Konsens wäre, und mein Eindruck ist ein bisschen, dass es hier jetzt auch ein Konsens ist, dass eigentlich ein Film so eine Wertigkeit hat und auch so viel Geld leider kostet, dass es leider auch dass der Download eines Films etwas Geld kosten muss und sicherlich auch mehr als 8 Cent, dann ist die Frage, denke ich schon, wie geht man damit um? Meiner Ansicht nach ist die Folgerung daraus, aus dieser Einigkeit, man sollte versuchen, im File-Sharing-Bereich deutlich zu machen, dass das keine für die Filmer akzeptable Lösung ist. Man sollte versuchen, flächendeckend und so weit wie möglich einfache, simple Bezahlsysteme einzuführen, die wirklich One-Click-Poster-mäßig mit einer einfachen Bedieneroberfläche ganz schnell es ermöglichen, für einen relativ geringen Preis einen Film downzuladen. Aber es muss eben klar gemacht werden, dass das Umsonstmodell des File-Sharings eben kein akzeptables Modell ist. Das denke ich schon, dass das sinnvoll wäre und wichtig wäre, wenn sie auch die Piraten es deutlich sagen würden. Da gehen wir akkord. Und aus diesen 10 wichtigsten Punkten einer Urheberrechtsreform und dem Versuch zu trennen zwischen kommerziellen und nicht kommerziellen File-Sharing geht es meiner Ansicht nach nicht hervor. Ich meine, meiner Ansicht nach gibt es keine klare Position der Piraten, die sagen, File-Sharing dann, wenn es
Man kann einen Dienst nicht verdammen, das muss man einfach mal ganz klar sagen. Es ist das Gras tatsächlich, weil machen Sie jetzt irgendein Protokoll zu, nehmen wir mal als Beispiel Torrent, wird immer sehr oft genannt. Machen wir Torrent zu, ja, verbieten es, ich mache es mal ein bisschen... Verboten ist es ja nicht. Nein, ist es nicht. Torrent ist nicht, das würde auch, glaube ich... Nein, auch das ist vollkommen legal. Das ist immer noch legal, das wird auch legal bleiben. Wenn es nicht legal wäre, hätten Riesenkonzerne wie Blizzard, die übrigens mehr Umsatz machen als manche Major-Labels oder Major... dann würden die ein Riesenproblem kriegen. Also Torrent als Technik. Genau, es ist... Genau, wir reden... Bei Fallschirmen, das muss einfach mal... wirklich mal ganz klar, auch muss auch ein Bewusstsein wirklich mal eindringen. Das ist, wir reden hier von einem Dienst. Ja, also ein Telefonbuch ist per se nicht böse. Und der mag vielleicht was Böses, ich kann da vielleicht was Böses reindrucken, dadurch wird aber das Buch, die Dienstleistung nicht böse. Würde in der nächsten Auflage gestrichen werden, wenn es illegal ist. Ja. Genau, also wenn es illegal wäre, dann irgendwann. Aber das wäre ein großer Fehler. Wenn das Telefonbuch Namen abdrucken würde von Leuten, die nicht da drin stehen, dann ist es böse und ist illegal. Dann entferne ich den Eintrag, aber nicht die Dienstleistung. Das heißt nicht, dass Telefonbücher generell verboten werden. Das ist genau der Punkt. Und vor allem ist auch natürlich an der Realität vorbei, wenn wir selbst wenn wir das Torrent verbieten würden, das war ja mein Einsatz, dann würde die Gesellschaft einfach ein neues Protokoll schaffen. Das heißt dann meinetwegen, was ich hier, Baum, Gras, Wurzel, wie auch immer, suchen sich irgendeinen Namen aus und würde die technische Funktion genau wieder so abbilden. Das heißt, hier würde was kaputt machen, da wäre es sofort wieder, und zwar ohne Zeitverlust, sofort wieder da. Deshalb müssen wir den Umgang quasi damit erlernen. Genau. Darum geht es. Und der Umgang heißt ganz klar, wenn da etwas ist, was die Leute wollen. Und es ist verfügbar. Jetzt unabhängig davon, ob legal oder illegal, es ist verfügbar. Dann ist wichtig, wenn wir das Problem lösen wollen, dass wir Angebote, und zwar legale Angebote, schaffen. Genau. Ja, das ist genau, was Sie gerade gesagt haben. Wir schaffen legale Angebote. Das heißt, derjenige, der ein Bedürfnis hat, kann seinen Bedarf quasi befriedigen, dadurch, dass er zum Beispiel zu einer legalen Plattform geht und dort es genau in der Qualität, in dem Maße konsumieren kann, wie er es möchte. Dann haben alle was davon. Also das Problem ist aber jetzt, dass dieses Angebot im Ist-Zustand einfach nicht existiert, aber es ist gleichwohl ein Angebot, nämlich vermeintlich illegal, existiert. Was macht also jetzt jemand, der ein Bedürfnis hat? Er guckt, wo kriege ich es her? Ich bekomme es nicht beispielsweise bei iTunes zum Beispiel, kriege ich es nicht unbedingt vielleicht das, was ich haben möchte. Oder bei einer anderen Plattform finde ich das vielleicht nicht. Zum Beispiel, ich bin auch MaxDome zum Beispiel, auch, ist auch ein Paradebeispiel, wo Leute aus dem Netz über Streaming sich Filme gucken können. Kann ich mir nicht angucken, weil es noch nicht freigegeben. Also, was macht man? Guck mal schnell nach, bei Google, ich kann auch bei Google gucken, man muss die Pirate Bay benutzen übrigens, ist auch nur ein Indexierer. Und sehe es dort als Angebot. Was wird passieren? Man zieht es sich, guckt es sich an und wird, wenn man sagen, okay, das ist ein toller Film gewesen, den werde ich vielleicht mir später auch nochmal kaufen. Einfach, um ihn in meiner persönlichen Kollektion zu haben oder vielleicht mache ich einen Donate-Button drücken, Flattering, whatsoever. Fakt ist jedenfalls, wichtiger ist, dass man zeitnah legale Angebote schafft, damit einfach, da bin ich auch wieder bei dieser künstlichen Verknappung, da kommen wir immer wieder hin, damit einfach wirklich auch konsumiert werden kann. Ich kann nicht, wie gesagt, ein Angebot schaffen, quasi einen Bedarf schaffen und ihn dann künstlich quasi verzögern, während schon Angebote, jetzt egal ob illegal oder nicht, illegal oder legal, schon existieren. Dann ist klar, was passiert. Die Gesellschaft ist so, wir können nicht die Menschen weltweit umsetzen. Vielen Dank für diesen Beitrag. Ich habe hier noch ein Missverständnis. Und anschließend würde ich gerne an Jensen hören und dann Christian, bevor wir noch der mitreden. Also, das Missverständnis, glaube ich, ist relativ schnell abgeklärt. Okay. Es geht nicht darum, Torrent als Technik zu verbieten. Das ist völlig Es wird klar. aber oft so impliziert, also es war ein Beispiel. File-Sharing. Es geht auch nicht darum, File-Sharing als Technik zu verbieten. Das ist A, nicht möglich und B, wäre es auch rechtlich. Okay, gut, aber dann ist mal gesagt, weil den Eindruck hat man auch. Es geht darum, wie geht man damit um, dass Leute im Bereich von File-Sharing einen Film gleichzeitig anbieten und auf der anderen Seite selber runterladen, ohne etwas dafür zu bezahlen. Da gibt es jetzt zwei Varianten oder zwei Basissituationen, die wir jetzt alle kennengelernt haben in unserem Leben und über die wir jetzt auch nochmal gesprochen haben, nämlich die eine, die irgendetwas zu tun hat mit einer Verknappungssituation oder einer Situation, in der ein Film in einem bestimmten Medium noch nicht zur Verfügung gestellt wird
Und darüber besteht Uneinigkeit, stelle ich jetzt mal fest, ob das legitim ist oder nicht oder vernünftig ist oder nicht. Die Piraten sagen, man sollte es nicht tun, man sollte im Prinzip auf diese gesamte Verwertungskaskade verzichten und möglichst parallel und einheitlich einen Film anbieten. Und diejenigen, die im Filmbereich tätig sind, sehen das teilweise anders, weil sie sagen, es gibt da auch andere Erfahrungen, die man gemacht hat, die zeigen, dass es vielleicht doch nicht so schlau ist. Aber das ist die eine Seite. Mhm. Andere Seite, und darüber sollten wir jetzt, glaube ich, könnte man vielleicht eine Einigkeit erzielen, ist die, wo es legale Angebote gibt. Ne? Also wo ein Film von Simon Verhoeven zum Beispiel schon im Kino gelaufen ist, auf DVD gelaufen ist und jetzt praktisch parallel zur DVD-Auswertung und zur Auswertung auf iTunes und bei der Auswertung auf Maxdome, wo es also diese legalen Angebote schon gibt, ist immer noch jede Menge an File-Sharing gibt, wo jemand es umsonst sich runterlädt. Und da kann man nicht mehr sagen, der arme Mensch konnte nicht anders, weil er durch die Verknappung und keine andere Möglichkeit, er wollte diesen Film jetzt sehen, konnte er nicht warten, sondern da gibt es diese Situation, wo er sehr wohl ein legales Angebot hat. Und da würde ich mir schon wünschen, wenn dann klar gesagt wird, Freund, nimm das legale Angebot. Und alles was, und wenn du dann, und die einzige Möglichkeit im Moment, wenn man die Technik nicht verbieten will, was in der Tat schwachsinnig wäre, ist dann, den Einzelnen zu packen und zu sagen, das darfst du aber nicht. Und das passiert oder man im Moment. Und das ist eigentlich die einzige, das ist dann ein bisschen das Problem. Ich finde, es wäre, glaube ich, schon eine gute Sache, wenn die Piraten als Partei sagen würden, wenn es legale Angebote, wenigstens das, ne, man kann sich ja noch über den anderen Bereich streiten, aber wenigstens dann, wenn es legale Angebote gäbe, und das tut es ja in vielen Bereichen, dann sollte man sie auch nutzen. Vielen Dank. Und nicht die anderen. Ja, also ich kann mich an eine Untersuchung erinnern aus den USA, die dargelegt hat, dass in dem Moment, in dem ein legales Angebot zur Verfügung steht, dass die Internet, also sozusagen die illegalen Downloads für dasselbe Angebot um 20% sinken. Ja? Das aber würde nicht bedeuten, auf 0%. Nein, nicht auf 0, nein. Aber um 20% sinken, das ist relativ übergreifend über eine ganze Reihe von Dingen im Internet erhoben worden. Das heißt also, wir haben also immer noch damit zu tun, dass wir haben die Situation, dass zugegebenermaßen im Internet viele, bleiben wir mal bei Filmen, weil wir sind ja hier schließlich eine Filmrunde, nicht so verfügbar sind, wie sich das vielleicht der User gerne hätte. Ich rede auch gar nicht so sehr von der Zeit, sondern auch manchmal sind auch Filme einfach nicht verfügbar, grundsätzlich nicht. Auf der anderen Seite haben wir eine explodierende Anzahl an Video-on-Demand-Plattformen. Das letzte Mal, dass wir gezählt haben, im letzten Jahr hat die AGDOC das mal versucht zu zählen, wir sind bei etlichen 100 weltweit gelandet. Und nicht alle dieser Video-on-Demand-Plattformen haben ein Vergütungsmodell, das auch sicherstellt, dass beim Produzenten und bei dem Urheber letztendlich eine sinnvolle Summe ankommt. Es gibt ja verschiedene Modelle, die wir jetzt, die wir auch hier in Deutschland gemacht haben, wie zum Beispiel die Onlinefilm.org, wo Filme von den Filmemachern selber eingestellt werden und dann eben ein höherer Anteil auch tatsächlich an die Urheber zurückfließt. Die Allianz hat ein Modell jetzt mit Germany's Gold, zusammen mit den öffentlich-rechtlichen Sendern, das jetzt, glaube ich, demnächst kommt, oder gibt es das schon? Ja, okay. Das heißt, es gibt also verschiedene Versuche, Dinge zu legalisieren und also auch legal zur Verfügung zu stellen und verfügbar zu machen. Nur auf der anderen Seite haben wir eben eine Technik, die wir nicht wieder sozusagen zurückbauen können. Und die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und ich halte die momentane Praxis, dass in Deutschland, ich habe gerade in der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass im letzten Jahr 2011 7.000 bis 800.000 Abmahnungen verschickt wurden in Deutschland allein mit 190 Millionen Euro Umsatz. Das ist für mich schon eine erschreckende Zahl.
Weil viele von diesen Abmahnungen tatsächlich, also erstens mal ist es natürlich eine sehr wackelige Geschichte. Ich bin jetzt kein Internet-Experte, habe mir aber sagen lassen, dass IP-Adressen auch gekapert werden können. Das heißt also, es ist nicht unbedingt immer so, der juristische Grund einer solchen Abmahnung ist durchaus auch wackelig. Das heißt, ich sehe da ein Problem bei so einer Praxis, ist einfach der, dass sozusagen eine gewisse Unverhältnismäßigkeit da ist, des einfachen Downloads auf der einen Seite und der Unterlassungserklärung, die dann letztendlich mit Kosten um die, weiß ich, 1000 Euro oder irgend so etwas daherkommt. Das steht für mich jetzt ganz persönlich in keinem angemessenen Verhältnis. Ich glaube auch nicht, dass das die Lösung ist. Ich glaube, dass das sozusagen Fronten weiter verhärtet. Ich glaube auch, dass das sozusagen Nutzer und Urheber gegeneinander aufbringt. Und das kann nicht das sein, was ich mir vorstellen würde, was der sinnvolle Weg ist. Wir müssten eher überlegen, wie man tatsächlich von dieser Kriminalisierung der Schulhöfe, wie sie oft genannt wird, weil wir ja auch sehr viel damit zu tun haben, dass das sozusagen natürlich auch das recht komplexe Urheberrecht heute in die Hände von Leuten gelegt wird, die sich da, oder erwartet wird, dass sie sich damit auskennen, die eigentlich gar nicht diese Möglichkeiten haben, das alles zu durchschauen. Das ist teilweise wirklich schwer zu durchschauen. Was ist jetzt wirklich ein legales Angebot, was ist ein nicht legales Angebot? Fällt mir manchmal sogar schwer. Muss es legal. Ja gut, okay, es gibt aber auch, nicht unbedingt, es ist nicht immer richtig, aber auf jeden Fall denke ich, wir müssen wirklich darüber nachdenken, wie können wir eine sinnvolle Vergütungsstruktur schaffen, die Privatkopie so definiert und für das Internet zukunftssicher macht, dass sichergestellt ist, dass wir hier dass bei den Verwertern und den Urhebern eine sinnvolle Vergütung am Ende noch ankommt. Weil ich glaube, wir kriegen die Büchse der Pandora nicht wirklich wieder zu. Schlagwort sinnvolle Vergütung. Vielen Dank. Christian, möchtest du? Ich habe jetzt hier mir mal eine ganze Menge Dinge aufgeschrieben. Ein Punkt, der ja auch immer wieder kommt, ist, es wird nicht für Inhalte gezahlt, obwohl es legale Angebote gibt. Da ist ganz klar auch ein Faktor, der betrachtet werden muss, der Kundenkreis, den man hat. Ich sage mal, wenn man jetzt mal etwas zurückdenkt, als man so 14, 15, 16 war, wollte man auch sehr gerne viele Dinge haben. Man hat aber schlicht und ergreifend kein Geld dafür gehabt. Wenn man heutzutage kostenlos einen Film bekommen kann, ob legal oder illegal, ist einmal vollkommen dahingestellt, dann nimmt man dieses Angebot natürlich an, weil man halt eben den Film haben möchte. Man wird aber dadurch vielleicht, das ist natürlich auch nicht immer der Fall, zum Fan des Schauspielers, des Regisseurs, des Produzenten, wie auch immer, und ist damit dann, wenn man irgendwann später kaufkräftiger ist, ein guter Kunde. Das heißt, wenn ich den abmahne, der kein Geld hat, aber jung ist, sorge ich dafür, dass der niemals ein zahlender Kunde wird, wenn er später das Geld hat. Ja, das ist doch eine Umsonstmentalität damit grundiert. Das ist eine Idealisierung. Ja, runterzukommen ist, glaube ich, fast noch schwieriger als das, was du eben beschrieben hast. Also, das möchte ich aber einfach so erstmal im Raum stehen lassen und mit einem anderen schönen Aspekt kombinieren, der, weil ich glaube, bei der GEMA-Runde war das rauskam. Kindern bringt man ja normalerweise bei, alles, was sie haben, sollen sie mit anderen teilen. Wenn man so eine Schokolade hat, dann sagt man, hier, gib deinem Bruder doch auch ein Stück. Das heißt, wir vermitteln Kindern, ich werde das meinem Sohn auch so vermitteln, dass es wichtig ist, Dinge zu teilen. Und gerade im Bereich der Schokolade wird aber dann die Schokolade weniger. Man bringt ihn auch ab, das weil meistens deins. Genau das ist auch das Tolle bei digitalen Medien, dass die halt eben durch das Teilen nicht weniger werden, sondern mehr. Aber du teilst natürlich Sachen, die nicht nur dem Kind gehören, sondern ihr redet ja von Sachen, die ihr teilt, die an die anderen Leute... Ja. Die anderen Leuten gehören. Ja. Das ist ja ein Punkt. Ist ein bisschen die Problematik. Man bringt Kindern auch bei meins und deins. Man bringt Kindern auch bei, du kannst nicht plötzlich nur, weil du das möchtest, von deinem dir das nehmen. Wenn du es möchtest im Spielzeugladen und du möchtest es haben, dann kannst du es nicht in die Tasche stecken. Wenn du die Schokolade gekauft hast, kannst du sie auch gerne teilen. Aber das Teilen rechtfertigt natürlich nicht, dass man die Schokolade klaut. Ja, aber da sind wir direkt bei dem nächsten Aspekt, den ich ja vorhin auch schon mal angesprochen hatte, hat die Verfügbarkeit von Kopiergeräten. Jeder hat heutzutage, oder fast jeder hat ein Smartphone mit sich rum. Ich kann problemlos überall, jederzeit hunderte von Urheberrechtsverletzungen begehen. Ich kann in einem Museum, mache ich ein Foto, stelle das irgendwo online. Ich knipse irgendwie draußen auf der Straße irgendeine Straßenmalerei, irgendein Graffiti und habe sofort eine Urheberrechtsverletzung begangen. Das heißt, nicht.
Wenn ich ein Graffiti nicht fotografiere? Ganz im öffentlichen Raum. Fotografieren ja. Egal. Da hat der Deutsche Bundestag schon andere Erfahrungen gemacht. Ja, und willst du ein Konzert ein Lied auf? Ja, also weshalb ich jetzt halt eben gerne auch mal kurz vorstellen würde, was halt die Piratenpartei auch konkret gefordert hat in ihrem Urheberrechtspapier, falls das denn von Interesse ist. Ja, denke sehr. Genau, also nur ein Punkt, von dem die Piraten, das hoffe ich zumindest sehr, sehr niemals abgehen werden, ist einfach, File-Sharing muss legalisiert werden. Legalisiert im Sinne von, es ist ja schon legal, aber das nicht kommerzielle File-Sharing muss komplett erlaubt werden. Dafür sagen wir, können wir über eine Vergütung nachdenken, auch auf Internetzugänge? Können oder wollen? Wir denken darüber nach, es wird diskutiert, ist aber noch nicht beschlossen. Wie gestaltet wird. Wir sagen, die Vergütung... Nicht, ob es eine gibt, sondern wie man sie gestaltet. Genau. Wir sagen maximal 1% des Kaufpreises. Das haben wir einfach mal... Welches Kaufpreis? Des Kaufpreises zum Beispiel von einem Smartphone, von einem USB-Stick, von einer Festplatte, also, von einem Computer. Was unsere Kopierer wären oder genau, so. Genau, von einem... Das ist eine Geräteabgabe, das ist ja keine Traffic-Abgabe. Traffic-Abgabe genau, eine Pauschalabgabe auf Internetzugangshardware auch im Allgemeinen. Also der Router, der WLAN-Router, der USB-Stick, einfach sagen wir mal pauschal, alles, womit man ins Internet gehen kann, können wir uns vorstellen, darüber eine Pauschalvergütung entsprechend zu zahlen. Und das dann über Verwertungsgesellschaft auszuschütten an... Genau. Wobei da bei den meisten Dokumentarfilmen wahrscheinlich auch relativ wenig ankommen wird. Glaube ich auch, ja. Aber wie soll das international auch? Aber könnt ihr den Traffic, also stellt ihr euch dann auch vor, dass ihr, also jetzt, Entschuldigung, bitte keine parallelen Diskussionen. Ich kenne mich wirklich jetzt nicht aus mit Torrent und mit File-Sharing, aber wäre es dann auch in eurem Ansatz beinhaltet, dass eben auch diese legalen File-Sharing, Tauschbörsen, wie ihr sie ja auch wollt, komplett legal und wie man es eben auch nicht mehr zurückdrehen kann. Wie kann man denn dann dort auch feststellen, dieses File wurde so und so oft, ist so und so oft downgeloadet worden oder sowas und das andere nicht und gibt es dadurch dann auch einen Unterschied in der Vergütung? Oder also sowas kann festgehalten werden, zum Beispiel auf TorrentFreak gibt es jede Woche eine Statistik über die Top 10 Filme, die gerade im File-Sharing-Bereich rumgehen. Man kann das natürlich genauso wie jetzt auch im Musikbereich nur so Pi mal Daumen sagen. Das heißt, man stellt halt eben fest, dass der Film so und so, der geht gerade eben über alle Tauschbörsen, der sprengt jegliche Skala, der wird bei Google wird super oft danach gesucht, bei Bing wird danach gesucht, der taucht bei Amazon häufig auf, der wird bei Maxdome gestreamt. Man kann es so grob schon fixieren. Da könnte theoretisch auch wieder betrogen werden, aber die Mühe wird sich wahrscheinlich niemand machen. Einfach weil es ein sehr, sehr großer Aufwand ist. Aber das ist natürlich eine wirklich große Frage. Also wenn man dann sagt, allgemein, ich finde es ja einen tollen Ansatz, wenn ihr den wirklich ernsthaft verfolgt, dass es eben eine Abgabe geben soll, wie auch immer die jetzt gestaltet ist, woher die kommt. Und kann man sich auch überlegen über Internetzugangs, dass man jeden Internetzugang eben mit einer gewissen Abgabe belastet, wie auch immer. Ich frage mich nur, wie sollen die ankommen? Also wie kann man das schaffen, dass die dann auch bei den Leuten ankommen? Urheber, ja. Der Witz ist ja nur als Ergänzung, ich bezahle ja Unsummen im Prinzip für den Traffic. Im Prinzip. Also das ganze Geld geht ja praktisch für die Leitung oder was da hin und her fließt drauf. Aber was da transportiert wird, wird in der Regel nicht finanziert. Die Leute, die Traffic verkaufen, also ich habe das mal recherchiert, da gibt es ja Leute, die wirklich riesig viel Geld verdienen, indem die mit meinem Produkt sozusagen die Leute geschickt drauf laden, holen auf ihre Seite, sich dann über eine Verlinkung zu irgendeinem Internetverkäufer oder so damit besorgen, der da geschickt über meinen Inhalt wiederum auf die Schuhe oder so gelockt wird und der verdient. Das ist ja das Problem, dass was Geld bringt im Internet ist Traffic. Ja, und nicht der Inhalt. Aber wir sind ja sozusagen auch noch in der Situation, dass alle unsere Filme, also da würde ich glaube ich die Filmhersteller, auch mit öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern hergestellt werden in aller Regel. Also wir haben sozusagen auch die Situation, dass da ein Filmgut hergestellt wird, das zum Teil auch schon finanziert ist, das dann aber ohne eine weitere Vergütung an uns, die Urheber, auch im Internet steht. Nämlich diese berühmten 7-Tage-Mediathek-Geschichten. Ja, da gibt es ja vergütet. Nee, wir kriegen die nicht vergütet. Das ist aber ein Fehler. Wir kriegen die vergütet zum Beispiel. Aber das können die Piraten nicht lösen. Das müssen wir mit den Sendern lösen. Und das ist ja auch unser Problem. Das ist ein Aber interessanter Punkt, oder? Also letztlich geht es ja um zwei Ansätze. Der erste Ansatz ist zu sagen, wir wollen, dass gezahlt wird für Downloads
weil wir wissen, Filme sind ein wichtiges kulturelles Gut und wenn man nicht bezahlt dafür, dann gibt es sie irgendwann nicht mehr. Dann gibt es den Vorschlag zu sagen, okay, dann machen wir diese Bezahlung nicht abhängig davon, dass jemand einzeln irgendetwas mit zwei Klicks sich freiklickt und dann irgendwo bei PayPal oder was auch immer einen bestimmten Betrag zahlt, so wie bei iTunes oder so, sondern wir machen eine Art pauschales System, so wie es das bei der Privatkopie ja auch schon gibt und sagen, es darf aber nicht mehr als 1% der Kosten der Geräte kosten. Dieser Vorschlag ist ein interessanter Ansatz. Er wird auch schon seit vielen Jahren diskutiert, in der Wissenschaft schon sehr, sehr lange. Die Frage gibt es ja auch in bestimmten Bereichen. Auf, Frage ist auf nur, PCs und Speichersticks gibt es genau, als Geräteabgabe ja. Und meines Wissens ist mehr als 1% jetzt schon. 3%. Ja. Genau. 3%. Und hängt davon ab. Wo gehen diese 3% im Augenblick hin? Zum Beispiel in die VG Bildkunst oder in die zur GEMA und so weiter und werden dann weiter verteilt. Also 1% ist schon jetzt, wäre deutlich weniger als das, was jetzt im Bereich Geräteabgabe jetzt bezahlt wird. Und das muss man sich schon klar machen. Das wäre also, obwohl es nicht im Ansatz so weitreichend ist, was man damit an Nutzungen abdeckt und deswegen auch die Gesamtvolumine, die da umgesetzt werden, korrigiere mich, wenn das falsch ist, im Filmbereich nicht, also im Bereich Film nicht mehr als 100, vielleicht 50, 80 Millionen, nicht mal. Ne? Also es ist ein relativ kleiner Bereich, der würde dieses Gesamtvolumen dessen, ich glaube, für 2008 bis 2010 sind bei der ZPU etwa 200 Millionen für 3 Jahre für PC-Abgabe aufgekommen. Genau, also da reden wir pro Jahr etwa. Und davon kriegt der Film auch nur einen bestimmten Anteil, da kriegt Musik einen Anteil, da kriegt Print einen Anteil. Also da reden wir ohnehin schon bei den 3% über eine Summe, die jetzt nicht vergleichbar ist mit mal 1 Milliarde, die man eigentlich finanzieren müsste, wenn man das komplette System umstellen wollen würde. Wenn man ihm sagen würde, wir würden statt einem, das kann man sich ja vorstellen, man kann ja sagen, es gibt keine Käufe mehr im Internet, so aller iTunes oder so etwas, sondern es wird, jeder kann legal downloaden und kann legal filesharen und man zahlt eine pauschale Abgabe. Egal, ob man das konkret nutzt oder nicht. Sozialistisch. Ist relativ sozialistisch, aber nehmen wir das mal als Hypothese an. Mal gucken, was dabei rauskommt. Es gibt ja keine Denkfrage. Wenn es funktioniert. Ja, wenn es funktioniert. Aber man muss sich schon darüber im Klaren sein, um welche Summen wir da reden. Da reden wir definitiv, auch da sollte man sich nicht in die Tasche lügen. Wenn man über so ein Modell redet, redet man über mehr als 1%, weit mehr als 1%. Ja. Also da reden wir über Beträge, also dasselbe Volumen, was im Moment generiert wird durch Käufe, was dann mehr oder weniger abgelöst würde durch so eine pauschale Vergütung. Es sei denn, man würde, was auch noch eine interessante Idee wäre, das trennen und sagen, die für Filme, die bis zu 5 Jahre alt sind, muss gekauft werden, legal, und alles, was älter ist als 5 Jahre, ist, kann man über so einen Pauschaldeal machen, wäre auch mal eine Variante. Aber wenn man wirklich komplett ersetzen würde, das muss nicht ersetzen, logisch sich klar, genau. wenn man also sagt, statt der Notwendigkeit bei iTunes irgendetwas zu kaufen für 99 oder 1,99, kann man es stattdessen legal über diese Abgabe im Wege des File-Sharings oder was auch immer tauschen. Dann würde ja keiner mehr bei iTunes kaufen. Wenn es wirklich legal wäre, dann würde man, also gäbe es ja auch gar keinen Vorteil mehr bei iTunes irgendetwas zu kaufen, sondern dann würde man ganz klar sagen, dann macht man flächendeckend eine Art File-Sharing-System, aber um dann die Volumina zu bewegen, dann müsste man, wurde ausgerechnet in England, müsste man für Deutschland ausrechnen, ist aber sicherlich nicht wesentlich unterschiedlich, reden wir über 15 bis 20 Euro pro Monat pro Anschluss. Minimum. Also Pauschalabgaben nur für Film. Pauschalabgaben sollen
keine Käufe ersetzen. Also wir wollen ja nicht hingehen und sagen, alles, was an kreativen Inhalten erzeugt wird, wird jetzt sozialisiert und alles wird in einen Pott geschmissen. Aber iTunes ist auch wieder ein sehr schönes Beispiel. Als iTunes auf den Markt kam, das war, glaube ich, war es 2008, 2009, 10 Jahre nach der Erfindung von Napster. Das heißt, es gab 10 Jahre lang einen illegalen, wirklich toll florierenden Markt, über den man de facto alles an Filmen, Musik und so weiter kostenlos bekommen konnte. Nach 10 Jahren kommt eine IT-Firma her und sagt, so, wir zeigen jetzt mal, wie man Musik im Netz verkaufen kann, wir machen es einfach. Nämlich iTunes hat einen Mehrwert. Bei iTunes finde ich genau das, was ich haben möchte. Ich kann das mit meinem iPod synchronisieren, ich habe das mit meinem iPhone dann später synchronisiert, ich habe das in meiner iMatch-Cloud drin. Das heißt, wenn ich einen Mehrwert zu kostenlos anbiete, kann ich etwas verkaufen. Das funktioniert. Ich meine, es wird ja immer noch Musik verkauft. Es werden Konzertkarten verkauft, es werden CDs, ja, immer weniger verkauft. Das ist ja die Verlagerung des Geschäfts in die Exklusivität. Ja. Das ist ja, was ich gesagt habe. Wenn das Internet nicht mehr an der exklusiven Kunstvermarktung teilhaben will, sprich, wir dann exklusiv Kinos bauen sollen, wenn das die Botschaft ist, haut ab aus dem Internet. Wir machen unsere Teaser, wir machen unsere ganze Werbung da, aber das richtige Produkt, da zahlst du 250 Euro Eintritt. Madonna zum Beispiel, wenn das das Modell sein soll. Ich glaube nicht, dass das ist, was ihr wollt. Das ist auch nicht, was wir alle wollen. Das funktioniert auch für Filme. Es gibt auch Musiker, ja, die nicht live, aber die gar nicht live auftreten wollen, die Produzenten und weltweit daran gearbeitet. Ja. Und es gibt eben, das ist eben immer wieder das Problem, dass man sehen muss, dass eine Verlagerung zum Beispiel in Richtung Konzerte, was jetzt in Musik wirklich die Musik im Moment so ein bisschen rettet, dass sie zwar erheblich verloren haben an klassischen Verkäufen, trotz iTunes. iTunes hat beileibe nicht das ausgeglichen, was an CD-Verkäufen verloren gegangen ist in den letzten 10 Jahren. Aber die Musikindustrie hat sich jetzt durch verstärktes Live-Geschäft und dadurch, dass jetzt eben anders als früher die Musiker, wenn sie sich in Exklusivverträgen verpflichten gegenüber Plattenfirmen, müssen sie eben inzwischen auch größere Teile ihrer Einnahmen aus Konzerten abgeben, damit sich sozusagen die Gesamtrechnung für den Investor Musikfirma wieder rechnet. Das kann man im Musikbereich vielleicht machen, aber im Filmbereich wissen wir leider nicht. Und insoweit gibt es im Filmbereich ganz sicher, da sollte man sich wirklich keine Illusionen machen, würde eine Legalisierung von Filesharing in dieser Form, wie ihr das vorhabt, würde bedeuten, dass auch das iTunes-Geschäft mit Filmen sehr stark runtergeht. Es mag sicher sein, dass es einzelne gäbe, die es trotzdem noch machen. Die haben dann wirklich genug Geld und können dann wegen dieser kleinen Vorteile, die es da noch gibt, vielleicht dann noch zusätzlich Geld bezahlen. Aber es ist ganz klar, und das wird man auch sehen, das würde sehr stark das Geschäft, das legale Geschäft austrocknen. Und es gäbe dann ein neues legales, in dem Sinne, es wäre dann kein Geschäft mehr, sondern es wäre eine Art pauschales Modell. Und um dann aber die Summen wieder zu, auch nur halbwegs in der Richtung über so eine Pauschale aufrechtzuerhalten, muss man, und da finde ich, da lügt man sich in die Tasche und da lügen sich im Moment, ganz ehrlich und ohne das gemein zu meinen, lügen sich die Piraten in die Tasche, wenn sie glauben, man könnte mit 1% ein solches Marktmodell, wie es im Moment existiert, ersetzen durch ein Pauschalmodell. Das ist eine symbolische Frage. Nicht umsetzen. Anne, du hattest dich gemeldet. Der Lindebaum, ihr Auge zuckt seit einer Weile immer. Wenn Sie möchten, können Sie sich auch gerne äußern. Ansonsten Herr Jensen und dann Herr Völlmann. Ja. Ich wollte nochmal sagen, ich glaube auch nicht, dass das nur über eine Geräteabgabe funktionieren kann. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie die Idee ist. Also nee. Klar kann man das mal gedanklich durchspielen, wie groß sähe dann so ein Volumen aus, aber wir wollen ja auch nicht in dieser Form den Zugang zum Internet beschränken oder den Leuten die Wahlfreiheit einschränken, was sie konsumieren wollen und was nicht. Ich glaube, ich würde jetzt gerne noch mal auf einen anderen Punkt in der Vergütung kommen. Ich bin der Meinung, dass es da unbedingt eine Entschlackung, eine Verschlankung des bürokratischen Aufwands geben muss und einfachere Vergütungssysteme auch, was die Verteilung angeht. Und dass die Vorschläge, die es da gerade gibt von der GVL, von der GEMA, überhaupt nicht zielführend sind, sondern das für mich eher so aussieht, als bläst man da den Wasserkopf immer weiter auf
Und davon haben beide Seiten in der Kette eben nicht wirklich was. Also ich denke, wenn man über Vergütungsmodelle nachdenkt, dann brauchen wir zum Ersten einfache Vergütungsmodelle, die für den Nutzer durchschaubar sind, sodass ich irgendwie nicht das Gefühl haben muss, dass ich mir gar nicht mehr die Fragen stelle, ob ich jetzt gerade was legal oder illegal nutze. Und zweitens auch für die Urheber selber, wo es am Ende ankommen soll, dass das eben auch simpler gestaltet wird. Weil ich ja teilweise, was für Rechte ich worauf habe, die sind ja für mich nicht mehr umsetzbar, die sind für mich nicht mehr überschaubar. Das heißt, davon habe ich genauso wenig was am anderen Ende der Kette. Das heißt, wenn wir über neue Verwertungsmodelle reden, müssen wir auch über neue Verteilungsmodelle reden. Und da, denke ich, sind die Urheber eben auch in der Pflicht, sich darüber Gedanken zu machen. Vielen Dank. Sie wollten oder Herr Lindemann? Also, nur ganz kurz. Mich hat es im Fernsehen regelmäßig gestört, wenn davon ausgegangen wird, dass jeder Haushalt ein entsprechendes Empfangsgerät haben muss. Und genauso mit dem Radio. Ich höre seit 1992 oder 93 kein Radio mehr. Ich höre ab und zu Inforadio, also ab und zu, dass ich sage, ich möchte Informationen. Ja, ja, aber keine Musik mehr. Bitte keine Musik mehr. Nicht morgens aufstehen und irgendjemand macht einen ganz tollen Gag und dann kommt laute Musik. Seit 1992, 1993 nicht mehr. Den Fernsehen haben wir rausgeschmissen vor 5 oder 6 Jahren. Wir haben gesagt, bloß nicht mehr, bitte nicht mehr, such dir das selber. Und bezogen darauf, auf diese Haltung, sage ich, dann möchte ich auch natürlich für die Sachen, die ich mir selber suche, auch bezahlen müssen. Das würde ich jetzt übertragen und das mit dem Netz. Auch hier sage ich, ich mag eigentlich nicht über eine Haushaltsabgabe oder über eine Internetabgabe möglicherweise das gesteigerte Nutzerverhalten eines anderen bezahlen müssen, weil er ein ganz großes Interesse daran hat, in einem Film, der in Amerika zurzeit gebracht wird, auch noch nicht in Deutschland, dass er hier gebracht wird, weil das Niveau, was mich vor 20 Jahren im Radio oder vor 5 oder vor 8 Jahren im Fernsehen geärgert hat, das Niveau ärgert mich bisweilen auch schon im Internet. Also das kommt ja nach. Es ist ja nicht so, dass das Internet jetzt nur wirklich eine Ausgeburt von Kreation ist, sondern das, auch dort nimmt das ja zu. Insofern, wenn über Abgaben, dann bitte über solche, die den Nutzer belasten, aber nicht die Allgemeinheit für Partikularinteressen, für einzelne Interessen, die andere haben, sondern dann wirklich auch, würde ich anregen, dass die Piraten dazu einen Vorschlag machen, wie kann man das machen? Technisch ist es wahrscheinlich möglich, dass der Nutzer dann zahlt, wenn er nutzt. Ja, zwei Anmerkungen. Das eine war zu den Ausführungen von Herrn Kassendijk, weil jetzt auch mehrfach iTunes in den Raum geworfen wurde. Wir haben bei iTunes ja ein Geschäftsmodell. Ein Song wird, korrigiert mich, aber 99 Cent verkauft bei iTunes. Teilweise auch schon mehr. Teilweise mehr, gut, lassen wir mal 99 Cent so stehen. Und wenn wir gleichzeitig, wir haben ja momentan die Situation, dass die Video-on-Demand-Preise für einen Film im niedrigen einstelligen Bereich, Euro-Bereich sind. Das sind zwischen 4 und 8 Euro oder irgend so etwas. Und wenn man jetzt sozusagen ansetzt, was die Herstellungskosten, und das wollte ich einfach nur mal so nochmal ins Bewusstsein bringen, die Herstellungskosten eines Films sind um ein Vielfaches höher als die Herstellungskosten eines Musiksongs. Und dann, wenn der Musiksong 99 Cent bringt, müsste eigentlich sozusagen und das da schon nicht richtig funktioniert, wie wir gerade sozusagen ja besprochen haben, dass die Musikindustrie in der Krise ist. Das heißt also, wir reden hier in der Filmindustrie von einer noch viel größeren Bedrohung für unsere existenzielle Grundlage. Das war das eine, was ich kurz noch anmerken wollte. Und das zweite zu den Vergütungsmodellen. Es gibt ja da auch verschiedene Modelle. Das eine ist natürlich eine Pauschale zu heben, die zum Beispiel auf Geräten ist, oder noch viel sinnvoller wäre sicher auf den Traffic zu gehen. Das ist dann so ähnlich wie bei der Autobahn, wo man dann halt per Kilometer bezahlen muss. Mhm. Eine weitere Möglichkeit, es gibt ja eine ganze Reihe von Modellen. Es gibt ja das Flatter-Modell im Internet, wo man eben sagt, ich habe ein gewisses, was ich mag, da gebe ich denen gewisse Punkte und das wird dann verteilt. Es gäbe die Möglichkeit über eine Kultur, sogenannte Tauschlizenz, das ist von dem Professor Grasmuck mal ins Spiel gebracht. Also es gibt verschiedene Modelle und da muss man wirklich drüber nachdenken. Ich glaube nur, es ist tatsächlich utopisch zu glauben, dass das, was immer wir dort an Vergütungsmodellen finden, es unsere, unsere Mindereinnahmen, die wir aus dem DVD oder aus anderen Verwertungserlösen haben, dass wir die sozusagen damit auffangen können. Es würde wahrscheinlich tatsächlich zu teuer werden. Wir müssen wirklich darüber nachdenken, wie man
einerseits muss das sicher irgendein Vergütungsmodell gefunden werden, auf der anderen Seite muss man halt überlegen, ob man da, wie man ansonsten damit umgeht, ja, wie man damit umgeht, dass hier legal etwas theoretisch möglich ist, ja, was wir wahrscheinlich auch nicht mehr so eingrenzen können. Und wenn das sozusagen auf den Einzelnen nicht umlegbar ist, wie wir das dann eben anders umlegen können? Vielleicht kann man die Werbung, vielleicht kann man auch tatsächlich den Werbetreibenden, der da Werbung parallel zu Filmen anbietet, dass da ein größerer Prozentsatz wirklich zu den Urhebern und zu den Produzenten kommt, als das momentan der Fall ist. Da kommt nicht praktisch nichts an. Das wollte ich einfach nochmal in den Raum stellen. Also es wird relativ schwer, wenn da ein Vergütungsmodell zu finden, das tatsächlich ein faires Vergütungsmodell ist, für diejenigen, die eigentlich den Wert schaffen, mit dem andere Leute Geld verdienen fähig. Genau, deswegen machen wir diese Tische, um dieses ja irgendwann zu ermitteln. Wir sind jetzt hier vorne, wegen dann nach hinten. Und, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich habe dir sowieso gerade ums Bad verredet. Sie sind dran. Genau. Achso, ich wollte, ja, ich, das ist jetzt, das geht ja jetzt so schnell vorwärts. Also ich wollte grundsätzlich mal sagen, wenn das von den Piraten kommen würde, ein wirklicher Vorschlag dazu, ich glaube, dann wären alle sehr, sehr glücklich, weil es kann nur von den Piraten eigentlich kommen, weil ich denke, dass die Urheber einfach nicht diese technologische Expertise haben oder auch diese Herangehensweise. Wir würden immer von euch dann irgendwie gesagt bekommen, ja, das ist ja naiv, Quatsch, bla bla bla. Also ihr seid diejenigen, die das Internet eben wirklich auch euch auf die Fahne geschrieben haben, und das muss dann von euch kommen, finde ich, ein Vorschlag zur Vergütung, der dann wahrscheinlich vielen Nutzern und Piraten-Lovern nicht so gefallen wird. Das müsst ihr auch wissen. Aber es ist eben was ich mir wünschen würde, dass es von euch tatsächlich auch kommt. Eine andere Sache, ein anderes Thema, was ich einfach nur mal ansprechen wollte, sind die Telekommunikationsunternehmen. Man hört ja oft so, oder man liest oft in Foren so die Lobby der Filmindustrie oder dieses Klischee, die Lobby, die große Lobby, Warner, Universal und so weiter, die großen Leute. Das sind natürlich alles Mücken verglichen mit der Lobby der Telekommunikationsunternehmen. Ja, das muss man wissen. Provider. Rein finanziell sind wir Mücken verglichen mit der Telekom und den Unternehmen, die an dem Traffic verdienen, die auch an illegalen Downloads verdienen. Ich möchte jetzt keine Prozentzahl nennen, von wie viel Prozent wirklich Film-Downloads im Traffic ausmachen, aber ich glaube, es ist ein relativ hoher Prozentsatz, das geben die ja auch selbst zu. Und sie haben natürlich überhaupt kein Interesse daran, das einzudämmen. Und vielleicht kann man sich auch überlegen, ob man nicht mal doch an die Herrschaften, die ja doch auch relativ viel Kohle machen, damit das Content verbreitet wird und runtergeladen wird, mit dem sie nichts zu tun haben. Sie stellen die Infrastruktur zur Verfügung, aber sie haben auch Interesse, dass diese Infrastruktur eben massiv genutzt wird. Vielleicht muss man die zur Kasse bitten, in irgendeiner Art und Weise. Das hat man noch gar nicht darüber gesprochen. Wenn man über Google redet und so weiter, dann ist ja auch immer so, da habe ich das Gefühl, da sehe ich da manchmal so eine Art von Internet, affiner Sympathie für also Unternehmen, die eben im Internet Großes geleistet haben, was ja Google zweifellos tut. Aber auch hier, wenn man auf YouTube kommt, denke ich, sind auch diese Unternehmen, die sehr viel Kohle machen, in der Pflicht, daran erinnert zu werden, mit was sie eigentlich Kohle machen, mit welchen Inhalten, dass sie eben teilweise auch von Leuten, die dann daran gar nichts verdient haben, zur Verfügung gestellt werden. Also ich glaube, das ist etwas, was mich interessiert, wie ist eure Haltung zu diesen Unternehmen, die, also was Milliardenumsätze angeht, jedes Entertainment-Unternehmen in den Schatten stellen. Und jeden Filmhersteller hier in Deutschland sowieso. Mücken. Ja. Ja. Und da frage ich mich, könntet ihr nicht vielleicht da auch mal ansetzen und sagen, Leute, wir erwarten von euch das und dies. Ne? So, wir das jetzt als direkte Frage beantworten? Genau, das ist hier die Frage. Im Prinzip wäre das eine direkte Frage. Also erst einmal noch, Pauschalabgaben sollen ganz klar keine Verkäufe ersetzen. Wenn wir von Pauschalabgaben reden, dann sagen wir auch Pauschalabgaben zum Beispiel auf Internetzugänge. Das ist jetzt nicht unbedingt an den Traffic gekoppelt, aber wenn ich jetzt einen Internetzugang für, wenn ich mir jetzt statt meinem 2000er DSL einen 32.000er DSL hole, dann zahle ich ja mehr. Und eine prozentuale Abgabe wäre auch dementsprechend mehr. Womit wir halt eben wieder bei den Kosten von den TK-Anbietern wären. Aber ich meine, da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Es ist ja nicht so, dass sie danach weniger Gewinn machen. Die geben die Kosten 1:1 an die Kunden weiter. Genau. Mit noch einem Aufschlag von 15%. Was Firmen wie Google angeht oder eigentlich noch viel mehr Facebook, das ist in der Tat eine relativ schwierige Geschichte. Weil vom Prinzip her sind das ganz klar nur Plattformanbieter. Und die haben natürlich ganz klar ein Interesse daran, dass möglichst viel kostenloser Content vorhanden ist. Das war ja schon immer so. Bei jedem Anbieter auch von Audiokassetten, als da die Kassette noch aktuell war, hatten die natürlich auch ganz klar ein Interesse daran, dass jeder einen Rekorder zu Hause stehen hat.
weil man danach die Kassetten verkauft. Und genau deshalb gibt es ja auch Pauschalabgaben auf jegliches Speichermedium, von der SD-Karte bis hin zur Festplatte. Das heißt, da fließen schon Gelder. Die werden vielleicht nicht optimal verteilt oder nicht so, wie es jeder gerne hätte, aber sie werden erhoben und sie werden auch verteilt. Also zum Beispiel GEMA-YouTube, sorry, also dieses GEMA-YouTube-Thema zum Beispiel, ja, dieser Streit, ja. Wenn also Videos, da bin ich nun wirklich also direkt Leidtragender gewesen, was außer der schönen Promotion, wie du vorher angesprochen hast, die ich dann dadurch hatte, hat sich leider in Zahlen nicht niedergeschlagen. Also niemand hat mein 3 Millionen Leute an das Video und die Musik immer wieder angeschaut und kommentiert. Gekauft hat es, glaube ich, kein Mensch oder sehr wenig. Aber es ist ja auch klar, Jugendliche rippen sich das, die haben das dann einfach. Sobald sie es bei YouTube hören, haben sie es auch selbst auf dem Rechner. Die Frage ist einfach, wie würdet ihr dann mit dieser GEMA-Problematik jetzt ausgeweitet auf den Filmbereich, also wenn Sachen, die bei YouTube millionenfach oder auch nur tausendfach oder hundertfach angeklickt sind, ist das dann in eurem Sinne, dass diese Leute dann eben, dass Google dafür zu zahlen hat, oder den Urheber, mit dem sie ja ihre ganze Plattform, gibt es ja nur durch uns, durch Urheber, teilweise private Urheber, die lustige Videos ins Netz stellen oder tolle Instrumentalisten, was auch immer, die das vielleicht cool finden, weil sie es als Hobby machen und promoten sich, aber andere finden es nicht so cool und werden dann zwangsläufig sozusagen enteignet, werden einfach die Dinger raufgestellt und ihr habt nichts damit zu tun, auch wenn es hunderttausendfach angeklickt wird. Ist es in eurem Sinne, dass dann da die was ausschütten müssen? Also genau deshalb wird ja gerade auch YouTube von der GEMA verklagt, weil die GEMA halt eben sagt, da werden ganz klar Werke kopiert. Es ist ja jetzt nicht so, dass YouTube... Wo stehst ihr da? Eine offizielle Position dazu haben wir noch nicht beschlossen. Aber wir sagen halt eben, wir erkennen halt die Rechte der Urheber an ihrem Werk an, sowohl die Urheberpersönlichkeitsrechte als halt eben auch die Verwertungsrechte. Und insofern ist da die Problematik ganz klar. YouTube verbreitet die Inhalte aktiv, und zwar jetzt nicht nur wie ein File-Hoster, sondern durch eine Suche ist es ja sogar möglich, Inhalte aufzufinden. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie auf meinem Webspace zu Hause irgendwie ein paar Videos hinlege, dann findet die ja kein Mensch. Aber YouTube bewirbt ja explizit auch die Inhalte und YouTube macht damit auch ganz klar Geld. Und wir Piraten haben uns da in den Papieren Offenbacher ganz klar dazu bekannt, wenn also jemand Geld mit den Werken anderer aktiv macht, zum Beispiel indem er sie halt eben noch mit Werbung garniert oder sonstiges, muss davon auch Geld zu den Urhebern zurückfließen. Ja, das ist ja immerhin schon mal... Ich hoffe, genau, es geht Ihnen als Antwort, der Simon. Ja, der Simon hat es jetzt eigentlich schon vorweggenommen. Ich wollte das auch einmal ein bisschen genauer anschauen, weil ich mich schon wundere, dass im Grunde genommen, ich bin, dass die Piraten diesbezüglich sich gar nicht wirklich positioniert haben. Geld verdient wird im Internet von diesen riesigen Konzernen. Wenn man 1 Milliarde, 1000 Millionen wurden ausgegeben, nur für dieses kleine App, das wisst ihr ja von diesem Insta-Foto. Was von Facebook gekauft wurde. Da wissen wir doch, was für unglaubliche Gelder da überhaupt im Umlauf sind. Und ich habe mich immer darüber gewundert, dass die Piraten sich diesbezüglich überhaupt nicht positionieren. Da sind doch die kommerziellen Interessen und dass die natürlich kostenlose Inhalte haben wollen. Wir als Urheber hatten den Eindruck, als ob das wie eine Art Trittbrettfahrerei ist und ihr das gar nicht erkennt als ein Mittel und ein Kern des Problems. Tatsächlich hätte ich auch gedacht, dass das an den Piraten liegt, vielleicht auch von der technischen Seite her, den normalen User oder uns gewissermaßen als die Betroffenen auch darüber aufzuklären, was wir als Möglichkeit haben. Wäre es so, dass jedes Werk, was geschaffen wird, eine Art ID-Code hätte und ich gebe das ins Netz wie in einen Laden und sage, hier könnt ihr das kaufen und das wäre rückverfolgbar bis hin zu dem, der das kaufen will. Dann wäre eine direkte Abrechnung und für ein direktes Vergütungswesen im Grunde genommen ja einfach. Scheitern tun wir da daran, dass da doch die Meinung besteht, Moment, das ist aber dann, das führt zu einer Art, da haben wir Probleme mit dem Datenschutz und da wird plötzlich jemand durchsichtig. Also ich stelle mal anhand die Frage, ob das wirklich so ist und wie problematisch das wirklich wäre, dass wir durch das, was wir im Internet machen, permanent ausgehorcht werden, in gewissem Sinne, und zwar wieder von den großen Konzernen, die das schließlich als Werbemethode für sich natürlich nutzen, ist ja eh schon gang und gäbe tagtäglich. Und da hört man auch relativ wenig Protest im Grunde genommen von seitens der... Soll ich direkt darauf antworten? Ja, gerne. Okay, also technisch ist beides möglich, wobei die eine Seite, wie schon angesprochen, natürlich sehr problematisch wäre, beziehungsweise gar nicht legal möglich wäre. Also wurde schon genannt. Die, also beispielsweise, die erste Frage gehe ich zuerst mal drauf ein.
Zurückverfolgbarkeit von einem Medium, was ich gezogen habe, und das dann später vielleicht eine Vergütung wie über eine ID zum Beispiel. Das ist theoretisch möglich, weil Medien haben auch sogenannte Metatext und Metainformationen, die mit eingeflogen sind. Wenn zum Beispiel der Urheber oder der Verwerter selber solche Werke ins Netz stellen würde, dann kann er ja auch genau diese Informationen definieren. Und wenn dann natürlich diese dann irgendwo abgegriffen werden, zum Beispiel durch Downloads oder durch Teilung, zum Beispiel in Fallschirmnetzwerken, wo man ja, wie man ja auch schon gehört hat, auch bis zu einem gewissen, Genauigkeitsgrad nachvollziehen kann, wie oft die zum Beispiel preisgeboten wurden, beziehungsweise angeboten wurden oder auch runtergeladen wurden, dann kann man natürlich auch da natürlich theoretisch auch irgendwie eine Vergütung dann berechnen. Was problematisch wäre, wäre zum Beispiel zu versuchen, und das wurde auch eben von Christian schon angesprochen, zu versuchen, im Traffic aktiv nach Werken zu suchen. Das ist die sogenannte Deep Package Inspection, und die würde ganz klar mit Artikel 10 im Grundgesetz verstoßen. Das ist praktisch nicht möglich. Also selbst wenn wir jetzt völlig widererwartend dafür bereit erklären würden, wäre so ein Ding sofort kassiert vom Bundesverfassungsgericht. Das können wir einfach vergessen, das ist ein Irrweg, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Deshalb denke ich, der bessere Weg, und das haben wir auch schon jetzt mehrfach angesprochen, ist einfach wirklich Angebote schaffen. Wie wir das technisch machen, da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten. Man kann das über neue Plattformen machen, auch über bestehende Plattformen. Man muss selbstverständlich auch über Preise reden oder über Prozentsätze reden. Das ist auch, glaube ich, völlig unstrittig. Ich denke, es geht jetzt immer auch mehr davon, wirklich zu gucken, was können wir machen, und zu überlegen, ob man da vielleicht einen gemeinsamen Weg irgendwie mal geht. Ja, aber Angebote schaffen ist ja so das eine. Dann ist ja auch derjenige, der es hergestellt hat, also entweder der Urheber oder derjenige, der die Verwertungsrechte besitzt, derjenige, der dann das Angebot schaffen muss. Ja, natürlich. Also wenn ich jetzt ein Werk schaffe, dann werde ich... Und dann ist es aber sozusagen was anderes, als ob jetzt, wenn jetzt Sie sagen, um das noch einmal zu sagen, ich will dann aber auch davon weg... der Hersteller oder der rechtungsverwehrte Inhaber ist gezwungen und er hat doch gefälligst für mein dieses Angebot zu schaffen, weil ich möchte jetzt Game of Thrones jetzt sehen. Das Angebot ist da, ob der Hersteller das Angebot macht oder jemand anders. Das ist ja egal, nur ich gehe zu dem, der mir das Angebot macht. Okay, verstehe. Okay. Das ist genau der Knackpunkt, weil der Konsument will erstmal jetzt ganz banal ausgedrückt einfach nur konsumieren. Und er guckt, wo ist das Angebot, und da gehe ich hin. Und dann vielleicht. Aber wer soll denn diese Angebote herstellen, von denen Sie der jetzt Verwerter auch zum Beispiel reden? Oder der Urheber, wenn er zum Beispiel keinen Verwerter hat. Aber die müssen die, also das iTunes und was es bisher gibt, die ganze Sache reicht euch nicht. Wenn iTunes zum Beispiel bestimmte Inhalte anbietet, zu einem. Ja, eigentlich. Ja, genau, aber wenn iTunes, bleiben wir mal bei iTunes, wenn iTunes ein Angebot schafft für ein bestimmtes Produkt, was jemand sucht, und das wird zum Beispiel jetzt nicht irgendwie künstlich, sag ich mal, verschandelt, zum Beispiel durch irgendwelche DRM-Maßnahmen, dass ich es mir nur noch auf diesen einen Rechner angucken darf und vielleicht auf drei weitere, wo Apple mir zufällig erlaubt, es anzuschauen. Ja, das hat natürlich auch Gründe, warum es diese Maßnahmen. Und dann hat es genau wieder Gründe, warum ich dieses Angebot nicht wahrnehme, weil nämlich ich mir als Konsument, wenn ich Geld ausgebe, mir nicht vorschreiben lasse, ob ich mir das Ding auf meinen Monitor im Büro anschaue, auf meinem privaten Handy oder ob ich mir das auf dem Computer zu Hause anschaue, weil ich habe dafür bezahlt. Früher eine Videokassette konnte ich überall mit hinnehmen, in jeden Videorekorder reinstecken und auf jeden Fernseher, wo der daran angeschlossen war, angucken. Es gab Zeiten, wo gab es auch unterschiedliche Videosysteme. Das gab es auch, selbstverständlich. Aber erstmal habe ich diese Videokassette irgendwo gekauft. Ja. Aber ich kann sie genau auch verbrennen. Ich kann man, das, haben, das ist auch unstrittig. Das, darum, nee, aber können das habe ich gerade eben gesagt. Du kannst nicht 60.000 machen. Unheimlich lange drauf rum. Das ist auch so dass ihr immer, was uns natürlich stört, ist, dass ihr immer ihr sagt, das illegale Angebot ist nicht zu verhindern, also ist das dasselbe wie ein legales Angebot. Nein, das sagen wir nicht. Doch, er sagt zum Beispiel ganz klar, wenn ich will das haben, ich habe zwar Angebote im Netz, egal wo, ich gucke nicht, woher das kommt, was für mich am besten passt, nehme ich. Und da sind wir natürlich wieder an dem Kern. Das ist aber die Lebenswirklichkeit. Ja, aber wo ist die Verhinderung? Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen... Aber das ist nur eure Haltung. Kann ich das mal zu Ende fragen? Wenn wir jetzt sagen würden, wir haben zum Beispiel neue Geschäftsmodelle, neue Plattform, könnte man sagen, man kann, weiß ich, im Bundesrepublik-Server faires Filmgeschäft aufbauen. Wäre leicht möglich und könnte man dieses blöde iTunes auch mal wegkicken. Ist ja auch albern, dass wir das ganze Geschäftsfeld diesen Leuten überlassen. Ja, so, natürlich. Jetzt würden wir das machen. Jetzt haben wir aber natürlich, komme ich wieder auf den Kernsatz, das digitale Datenpaket, wenn es einmal da ist, dass der User da illegal drauf zugreift, können wir sowieso nicht verhindern. Also beißt sich sozusagen das ja immer wieder in diesen Kreis. Weil wir wären uns sicher alle einig hier am Tisch, dass man in den Detailfragen auch
auch bestimmt, da bin ich der Letzte, der nicht sagen würde, dass man teilweise Verwerter ein bisschen mal dazu zwingen könnte, auch mal kreativer zu verkaufen, auf ein paar Gewinne hier verzichten, ein bisschen mehr kreativen Förderung. Ich der Erste, der das unterschreiben würde. Aber das Problem ist, dass wir dieses positive Modell, wir sehen einfach noch keinen Haken, wo wir sagen können, ja, wenn wir diese politische Ebene oder diese Technik unterstützen, kommen wir zu einem System, wo erstmal grundsätzlich garantiert ist, dass wir da Geld mit generieren können, weil wir sind da natürlich als Urheber schon mal komplett überfordert. Wie gesagt, HBO und die ganzen Firmen, die machen das ja längst, die haben ja längst ihren Weg gefunden. Bei uns hat es ja nur dazu geführt, dass das Geschäft sich beschleunigt hat. Das heißt, es wird einmal digital auf den Markt gebracht, damit muss die ganze Kohle reinkommen, sonst funktioniert das Geschäftsmodell nicht mehr. Alles, was hinterher kommt, ist dann Zusatzgeschäft, ist auch wunderbar und dann gibt es den einen Fair User oder so, aber damit kann man kein Ding finanzieren. Also es gibt überhaupt kein einziges Beispiel für ein erfolgreiches Crowdfunding. Selbst erfolgreiche Bands, die das aus Sympathie fürs Internet gemacht haben. Stephen King geht wieder auf Papier zurück, weil er einfach keinen Rückfluss gehabt hat und so weiter und so fort. Diese ganzen Dinge haben nicht funktioniert. Also wenn wir gemeinsam irgendwas finden würden, Stephen King ist doch ein sehr gutes Beispiel. Also wenn wir die finden würden, das wäre jetzt für mich die Aufgabe und das ist eigentlich auch die Hoffnung an die Piraten, auch von vielen Kreativen, dass man endlich mal dahin kommt, dass man wirklich eine Lösung findet, wo das tatsächlich passiert. Einfach nur zu sagen, wir wollen dem Urheber sein Geld garantieren und dann, bisher habe ich kein einziges praktisches Mittel gehört oder kennengelernt. Ich beschäftige mich auch lange damit, wo tatsächlich irgendein Urheberrecht bezahlt wurde, vergütet wurde für irgendeinen kreativen Macher. Kann ich die Frage an den Mischnitt nehmen? Noch nicht. Ich würde erst den Kasten dazwischen schalten. Ja, ich würde ja gerne anknüpfen. Also ihr wollt gerne, dass File-Sharing von uns auch mehr oder weniger mitgetragen wird. Das können wir nur dann tun, wenn wir zu einem Vergütungssystem kommen, was die Ausfälle absorbiert. Und das bedeutet, eine symbolische Vergütung, damit können wir ja nicht leben. Und diese 1%, die Sie genannt haben, ist eigentlich nur eine symbolische Vergütung. Auch alles andere, was bisher vom Chaos Computer kommt, die Kulturwertmarke, ist auch eine symbolische Vergütung. Und die Kulturflatrate der Grünen würde eine relativ hohe Abgabe wahrscheinlich erfordern, was sie auch nicht umsetzbar ist. Dann kurz zu Ihnen, Sie hatten dafür plädiert, die individuelle Nutzung, nur was Sie wirklich nutzen, bezahlen zu wollen. Das würde sich mit dem, was Sie gesagt haben zu Deep Packet Inspection, ja beißen. Das würde eine Rückverfolgung möglich machen. Von daher glaube ich, dass wir um pauschale Systeme nicht drumherum kommen. Ja, beziehungsweise, das ist das klassische Modell, das ist das Modell, dass man you get what you buy. Ja. Es ist aber rückverfolgbar, was du speziell genutzt hast. Darum geht es nicht, es geht um Traffic. Es geht wenn um ich um einen UMTS-Stick kaufe und da steht dran, ich kriege im Monat damit 5, 10, 100 Gigabyte, dann kostet es unterschiedlich viel. Also ein Plädoyer für eine Traffic-Abgabe. Genau. Ja, also das war, glaube ich, das, was... Für Daten und so. Das war das, was er in der Stelle... Ja, das ist aber natürlich auch indifferenziert Fußball und Pornoindustrie, sage ich mal jetzt radikal. Wenn wir rein Traffic, ist ja logisch. Meine, natürlich muss es dann Verteilerschlüssel geben, aber das müssen Sie mit den Verwertern ausdiskutieren. Könnte man ja aber eventuell ausschließen, weil die Pornohersteller sind ja im Moment in der Geräteabgabe auch nicht wirklich drin. Nutzung Teil bewertet. Aber weil sie eben auch keinen Werkschutz genießen. Ansonsten, wenn sie Werkschutz genießen, dann sind sie auch mit drin. Okay, kann ich auf das, was wir hier eben hatten, nochmal, dass es kein vernünftiges Angebot an der Stelle von unserer Seite gibt. Eine Sache wollte ich aber fragen, ob darüber Klarheit besteht. Wenn ich YouTube mir angucke, können wir das... analog zu Privatfernsehen setzen. Da gibt es Werbung und da gibt es Inhalt. Und dieser YouTube finanziert sich über die Werbung. Die GEMA versucht momentan an dieser Werbung für die Urheber einen Anteil raus. Nur für die Musikurheber und die Leistungsschutzrechte, aber nur für Musik. Genau. Aber das sind ja zumindest nur die Leute, die begründet Ansprüche vorweisen können. Dementsprechend kann man an der Stelle sagen, da sollte die Möglichkeit bestehen, einen Anteil für die Urheber rauszuschlagen. Das ist eine Verhandlungsfrage. Wenn die GEMA sagt, wir wollen 1 Euro pro Video, dann sagt YouTube, sorry, wir verdienen an jedem Video irgendwie 2 Cent. Von den 2 Cent könnt ihr einen halben abhaben. Ist halt einfach die Sachlage. Das ist aber auch bei jedem Video, wenn jemand seine Katze filmt und die gucken sich die Leute 15 Mal an, dann
geht das auch mit in die Verwertung rein. Das dazu. Und dann müssen wir halt einfach gucken, dass der legale Markt und eben dieser Markt, dieser wie Privatfernsehen organisierte, das sind zwei parallel laufende. Ich kann hingehen und ich kann mir einen Film kaufen, ich kann ihn aber auch im Privatfernsehen, wo er werbefinanziert ist, angucken. Ich kann ihn mir auch im Internet, wo er werbefinanziert ist, angucken. Das sind die Pornobanner drumherum, wo sie momentan nicht dran beteiligt werden. Der Privatsender erwirbt eine Lizenz oder produziert dieses Werk selbst und setzt entsprechende Mittel dafür ein. Das tut YouTube nicht. Da noch niemals eine Lizenz. Da wäre dann der Punkt mit dem Kontrahierungszwang, dass es halt eben genau wie über die GEMA theoretisch einfach möglich sein müsste, dass halt eben YouTube von irgendjemandem dazu gezwungen wird, zu sagen, YouTube, ihr zeigt auch Spielfilme. Diese Spielfilme, die Rechte an den Spielfilmen haben wir oder halt eben auch Dokumentation, allgemein Filme. Wenn ihr diese Filme weiter zeigen wollt, und auch das ist inzwischen technisch möglich. Wenn ich bei YouTube einen Film von Fox reinstelle, dann springt der Filter an und sagt, bing, ich habe hier in diesem Ding erkannt, das ist Fox. Wenn ich, gut, der springt auch an, wenn ich irgendwie eine Parodie mache, die meiner Meinung nach eine Schöpfungshöhe hat und die irgendwie länger als 2 Sekunden die Melodie drin hat. Aber gut, das ist halt eine technische Frage an der Stelle. Aber es ist an der Stelle auch tatsächlich möglich nachzuvollziehen, ist dieses Werk irgendwo geschützt und da ohne Deep Packet Inspection und so weiter. Und das ist halt genau das, wo man ansetzen muss, wo Sie einfach als Urheber bzw. als Verwerter hingehen müssen und sagen, was ist der Wert des Produktes, was verdient YouTube daran und wie viel können wir davon abhaben. Und wenn die Sachlage einfach ist, YouTube verdient an jedem Video 2 Cent, hat aber irgendwie in jeder Sekunde wird eine Stunde Video hochgeladen und es ist einfach so eine Menge, dass wir an jedem Video 2 Cent verdienen, da aber Milliarden von Videos sind, dann sind es auch Milliarden 2 Cent Beträge. Das heißt, da kommt auch wieder eine Finanzierung rein. Das ist einfach wirklich eine Verhandlungsfrage, wo momentan der Branchenverband Bitkom und die GEMA und YouTube und die GEMA so konträr gegeneinander stehen und nicht miteinander reden, dass wir einfach nur dafür plädieren, redet doch vernünftig miteinander, handelt die Preise aus und dann kommuniziert sie auch anständig. Also eine Frage, jetzt passiert es auch mit den Lehrmedien, dass nicht kommuniziert wird. Wir nehmen für einen USB-Stick statt bisher 80 Cent nehmen wir jetzt 1,95 Euro. Bumm, weil wir haben den statt bisher Rechner. Ja, 18. 18, okay. Und die waren noch bei 256 Kilobit das letzte Mal. Also aus dieser Zeit stand das. Und ich möchte mal kurz auf, weil du bist sehr emotional, es wird unsachlich, gerade bei GEMA sind halt auch die Gegenseitigkeitsverträge mit den anderen Verwertungsgesellschaften nämlich ein Knackpunkt, weswegen YouTube nicht ins Schiedsverfahren gehen möchte. Nur am Rand, da wir aber nicht am YouTube-GEMA-Tisch sind, würde ich gerne nochmal den Kreis auf die nochmal größer ziehen. Auch wenn es das Portal ist, gebe ich ja zu. Aber mich würde auch genau nochmal im Hinblick auf das Dokumentarfilm. Also wir reden jetzt hier irgendwie über Urheberrecht ziemlich ausschließlich im Internet. Das führt jetzt die Diskussion vielleicht ein bisschen woanders hin, aber ich möchte es noch gerade mal öffnen, weil das einfach ein spezielles Dokumentarfilmproblem ist und das ist sicherlich sonst nicht so bekannt. Also wenn ich jetzt mit meinem halbwegs finanzierten Dokumentarfilm draußen irgendwas drehe, dann komme ich also jetzt meinetwegen in die Situation, mein Hauptprotagonist steht auf der Straße, wir haben irgendwie da eine Szene, im Hintergrund parkt ein Auto, da läuft also jetzt das Autoradio und da läuft jetzt, ich weiß nicht, Madonna. So, jetzt habe ich ein Problem, weil das kann ich nicht verwenden. So, ich habe also jetzt ein Problem oder ich habe solche Extremkosten, die niemand mehr sozusagen mir irgendwie refinanziert, dass ich das, also diese Szene kann ich einfach schon mal gleich als nicht gedreht ansehen in meinem Dokumentarfilm. Ich habe die Situation, dass ich ein Designer-Dreh mit seiner neuesten Kollektion, weil ich eigentlich einen Film über eine Modemesse mache, dann habe ich die Situation, dass ein Designer sagt, nee, also meine Kollektion nur gegen Aufpreis so und so. Ich habe heute noch gehört, es gibt also jetzt auch Pläne, Panoramarechte an den Urheber, also den Architekten zu vergeben, sodass wir also als diejenigen, die also die Wirklichkeit in einen Film bringen wollen und wir können diese Wirklichkeit nicht diskutieren. Also ich hatte die Situation, ich habe in München gedreht und eine Straßenbahn fuhr durch dieses Bild
auf dem ist die Werbung eines Möbelhauses zu sehen gewesen, was dazu führt, dass ich diese Szene nicht verwenden kann. Also kein mehr, es gibt aber auch kaum mehr Straßenbahnen ohne. Ja. Natürlich wegen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Bitte? Wegen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist jetzt in dem Fall, das stimmt. Okay, aber die anderen Sachen sind Urheberrechtsgeschichten. Also die Musik mit im Hintergrund oder mein Designer oder wenn es irgendwann Architekten gibt, die sagen, das darf ich jetzt hier nicht mehr drehen oder ich wusste es nicht, der Eiffelturm darf nachts nicht gedreht werden, weil die Lichtinstallation... Aber das französische Recht ist aber anders. Aber es ist wieder was anderes. Aber es ist sozusagen die Situation, wir sind umgeben von Urheberrechtsinhabern, die das Dokumentarische abbilden durch die Kosten, die für die Abgeltung der Nutzungsrechte an diesen Urheberrechten so unmöglich machen. Aber dann die hohen Forderungen. Ja, das ist so. Fühlst du dich jetzt doch bestens aufgehoben bei den Privaten, die grundsätzlich sagen, vergiss das Scheiße auf das Urheberrecht. Nein, ja, das sagen wir nicht. Moment, das war jetzt alles nicht. Aufgehoben, oder? Entschuldigung. Das sagen wir nicht. Nein, ich muss sozusagen, ich wollte ganz jetzt einfach mal einen Moment weg vom Internet, weil es die Probleme auch woanders gibt. Ja. Wir müssen eben auf ein Thema fixieren ein bisschen und tatsächlich ist diese Verwertungskette, ist, glaube ich, eines, was uns momentan sehr beschäftigt, weil auch seitens der Piraten noch keine wirkliche klare Lösung auf dem Tisch liegt, wo man sagt, ja, gut, das können wir diskutieren. Ihr habt ja auch nicht wirklich. Aber ich habe das ja gesagt, so könnte es sein. Und wir suchen einen. Und deshalb treffen wir uns auch. Genau, so habe ich das jetzt auch verstanden. Deswegen ja, Entschuldigung, nee, ich gebe bitte eine Antwort zu Alice. Und das generelle Frage, dass weder debattieren die Piraten darüber, ob das Urheberrecht grundsätzlich abgeschafft werden kann. Auf der anderen Seite verstehen wir natürlich die Probleme, die du nennst. Und das sind aber so Spartenprobleme. Aber wir müssen dem ja auch Folge leisten. Ich meine bloß damit, ist ja jetzt, das Beispiel illustriert ja eher, dass wir als Filmemacher eben auch urheberrechtlich gewisse Dinge zu beachten haben, die schwierig sind. Auch im Spielfilmbereich können sie genau das Gleiche passieren bei mir. Fährt mir in der Szene irgendjemand durch, oder es ist ja auch eine Person geht durchs Bild, die sagt, ich will nicht im Hintergrund sein, auch nicht 300 Meter, kein kleiner Fleck. Ist das gute Recht, müssen wir auch damit zurechtkommen. Andersrum müssen wir natürlich auch unsere Ansprüche, wollen wir die natürlich auch gewahrt sehen. Das wollte in die Relation, wollte ich es nochmal setzen. Also ich wollte es auch nochmal in die Relation setzen. Für das muss bezahlt werden, stellt auch keiner in Frage, aber für Content innerhalb des filmischen Bereichs im Internet soll es nicht bezahlt werden. Also ich möchte es jetzt nochmal einfach in die Gegenseite. Ja, ich würde das insofern unterstützen, weil die Radikalität dieser Warenschutz, Zeichenschutz, ich hatte eine Tankstelle im Film, wo der Sender gesagt hat, okay, dann bauen wir ein neues Schild drüber, das wurde von dem Konzern verboten. Wir durften das nicht anfassen, also damit war es unmöglich. Das heißt, man kann es dann digital bearbeiten, aber hat auch das Problem, dass sie sagen, ihr dürft die Tankstelle nur filmen, wenn das Logo drin ist. Also und der Sender sagt, das Logo nehmen wir aber nicht. Ja, aber diese Zusammenhänge sind natürlich da, dass weltweit markenschutzrechtmäßig und Urheberrechtsschutz mäßig sehr radikal gearbeitet wird. Ja. Das können nur wir Kleinen im Prinzip immer nicht. Aber natürlich geht ein großer global arbeitender Konzern, ja, die gehen da ganz anders mit um und die hauen einen mit einer einstweiligen Verfügung sofort um. Also da würde keiner mehr zurechtkommen. Das ist natürlich so die Verhältnismäßigkeit und da greift Google zum Beispiel auch ein, weil die natürlich mit ihrem Logo, mit anderem Traffic, mit anderen Dingen wahnsinnig viel verdienen und profitieren aber eben von diesen komischen Inhalten, die sie dann über YouTube wieder generieren, wo sie natürlich nicht direkt an den Inhalten verdienen, aber sie verdienen, weil das alles eben Verlinkungen bringt und das Internet attraktiv macht, auf der anderen Seite ja auf einer ganz anderen Ebene Geld, nämlich mit ganz realem Verkauf von Waren und indem sie Rankings haben von dem, was zuerst gelistet wird. Also diese ganze behauptete Freiheit, das muss ich mal loswerden, die ist ja im Internet sozusagen, verschwindet ja zunehmend. Selbst, ne? Ja, klar. Ja. Wir sind überall finanzökonomisch gewertete Rankings, selbst bei Google, was zuerst aufgerufen wird. Interessante Inhalte rutschen immer weiter nach unten, weil Seiten bezahlen, wer wo auftaucht. Also das ist alles, finde ich, eine große Lüge mittlerweile. Und ich glaube, das sollte ein Anliegen auch sein von allen, die tatsächlich ein freies Internet haben wollen. Da gehören solche Dinge im Prinzip rein. Da hat man halt schon den Eindruck, dass ihr Piraten sich nicht wirklich positionieren, weil das ja nicht unbedingt populär ist. Und das nehmen wir das so an. Vielen Dank. Den gilt es ja auszuräumen und genau deswegen machen wir den Tisch, um auch diese Tankstellenhinweise zu beachten und mit einzufliegen. Aber was mich schockiert, ist diese ursprüngliche Annahme, was scheint immer noch nicht vorgedrungen zu sein scheint, dass die Piraten gegen das Urheberrecht sind und das
abschärfen wollen. Also von mir als neutraler Moderator in Anführungszeichen, dem ist definitiv nicht so. Wir wollen die Urheber stärken und sind extrem für das Urheberrecht. Und vielleicht kann Christian oder Simon Ich wollte mich gerade noch, wir haben ja jetzt nur eine Viertelstunde, noch mal ein paar andere Punkte bringen der Urheberrechtsänderung, die wir haben. Was wir einerseits ja sagen, ist, wir wollen die Schutzfristen für Urheber auf maximal 10 Jahre nach dem Tod verkürzen, statt wie bisher 70. Bei Filmwerken haben wir uns etwas anderes überlegt, weil zurzeit ist es ja so, dass die Schutzfrist an den Tod des nach 70 Jahren des zuletzt Verstorbenen von, ich glaube, es ist Regisseur, Drehbuchschreiber, Filmmusikkomponist und Dialogschreiber. Ja. Da ist jetzt unser Ansatz, einen pauschalen Wert zu sagen, wir sagen jetzt 50 Jahre nach Veröffentlichung. Weil wir halt eben, das ist im Moment die Schutzfrist für Produzenten. Genau, und wir wollen das jetzt komplett sagen, das Urheberrecht an Filmen erlischt 50 Jahre nach Veröffentlichung. Um halt von diesem Problem, dass also aus unserer Sicht eine willkürliche Gruppe von Personen irgendwann mal rausgepickt worden ist, und zu sagen, nee, 70 Jahre. Das ist nicht willkürlich, das sind die zentralen Urheber. Also ich denke mal, bei einer Produktion, die sehr viel mit CGI arbeitet, sieht das auch wieder ganz, ganz anders aus. Ja, das ist aber eine andere Frage. Also man muss das nicht immer alles vermischen. Die eine Frage ist die tatsächlich, also Leistungsschutzrecht des Urhebers und die Laufzeiten. Das gibt es ja entweder Urheberrecht oder Leistungsschutzrecht. Ich meine jetzt diese Laufzeiten diskutieren, aber nicht, die grundsätzlich ist ja geregelt, wer Urheber ist. Es gibt nur bestimmte Urheber. Das kann man auch diskutieren, öffnen, verändern, aber das ist im Moment halt faktisch so. Nee, das sind die drei eigentlich zentralen Urheber. Genau. Es gibt eine bestimmte, im deutschen Recht eine bestimmte Öffnung, dass auch andere das sein können, wenn sie entsprechend die Werkanforderungen nach § 2 genügen. Das ist aber in der Regel nicht ein CGI-Techniker. Den Hinweis finde ich gut, werde ich auch nochmal mitnehmen. Ein weiterer Punkt, den wir haben, der auch sehr zentral für uns ist, ist, dass wir fordern, dass alle vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Auftrag gegebenen Produktionen in einem Archiv unbegrenzt kostenlos zur Verfügung stehen das müssen. Das geht ja nicht, weil die Verträge natürlich existieren, wo drin steht, dass bestimmte Leute eben bestimmte Rechte haben. Sie haben die auf dem der Grundlage abgeschlossen. Das ist ja der große Frust auch der Öffentlichkeit. Alleine der Aufwand, das zu recherchieren und das rauszufinden und jeden Rechteinhaber zu finden, das ist einfach eine Illusion, dass das überhaupt gehen kann. Genau deshalb ist ja unsere Forderung, dass für zukünftige Produktionen genau diese Bedingung erfüllt sein muss. Das heißt, wenn halt ein Produzent nicht dem ÖR das Recht geben kann, dieses Werk unbegrenzt vorzuhalten. Natürlich gegen eine entsprechende Vergütung, weil dadurch ein sehr großer Teil der Verwertungskette wegbricht. Das machen sie halt nicht. Die Öffentlichen zahlen halt das Geld. Darf ich da ganz kurz darauf antworten? Wir verkaufen alles. Das kann ich mal grundsätzlich sagen. Nur kurz als Produzent würde ich gerne... Also es ist so, unsere Verträge, die wir normalerweise mit den Sendern zurzeit machen, sehen so aus, dass wir ja dass die Sender mit uns eine Pauschale machen und nicht trennen zwischen dem Anteil, der ihr Co-Produktionsanteil ist, und der Anteil, der sozusagen für die Nutzungsrechte ist. Das wird nicht getrennt. Eigentlich müsste man das trennen. Eigentlich müsste man sagen, die Summe X stellt der so und so Sender zur Verfügung, und davon ist ein gewisser Anteil ist ein Co-Produktionsanteil und der andere Anteil ist die Sendelizenz. Das wird und, aber so getan. Zumindest nein, steht nicht in den Verträgen. In den Verträgen der Produzenten steht das nicht drin. Und das bedeutet, dass der letztendlich, dass keine Basis ist, auf der sozusagen die weitere Vergütung bezahlt wird. Und wenn wir davon sprechen, zum Beispiel eine sagen wir vollfinanzierte Auftragsproduktion, dann ist zwar die Produktion, wenn es denn wirklich eine vollfinanzierte Auftragsproduktion wäre, was nur selten der Fall ist, aber dann wäre die Produktion gedeckt, aber eben nicht die unbegrenzte Nutzung und Ausstrahlung dieses Filmes bis in alle Ewigkeit, sondern dann gibt es Wiederholungshonorare und so weiter. Das heißt also, die Sender müssten dann eben trotzdem noch für jede einzelne Nutzung zahlen. Und genau das ist halt eben der Punkt, den wir ändern wollen. Wir sagen halt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wenn er eine Eigenproduktion in Auftrag gibt, dann ist es keine Eigenproduktion, dann ist es eine Auftragsproduktion. Eine für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk produzierte Produktion. Geht das so. Bei Eigenproduktion ist es so. Der NDR macht es ja mit Extra 3 auch schon. Also im journalistischen Bereich sind es überwiegend Eigenproduktionen, da ginge das. Aber bei Auftragsproduktionen, in längeren Dokumentarfilmen oder im Fictionfilm ist es eher nicht so. Aber die meisten Sachen, auch im dokumentarischen Bereich, sind Auftragsproduktionen. Wenn man mal ganz kurz diese beiden Sachen abschichtet. Der erste Punkt ist
die Frage, können die öffentlich-rechtlichen Sender so viel Geld zahlen an die Filmschaffenden, Produzenten, Schauspieler, Regisseure etc., dass sie für den Rest aller Zeiten die Rechte daran haben, um es ins Internet dann unentgeltlich zu stellen? Antwort: theoretisch ja. Praktisch würde es bedeuten, dass man definitiv nochmal die Rundfunkgebühr erhöhen müsste, weil die Zahl, die Summe, die sie jetzt haben, reichen dafür offensichtlich nicht, weil jetzt versuchen sie es ja, aber sie können es nicht bezahlen. Und im ganzen Bereich Dokumentarfilm haben wir ja schon gehört, die gehen auf den Zahnfleisch. Zahlen die Öffentlich-Rechtlichen oft nicht mal die Hälfte der Produktionskosten, sodass sie müssten dann praktisch wesentlich mehr zahlen, als sie jetzt zahlen müssten. Würde ich sagen, schön, kann man gerne versuchen, aber da müssten die Piraten sich auch darüber Gedanken machen, wie dieses Geld zustande, wie man die Öffentlich-Rechtlichen so ausstattet, dass sie das dann auch bezahlen können. Also der zweite Punkt ist die Verständnisfrage. Im Prinzip wäre das gut. Ja. Aber kann ich kurz sprechen? Ja. Ja. Wir reden über Auftragsproduktion, bei der Auftraggeber nicht mal die Hälfte der Produktionskosten bezahlt. So ist es, ja. Warum nimmt man den Auftrag dann an und sagt, ich mache euch einen Film, wenn nur die Hälfte dessen zahlt, was mich der Film kostet? Weil es keinen anderen Auftraggeber gibt. Nein, entschuldige, aber das System ist eben das, wir verzichten auf einen Teil unseres Geldes. Also wenn ich einen Drehbuchvertrag mache, dann kriege ich ein Grundhonorar, das kriege ich bezahlt dafür, dass ich das schreibe. Und dann kriege ich eine Ausstrahlungslizenzgebühr sozusagen. Dann wird praktisch über Wiederholungshonorare pauschal. Es gibt ja verschiedene Vergütungsmodelle. Wir haben zum Beispiel jetzt also vom VDD und ZDF eine neue Vereinbarung, die wirklich ganz positiv versucht, auf diese neuen Nutzungsbedingungen einzugehen, die pauschal Dinge hat, wo wir aber verabredet sind, natürlich zur Evaluierung. Das heißt, in 2 Jahren gucken wir nach, was bedeutet eine Internetpräsenz. Weil wir haben natürlich das Problem, durch diese frühere Exklusivität, die wir hatten im Rundfunk, waren alle Verträge einfach zu schließen. Die wiederholen das Ding, ich kriege Geld, du kannst es aber nur sehen an dem Tag als User. Dadurch, dass es aber jetzt, der SketchUp, bla bla, dritte Programme, mehrere Plattformen, viel freier, mehr verfügbar ist das Ding eigentlich mit der Erstausstrahlung weg. Das heißt, unsere Erfahrung praktischerweise ist gewesen, wir haben zwar Wiederholungshonorarverträge, aber es wird gar nicht mehr das Wiederholungshonorar ausgezahlt, weil die Sender wissen, das Ding ist eigentlich schon verpufft, weil wir haben es ja überall stehen gehabt für 2 Jahre und damit ist es einfach komplett weg. Das heißt, und das ist aber auch ein Finanzierungsmodell mit den Wiederholungshonoraren gewesen, um Nachschub zu garantieren für die Sender. Das heißt, die haben auch das große Problem, wie finanzieren sich Autoren im Moment, weil denen die Hälfte tatsächlich ihres Einkommens faktisch im Moment gerade schon weggebrochen ist. Und deswegen muss man im Prinzip bestimmte natürlich pauschal oder verschiedene Modelle einführen. Er meint ja noch was anderes. Ja. Er meint die Situation, es gibt einen Film, der wird zu einem Teil finanziert, nennt sich interessanterweise trotzdem Auftragsproduktion. Die Produzenten machen das deswegen und auch diejenigen, die da sonst mal beteiligt sind, die Urheber, die zum Beispiel dann Teil auf ihre Gage teilweise verzichten oder zurückstellen. Ja, oder einfach für weniger, geringe Honorare arbeiten. Sie lassen sich darauf ein, weil eben die öffentlich-rechtlichen Sender dann nicht alle Rechte dann bekommen, sondern eben zum Beispiel nur Senderechte und eingeschränkte Internetrechte, nicht eben für alle Zeiten. Ja. Und wenn sie das voll im engeren Sinne vollfinanzieren würden, die öffentlich-rechtlichen Sender, müssten sie sehr viel mehr zahlen und das Geld haben sie derzeit nicht. Kurz zur Erklärung, ich bin freiberuflicher Produzent für so Werbespots und so Kleinkram. Mhm. Und wenn ich halt hingehe zu einem Kunden und sage, oder wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, er will einen Film, dann sage ich ihm, okay, kriegst du einen Film. Genau. Technik kostet, Leute kostet, im Werbebereich und so viel will ich verdienen. Und im Industriefilmbereich ist es so, da heißt eben 100% Auftragsproduktion auch, dass es 100% bezahlt wird. Du kriegst einen Film und dann macht er einen Film. Aber im Dokumentarfilm ist es nicht so. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Produzent Rechte behält und tatsächlich auch effektiv eine Chance hat, hinterher in der Verwertungskette noch irgendwo wieder etwas zu verdienen, weil sonst kann er ja dieses Investment, das er in diesen Film hineingemacht hat, überhaupt nicht wieder zurückbekommen. Ja, und jetzt wir tragen immer das Risiko mit, muss man sagen. Alle Kreativen haben sich entschlossen, das Risiko mitzutragen und wollen deswegen erfolgsabhängig bezahlt werden. Das heißt, wenn der Film viel läuft, wir haben Zuschauerzahlen, Beteiligung im Kino, wir kriegen Wiederholungshonorare und so. Das ist einfach das System, wie es im Moment existiert. Das muss man einfach mal ganz klar wissen. Ich wollte noch kurz was sagen zu der Frage der Verkürzung der Fristen.
der Laufzeit. Das Problem ist folgendes, also es ist tatsächlich so, dass sehr viele Werke, egal ob das, also gerade im Printbereich ist es besonders stark, aber auch im Filmbereich ist es so, dass viele Werke irgendwann in Vergessenheit geraten, kaum noch gesehen werden, auch nicht mehr wiederholt werden. 40, 50 Jahre alte Spielfilme, Fernsehfilme, gibt es kaum noch einen Markt für. Und wahrscheinlich kann man sagen, dass wenn ein Film nach 50 Jahren im Public Domain fehle, das ist wahrscheinlich 95% der Filme würde das gar nicht betreffen wirtschaftlich, weil sie sowieso nicht mehr gesehen werden. Dann werden sie aber gesehen. Und dann würden sie vielleicht wieder gesehen. Ne? Aber das Problem ist, und das kann man schon auch an solchen Beispielen ganz gut darstellen, diese anderen 5%, ne, oder vielleicht auch nur 3% der Filme, die wirklich so wie bestimmte Bücher echte Longseller sind, die dienen natürlich auch dazu, gewisse, sagen wir mal, Risiken, die man als jemand, der jetzt Geld in irgendeiner Form investiert in diesem Bereich, wieder zurückverdienen möchte, dass man dann mit diesen extrem erfolgreichen, sehr, sehr langlaufenden Produktionen auch noch sehr lange Geld verdienen kann, dass man jetzt das so eine Geschichte sich möglicherweise abschneiden wird. Ich will nicht sagen, dass man dass das kein Gedanke ist, dem man nachgehen könnte. Also es ist sicherlich etwas, worüber man nachdenken kann. Darf ich noch zwei Sätze sagen? Also das ist der eine Punkt. Der eine Punkt, den man einfach sehen muss, ist, es gibt so eine Art von Mix, wenn man jetzt, also aus Sicht zum Beispiel von einem Film wie Konstantin, so einer Filmfirma wie Konstantin, die hat einen Quersubventionierungsgedanken bei ihren Filmen. Die wissen, es werden ein paar Sachen floppen, es werden ein paar Sachen sehr gut laufen, manche auch sehr lang, und da werden wir immer wieder Geld mit verdienen, und damit funktioniert sozusagen das Gesamtsystem. Das ist der eine Aspekt, den man bedenken muss. Das ist letztlich ein Rechenexempel. Das muss man ausprobieren, und muss man rechnen, wie viel Geld würde dadurch verloren gehen und was würde man auf der anderen Seite an sozialem Gewinn durch diese Sperrfristenverkürzung haben. Der zweite Punkt, den man... Chaplin-Film als Ergänzung, was die an Geld eingespielt haben für Wendland, was der daran verdient hat. Nur die deutschen Rechte möglicherweise nicht 50 Jahre nach Erstveröffentlichung. Da will ich wirklich nicht... Disney verdient sich heute noch dumm und dämlich, wenn in der ganzen Welt Schneewittchen möglicherweise kann Disney deswegen bestimmte Filme jetzt machen, die sie sonst nicht machen können. Das ist der eine Aspekt, den man bedenken muss. Und der zweite ist, das muss man auch einfach sehen, obwohl die Piraten noch mehr als die Grünen eine internationale Bewegung hier in Europa sind und vielleicht am ehesten auch die Chance hätten, das zu bewegen, Sperrfristen oder Schutzfristen sind international festgelegt in großen völkerrechtlichen Verträgen, die man nicht so leicht umstoßen kann. Das ist ein sehr, sehr dickes Brett, Schutzfristen zu verkürzen. Sage ich einfach mal. Muss man einfach wissen. Ist ja auch so. Vielen Dank für die zwei Sätze. Zu beiden Aspekten. Können Sie noch was zu den 25 Jahren Urheberrechts Rückfall an die Urheber? Ausschließlich reicht denn nur 25 Jahre öffentlich. Genau, also wir haben auch einen Punkt, der besagt, dass also dass Verträge nicht mehr, wie es heutzutage üblich, über den gesamten Urheberrechtsschutzraum geschlossen werden dürfen, sondern maximal über 25 Jahre. Das heißt, ein Verwerter könnte also ein Recht für einen Spielfilm, einen Dokumentarfilm nur für maximal 25 Jahre einkaufen und müsste ihn danach dann entsprechend mit den Rechteinhabern neu verhandeln. Mit den Urhebern. Genau. Ja. Und, also die Urheber werden dann wieder Rechteinhaber. Genau. Und dazu kommt, dass wir auch, was bei dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk dann wichtig wäre, dass wir auch umfassende Zweit- bzw. Drittverwertungsrechte bei den Urhebern belassen wollen. Das heißt, dieser Total Buyout, der auch häufig üblich ist, soll so auch sehr stark zurückgedrängt werden. Das heißt, also ein Vertrag, wo halt eben heißt, jegliche Verwertungsoption, die es gibt, gehören ab jetzt mir. Das sind ja die üblichen Verträge. Soll halt eben auch nicht mehr zulässig sein. Beim ÖR wäre das halt eben der Fall,
Zum Beispiel der Tatort würde dann als Auftragsproduktion gezahlt werden, würde unbegrenzt auch vorgehalten werden dürfen, aber die DVD-Verwertung, sofern die da halt eben überhaupt stattfindet, ich weiß es nicht, wäre nach wie vor noch durch den Urheber möglich. Das sind die Rechteinhaber. Ja, das ist beim Film ein bisschen naiv, weil beim Film gehen halt eine ganze Ecke verschiedener Rechte zusammen. Mhm. Die bündelt der Produzent in seiner Person bzw. in seiner Firma. Also wir als Regisseure können ein Filmwerk nicht allein mit den Regierechten verwerten, sondern da fehlen jetzt halt Drehbuch, Musik, Leistungsschutzrechte des Schauspielers oder des Synchronsprechers. Also es gibt eigentlich nur einen, der die alle hat. Von daher ist diese Aufsplittung fürs Filmwerk, für die einzelnen Urheber, bringt nichts. Das könnte man im Buchbereich, kann man sich solche Gedanken vorstellen und da wird das auch immer diskutiert. Im Filmbereich funktioniert das nicht. Und Es hat mal eine Zeit gegeben in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, der sogenannte UFA-Normalvertrag von der alten UFA, wo tatsächlich Rechte mit Regisseuren und Drehbuchautoren und mit drei oder vier anderen Gewerken tatsächlich zeitlich limitiert waren. Das hat dazu geführt, zu riesigen Problemen bei der Auswertung nach Ablauf dieser Zeit, weil es eben oft so war, dass einer die Rechte dann nicht verkauft hat. Und dann konnte man, weil dieser eine dann das komplett blockieren konnte, konnte man den Film dann jahrelang nicht auswerten. Ne? Also, ich wollte jetzt noch mal was zu den 50 Jahren sagen. Da wollte ich nämlich vorher einhaken. Also ich glaube, im Dokumentarbereich sind 50 Jahre so etwas, wo es unter Umständen gerade erst interessant wird. Also es gibt wirklich einfaches Beispiel, es gab in den USA eine Gruppe, die hat in den 60er Jahren angefangen überhaupt mit diesem ganzen Cinema Direct. Die haben also sehr viele Aufnahmen, die also unter Umständen Politiker, in dem Fall die Kennedy-Familie, aber eben auch andere, die waren so schlau, die Rechte zu behalten. Und insofern haben die jetzt meinetwegen die einzigen Aufnahmen von bestimmten Sachen. Und so wäre das eigentlich auch so. Also du hast bestimmte Straßenaufnahmen, Straßenbahn hin oder her. Und also das wäre quasi für manche Dokumentarfilme gerade da der Moment, wo dann wieder Geld verdient werden könnte. Bei Spielfilmen ist es sicherlich vielleicht anders, aber da hätte ich jetzt so eine Überlegung, dass das vielleicht für Dokumentarfilm und Spielfilm unterschiedlich ist, weil das ist ja auch Realitäts-Footage sozusagen. Das ist im Spielfilm natürlich dasselbe. Das gibt es auch, natürlich, hast du recht, natürlich, klar. Und das wissen wir alle, dass es jetzt, also der Longtail sozusagen ja auch in allen Kunstproduktionen immer große Rolle spielt, dass man also Verwerter mehr mit einer Menge von Longtail-Verwertung verdienen als mit einem Harry Potter oder und so. Und dann vielleicht noch eines, wir haben also hier, machen wir ja so das Gefühl, ja, wieso machst du denn das dann jetzt als Auftragnehmer, wenn du hier einen glückseligen Auftrag bekommst? Also das eine ist so das Wunschdenken und ich würde sagen, eigentlich finde ich das auch blöd, dass mein Auftraggeber mir so einen scheiß Vertrag anbietet. Auf der anderen Seite gibt es gerade für den dokumentarischen Bereich keinen anderen Auftraggeber. Ich könnte jetzt natürlich vielleicht im Internet irgendetwas generieren, was ich noch nicht kann oder weil ich vielleicht auch das andere System gewohnt bin oder da seit fast 20 Jahren drin arbeite. Aber trotzdem ist es unsere Realität. Wir haben diese bescheuerten Verträge und wir werden da jetzt auch nicht alle in Massen, also die AGDOC hat 870 Mitglieder und alle haben die ähnlichen scheiß Verträge. Ich kenne keinen, der wesentlich bessere Verträge hat. Und die nicht in einem Berufsverband organisiert sind, die haben auch keine besseren Verträge in aller Regel. Also insofern leben wir in dieser Situation oder arbeiten mit dieser Situation. Und das gilt es halt dann auch zu bedenken. Ja. Wir reagieren dann ja auch so empfindlich, weil unsere Wirklichkeit nicht so ist. Unser Wunschdenken ist vielleicht auch so, ja. Und wir hätten das auch gerne anders. Und wir arbeiten ja auch daran. Aber die Verträge oder sind ja auch so entstanden aus einer Zeit, als das Fernsehen, die Öffentlich-Rechtlichen mit drei Stationen das Monopol waren. Ja, also da gab es das erste ARD, ZDF und ein drittes Programm, da wo derjenige gewohnt hat und sonst nichts. Ja. Und dann war das natürlich ein Monopol, da konnten auch die Verträge so gemacht werden und in aller Regel über die Wiederholungshonorare war man dann auch ganz gut gestellt. Aber das ist nicht mehr so. Eine Frage des Übergangs letztendlich auch. Und man kann sagen, wir wären alle froh, wenn es einen neuen Markt gäbe über das Internet. Deswegen sind wir auch so interessiert. Ja, natürlich. Deswegen Erklärung sind wir dieser ja Frage. Hier. Ich würde noch mal gerne auf die Anzeigenproblematik zeigen. Und um darauf direkt eingehen zu können, Christian, du hattest den zwei Dinge, die ich noch sagen wollte. Einmal, dass der ÖR ja deutlich mehr Geld zahlen müsste. Also
ich denke, wir Piraten glauben, dass das Geld da durchaus vorhanden ist, nur dass es halt eben sehr, 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 sehr suboptimal verteilt wird. Ich meine, 400.000 Euro für das Vorlesen der Lottozahlen. Ich meine, es ist sehr als für den Job, für Sie, für die Moderatoren. Ja, also allgemein werden Gelder sehr, sehr viel. Ich meine, wenn für Fußballrechte Millionen ausgegeben werden. Völlig richtig. Ja. Also da denken wir, dass die Verteilung. Wir können da viele Stichworte sehen. Ja. Also, da sind wir uns sicherlich einig und da kommt man auch politisch ganz gut dran. Da traut sich übrigens keine etablierte Partei dran. Das stimmt. Und da ist halt leider die Situation, dass die beiden großen Parteien da so ein Wechsel spielen. Ja, da geht es ja auch um die Rentenversicherung sozusagen. Ja. Aber tatsächlich, Es wird ja auch um die Haushaltsabgabe gehen dann im nächsten Jahr. Das wird ja sehr interessant werden und für euch sicher auch ein sehr spannendes Feld. Meine ich auch, 8 Milliarden Euro sind damit einzunehmen bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten und wo das hingeht und inwiefern das dann schließlich in der Produktion ankommt, da sind wir sicher, haben wir sicher ganz ähnliche Interessen. Und das wir natürlich auch zu dem gerade schauen, das Geld nicht da muss. Der zweite Punkt, den ich noch sagen wollte, Crowdfunding funktioniert. Der Stromberg-Film ist ja einer der bekannteren. 0,0001%. Ja, aber es funktioniert nicht für jeden, genauso wie aber kein Geschäftsmodell für jeden funktioniert. Es gibt an. Aber ich finde Crowdfunding auch gut. Stromberg, ich kenne es relativ gut, weil ich den Produzenten sehr gut kenne. Stromberg wurde nicht, definitiv nicht voll finanziert durch Crowdfunding. Punkt. Ausrufezeichen. Sondern nur zu einem Teil etwa 15-20%. Das ist schon mal der erste Punkt. Das wäre auch nicht möglich. Aber wir haben ja nichts gegen Crowdfunding. Wir haben ja auch nichts gegen Crowdfunding. Gottes Willen, das ist ja super. Zweitens, nur es wird nicht funktionieren. Das ist ein etwas anderes Crowdfunding-Modell, als man es vielleicht sonst kennt. Weil die Leute werden wie Investoren behandelt. Das heißt, die Leute bekommen ihr Geld zurück. Das sind in gewisser Weise Co-Produzenten. Das heißt, auch die Crowdfinanzierer in diesem Modell wollen ihr Geld am Ende zurückhaben. Auch die wollen am Ende, dass im Internet für den Film, wenn er denn irgendwann mal downgeloadet wird, auch Geld bezahlt wird. Also insoweit ist es überhaupt kein Ausbruch aus einem bisherigen Finanzierungsmodell, sondern statt, dass es nur, sagen wir mal, 2-3 Co-Produzenten gibt, wie normalerweise, oder 1 oder 2 Finanzierer eines Films, gibt es halt jetzt mal 1.000 oder 10.000 Mitfinanzierer, aber die Strukturlogik des Modells ist komplett gleich geblieben. Das ist nicht so, dass man sagen kann, wie Crowdfunding im Musikbereich, wo Leute Geld geben und es dann auch nicht wiedersehen wollen, sondern Crowdfunding, wenn es funktioniert im Filmbereich, ist erstens nur ein Teil, ein kleiner Teil, und zweitens eben auch nur ein Modell, was sozusagen ganz normal darauf aus ist, dass dieses investierte Geld am Ende auch zurückfließt. Also beim Crowdfunding gibt es verschiedene Ansätze. Einmal das Crowdinvestment, dann auch das klassische Crowdfunding. Und da wollte ich dann noch 3 Beispiele jetzt abschließend bringen. Nämlich so im kleinen Maßstab, eine Band, die kaum jemand kennt, hat jetzt von ihren Fans 2.000 Euro gesammelt, um zu einem Auftritt nach Kanada fliegen zu können. Eine Spielfilmproduzentin und Regisseurin hat jetzt innerhalb von 30 Tagen 50.000 Dollar zusammenbekommen, um ihren zweiten Spielfilm drehen zu können. Den ersten hat sie für 7.000 Dollar gedreht und hat da jetzt endlich mal den Kredit zurückgezahlt und will jetzt den zweiten auf 50.000 bekommen. Ist bei, glaube ich, 52.000 Dollar gelandet. Und das größte aktuelle Beispiel ist Amanda Palmer, von der auch fast alle Musik auch kostenlos egal im Netz erhältlich ist. Die wollte von ihren Fans 100.000 Dollar haben, um ihr schon fertig aufgenommenes Album produzieren zu können, und ist am Ende mit 1,28 Millionen aus dem Crowdfunding rausgegangen. Es ist ganz klar kein Weg, der für jeden funktioniert, auch weil man eine sehr starke Vernetzung innerhalb der Community braucht. Man muss also ganz anders mit seinen Konsumenten umgehen. Aber es ist wirklich eine valide Alternative, die man auch mal ausprobieren muss, die aber mit Sicherheit nicht für jeden funktionieren aber kann. Ich wehre mich ein bisschen, ja, dass es immer um Konsumenten in dem Sinn, also wir hatten im Öffentlich-Rechtlichen und Fernsehen ja auch immer die Situation des Kultur- und Bildungsauftrages, und der scheint mir in dieser ganzen Form nicht vorzukommen. Ich wollte auch noch mal genau auf den Punkt zurück, kein Problem, auf den Punkt zurückkommen. Also es ging darum, dass gerade im Doku-Bereich die Öffentlich-Rechtlichen eine Art Monopol haben. Das heißt, man kann irgendwie sich schwer auch gegen diese ungerechten Verträge oder als ungerecht empfundenen Verträge wehren. Das ist ja auch eine Abspielstätte, wo wir ja auch hinwollen. Ja, ja, natürlich.
du hast gerade gesagt, sie haben ja auch den Bildungsauftrag. Das ist ja durchaus etwas, was man politisch rechtfertigen muss, was man auch immer wieder rechtfertigen muss. Das muss man ja auch politisch einfordern, das ist ja ganz klar. Und diese auf dem freien Markt, das ist natürlich was anderes. Da bewerte ich das hier, dann habe ich hier natürlich auch eine andere Haltung. Es geht mir nicht darum, dass ich das nicht als ein wichtiges Kulturgut empfinde. Da hat man bloß ein bisschen selbst eine Verpflichtung, irgendwie findige Geschäftsmodelle auch zu entwerfen. Und wir reden hier ganz oft, höre ich immer wieder, man braucht diese Rechteverwertung auch, um eine gewisse Finanzierungssicherheit zu haben. Eine absehbare Finanzierungssicherheit. Das scheint ja irgendwie das größte Problem zu sein, dass man gerade im Gegensatz zur Musik, die man irgendwie so mit relativ wenig Aufwand produzieren kann, zumindest in finanziellem Aufwand, vielleicht zeitlichem nicht, aber... Dadurch werden natürlich auch manche Sachen nicht produziert, muss man auch sagen. Ne? Es gibt tolle kleine Nischensachen in der Musik, die sehr interessant geworden sind. Andere Sachen, wenn du zum Beispiel echte Geigen einspielen, wird man sich 10-mal überlegen. Dann überlegt man sich halt 10-mal. Ja. Also ich meine nur, dass bei Filmen, wollte ich jetzt gerade sagen, ist natürlich das Finanzvolumen sehr viel größer, sind die Beteiligten unter Umständen sehr viel mehr. Das heißt, man braucht natürlich vorher eine größere Finanzierungssicherheit. Aber genau dafür, selbst wenn es nur ein Teil ist, ist doch Crowdfunding das beste Beispiel, weil damit hat man eine Finanzierungssicherheit, zumindest auch wenn es nur ein Teil ist. Aber na klar, natürlich. Aber das sind eben genau diese Aspekte, die wir ja, wo wir das Problem sehen. Und das eine ist, wie gesagt, diese politische Rechtfertigung, die ich auch nicht mehr sehe bei dem Öffentlich-Rechtlichen. Und wo ich dann schon fast verstehe, dass die Privaten dann sagen, obwohl ich dafür bin, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben mit diesem Bildungsauftrag, der auch beauftragt, also dass der man... Der Auftrag beinhaltet vier Aspekte, Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung. Mhm. Ja, natürlich, das will ich auch nicht ausblenden. Ich wollte jetzt auch gar nichts gegen Unterhaltung als sich anwerten, das wollte ich nicht bewerten. Ich denke bloß, dass der Unterschied ist, wenn du sagst, du kriegst von jemand anderem keinen Auftrag. Das heißt, man recherchiert etwas, man weiß unter Umständen nicht, was am Ende dabei herauskommt, ist das ja... Ja, nein, mir ging es ja jetzt nur darum, gleichgesetzt zu werden mit Game of Thrones oder dem neuen Tarantino mit irgendeinem durchaus mit Herzblut gemachten Film über ein Dorf in Niederbayern. Nein, das ist Crowdfunding schon schwierig. Ja, natürlich, das verstehe ich auch. Deswegen meine ich auch, dass da ist vielleicht nicht eine Methode, aber da ist der Unterschied, da gibt es wiederum eine politische Rechtfertigungspflicht, warum wir bei einem gebührenfinanzierten Sender die Urheberrechte von einem Blockbuster, der auch noch in Konkurrenz, in einer Programmkonkurrenz zu RTL gestellt wird mit einem Blockbuster, da müssen die sich dafür politisch rechtfertigen. Wenn man bei der Verteilung der Gelder natürlich innerhalb absolut des richtig, ich finde, dass einer runden Tisch wird. Das größte Problem, was die Filmindustrie in Deutschland hat, oder alle, die Filme machen, ist natürlich die Verknotung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ist ja völlig klar, also was die sich mittlerweile als Netz mit ihrem Produzentennetz unter den Nagel reißen, was da passiert. Aber es ist ein anderes Thema. Ist ein ganz anderes Thema. Leider Gottes ein anderes Thema, und wenn wir auf die Uhr gucken, stellen wir mit Erschrecken fest, dass auch leider die Zeit gleich um ist. Wir werden noch alle hier sein und können uns gerne noch reden. Sollte es explizite Fragen geben an die Piraten, an uns oder auch untereinander, stehen wir jederzeit gerne im vollen Ausmaß zur Verfügung. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte am Anfang, als es hieß, du machst Filmschaffenden Tisch, den Dialog, hatte ich ein bisschen Angst, weil ich die GVL-Berechtigtenversammlung dieses Jahr mitbekommen habe, die wie immer sehr historisch war, um es mal mit den Worten von den Geschäftsführern. Hysterisch oder historisch? Historisch und ein bisschen hysterisch, natürlich auch. Denn da die Schauspieler, die ja damals die von den 100% jetzt teilweise unter 1% nur an Ausschüttungen erhalten, sich halt sehr viel Luft gemacht hat, haben, was das mich zur Annahme zwang, es ist ja auch berechtigt, das ist ein anderes Thema auf dem Tisch für sich, aber was mich zu der Annahme brachte, dass wir hier uns nur in die Haare fallen und es darum geht, den anderen irgendwelche Vorwürfe rauszulocken. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir uns alle einig darüber sind, dass es zum Beispiel, dass halt ohne Film, wenn man es halt nicht finanziell unterstützt, dass es dieses Medium nicht mehr geben wird, anders beim apokalyptischen Untergang, ist man vielleicht doch nochmal bereit, die Gitarre rauszuholen und ein bisschen Musik verbreiten zu können. Der Film wäre dann als solches nicht mehr haltbar, um es mal ein wenig überspitzt zu sagen. Definitiv. Ich kann Ihnen auf jeden Fall garantieren, dass das eine wunderbare Eröffnungsveranstaltung war. Wir bleiben alle sehr im Dialog, weil es wird sicher, Verzeihung, noch nachfolgende Treffen geben, da wir sehr viel Input von Ihnen erhalten haben, was mich
zu einer außerordentlichen Dankbarkeit wirklich verpflichtet. Ich bin sehr froh darüber, dass Sie sich geäußert haben. Sollte es noch was geben, wo Sie sagen, das muss auf jeden Fall noch untergebracht werden, bitte ich Sie jetzt persönlich auf uns zuzugehen und das konkret. Wir haben bis 18 Uhr noch den Server, wenn wir können noch eine Runde überziehen. Wir können auch noch überziehen, ich würde nur vielleicht an manche noch Folgetermine oder aber es ist Sonntag. Italien, und, Spanien. Das ist ja zuletzt klar geworden, das ist ein Funktionsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das ist ein ganz anderer Bereich und da kann ich mir vorstellen, würden wir Filmschaffende, wenn das jetzt dieser Rundfunk sehr ist, viel zu beitragen. Sicher viel beitragen. Ja, auf jeden sehr Fall. Viele gemeinsame Interessen haben. Also das und sehr, sehr viel schneller gemeinsam. Aber ich finde, was das ist ein zu politisch sind. Ja, da kann man sich tatsächlich das wäre aber immer noch eine Diskussionsrunde zu. Können wir trotzdem einzeln nicht ausgeräumt ist, ist diese Grundsatzproblematik, dass man sagt, wenn etwas digital endlos kopierbar wird, ist es dadurch frei und hat keinen Wert mehr. Und das ist die Problematik. Ja, ja, ich meine, nur man kann es ja nachvollziehen. Man kann ja sagen, ja, wenn du es 100.000 oder milliardenfach kopiert kannst, ohne dass da die Kosten entstehen, kann man sagen, ja wunderbar, dann ist es eben nur noch ein Milliardstel wert. Und das ist ein Trugschluss, der immer wieder so reinrutscht, finde ich hier, wo wir nicht wirklich weiterkommen. Da wäre ich sehr froh, wenn die Piraten diese Position zumindest überdenken würden, weil wir auf der Ebene nicht weiterkommen. Also das wäre jetzt schon eher ein marktwirtschaftliches Thema, weil das ist ja so Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Wenn das Angebot unendlich ist, dann kann die Nachfrage fast so groß sein, wie sie will. Der Preis wird daraus resultierend sehr, sehr gering sein, weil es entstehen dann nach den Produktionskosten nur noch die Kopierkosten. Ich möchte nur ganz generell sagen, mir ist nur noch ein Anliegen einmal zu sagen, ich finde nicht, dass Technologie und eine technologische Möglichkeit die Werte einer Gesellschaft verändern darf, eigentlich im Kern. Es ist klar, dass man sich diesen Realitäten stellen muss, aber die Werte unserer Gesellschaft, die sich über Jahrhunderte ja auch erkämpft wurden, auch eben die Urheberrechte, nur durch eine technologische Möglichkeit jetzt zu sagen, daraus entwickelt sich eine Philosophie und diese Werte sind jetzt weniger wert. Ich sage nicht, dass ihr das tut, aber ganz generell möchte ich das in den Raum stellen. Das ist ein sehr gefährlicher Weg, glaube ich. Aber es ist doch das Gesamte, wie sich Informationen verbreitet, wie wir miteinander kommunizieren, interagieren, wie wir schöpfen, wie wir zusammenarbeiten. Aber die Werte müssen sich doch deshalb nicht verändern. Wieso denn die Werte frei? Wieso? Die Freiheitswerte sind genauso. Wir haben immer noch die gleichen Werte in der westlichen Welt, wie wir eben. Und das ist so ein bisschen das, wo ich mir manchmal denke, so nur weil die technologische Realität besteht oder eben die Möglichkeit besteht, Dinge endlos zu kopieren und so weiter, heißt es ja nicht, dass die Urheberrechte dadurch irgendwie sich in Absurdum geführt werden oder in Luft auflösen. Es sind keine virtuellen Menschen, die dahinter stehen. Es sind Biografien, es sind Ausbildungen, es sind Familien. Nicht die Frage Grundwerte. Ich glaube, bei einigen, vielleicht bei euch nicht, ich glaube, bei vielen Sympathisanten eurer Partei ist das nicht so differenziert. Wird das nicht so differenziert gesehen. Weil es so kurz gegriffen ist, weil nicht realisiert wird, dass die Diversität die Vielfalt nimmt da. Sollen wir das vielleicht. Sicher nicht unser gemeinsames Interesse. Wenn es nichts mehr hochzuladen gibt, dann kann man auch nichts mehr. Und ein letztes Missverständnis möchte ich auch ausräumen. Ich glaube, was auch, wie man Filmschaffende sieht, und Filmschaffende haben eben immer noch diesen Hollywood, den Hollywood-Nimbus, den man uns so zuschreibt. Gutes Beispiel: Andreas Dresen zum Beispiel. Sommer vom Balkon, sehr erfolgreicher Film vor einigen Jahren, eine Million Zuschauer gemacht, mit dem habe ich mich neulich unterhalten, der als Produzent daran, glaube ich, also an der Auswertung im Kino, wo man sich doch denkt, der hat eine Million Zuschauer gemacht, der kann sich jetzt eine Villa auf sonst wo kaufen. Nee, der hat, glaube ich, 8.000-9.000 Euro verdient als Produzent an der Auswertung letztlich. Also ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass die Filmschaffenden in diesem Land nicht am Pool liegen und Cocktails schlürfen, sondern dass es wirklich Leute sind, die Idealisten sind, die davon gerade mal um die Runden kommen, die immer dem nächsten Projekt irgendwie entgegenzittern, ob es einen Auftrag gibt, ob sie ein Ja bekommen. Nur, dass man das einfach weiß. Und zum Beispiel über eine Lizenzauszahlung ein Jahr überleben können und vielleicht noch was entwickeln können, was dann wieder zum nächsten Schritt führt. Das hat auch sehr viel mit so Kleinunternehmertum zu tun. Das darf man eben dabei nicht außer Acht lassen. Und tatsächlich, man kann generell sagen, weil die Trends in der ganzen Industrie sind die,
dass man versucht, dieses Problem Internet schlichtweg zu umgehen. Dass man einfach, also die Verwerter werden eher als die Künstler sozusagen Wege finden, diese Exklusivität für ihre Sachen über juristische Tricks, über eben bilaterale Verträge, über politische Macht oder so. Die werden das umgehen. Und das ist eigentlich auch so ein großes Kernproblem, eben diese Vielfalt. Was auch Manuel Siebenmann sagte, das ist eher die Gefahr, dass gerade die leider verschwindet, wenn wir nicht da irgendeine Teilhabe oder so finden. Und da sind wir aber wieder bei dem, was du vorher gesagt hast, an der eigentlich Kollabierung des öffentlich-rechtlichen Systems. Ja? Also es ist in dieser Verflechtung, an der wir ja alle irgendwie dranhängen, weil wir nur in aller Regel davon arbeiten können, sind wir davon abhängig. Und das müsste eigentlich mal wieder entflechtet werden. Und das war, glaube ich, vorher dein Vorschlag, ein runder Tisch zum Öffentlich-Rechtlichen. Habe ich das noch richtig mitgekriegt? Oder? Ja. Auf jeden Fall, ja. Also ich fände das interessant, weil das ist nämlich etwas... Sehr interessante Frage, Ergänzung. Warum ist das Öffentlich-Rechtliche tatsächlich ausgeschlossen aus dem Internet? Das ist ja politisch gewollt. Müsste es nicht sozusagen umgekehrt? Das war es mal. Genau. Jetzt nicht mehr. Doch, also, natürlich. Nein. Ich habe einen runden Staatsvertrag mit, ich kann es dir dann nach der Runde vorlesen. Wir sind ziemlich weit drin inzwischen. Seit 2009. Das hat sich jetzt geändert alles. Die durften vorher nicht, weil die Privaten halt gemeint haben, Internet, ja, ist Privatwirtschaft, ist unser Markt. So und dafür werden die... Nein, das ist so durch die Telemedienkonzepte. Ja, genau. Sie haben das Wettbewerbsverzerrung. Können wir vielleicht die Diskussion dann neben der Kamera führen? Was mehr oder weniger ein Format. Nein, Fakt ist, dass wir durch diese Konkurrenz, das kann man ganz... Ich habe ja diese Verhandlungen über Verträge halt auch... Wir verlieren permanent massiv Geld, weil natürlich dieses Denken eben auch, die sind ja ganz froh, dass sie keine Lizenzen bezahlen müssen. Sie haben ja diese ganzen Wiederholungshonorarverträge, das führt faktisch dazu, wir kriegen die nicht mehr, weil die eben doch durch 7 Days Catch-Up oder irgendwie Verträge, wo wir gepennt haben, sie gehen dann einfach hin und definieren den Kulturkanal um und dafür hat man damals irgendwie, weiß ich nicht, 2,5% Vergütung ausgehandelt, ist oder es heißt, ist jetzt aber einfach Neo und ist ein Vollprogramm, wo die Filme abgenudelt werden, die können, also nicht bundesweit, aber sehr weitflächig gesehen werden. Also werden die nicht mehr in den Hauptabendprogrammen wiederholt, wodurch sich diese Wiederholungshonorare reduzieren. Also es gibt einfach so praktische Auswirkungen. Das erklärt vielleicht auch diese massive Wand, die jetzt da jetzt sich auftut, dass viele sagen, ja, wenn das so weitergeht, auf der einen Seite übers Internet keine Bezahlmöglichkeit in Sicht, auf der anderen Seite öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Diktat und wir kriegen einfach schlichtweg weniger Geld. Wir werden alle nicht weitermachen können. Punkt. Vielleicht darf ich den Stelle ganz kurz erwähnen, Urheber bekommen ja wenigstens zum Teil noch ein Wiederholungsrecht. Die Produzenten bekommen kein Wiederholungsrecht. Wiederholungshonorar für ihre Filme. Und sie gehen trotzdem mit einer finanziellen Leistung rein, sie dürfen sich aber nicht kalkulieren, sie dürfen nichts verdienen, die Sender streichen das raus. Das heißt, wenn denn also als Produzent darf nicht in der Kalkulation drinstehen, also für seine Leistung. Es wird also rausgestrichen. Das ist das, was die Sender sagen. Ihr habt die HUs, aber die HUs reichen nicht aus. Das können wir gerne nachher nochmal durchdiskutieren. Ich kann das vorrechnen, das reicht nicht. Aber wir haben eben als Produzenten keine Wiederholungshonorare. Jetzt kommen wir natürlich in den Bereich, wo wir... Kommen wir ganz andere Bereiche. Das ist der nächste Tisch. Vielen Dank für diesen sehr unterhaltsamen Tisch. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Ich mache die Kamera aus. Genau, nach dem Offline-Schalten. Und bedanke mich ganz recht herzlich fürs Kommen. Vielen Dank. Dankeschön.